Moinzen! Hallo! Moin! Ach ja, Moinzen, meine lieben Freunde. Nein, ich will jetzt nicht mal Standort teilen. Was geht? Einen wunderschönen guten Morgen. Kann man sagen, 13 Uhr guten Morgen, ne? Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zurück auf der XXL Farm. Und dem nächsten großen Community-Projekt. Freue mich, dass ihr da seid an diesem wunderschönen Sonntag. Ja, wie ihr seht, die BGA leistet ganze Arbeit. Die läuft auch momentan. Wir haben knapp 150.000 Liter Silage in dem Bunker drin. Also die produziert fleißig Gärreste. Ach, da können wir bald jahrelang unsere Felder düngen. Das ist der Wahnsinn. Unsere BGA leert sich allerdings auch. Das muss sie aber auch, weil irgendwann geht ja wieder die Hexesaison los. Wir haben hier schon den ersten Bunker fast leer. Die wunderschöne Ropa-Maus. Ich glaube, das ist auch eine Ropa-Maus, ne? Die leistet ganze Arbeit, die Silage auf die LKWs zu packen und dann abzutransportieren. Also schon richtig, richtig geil. Die macht gute Arbeit. Der Rest ist am Gären. Hier rechts ist noch ein Bunker fertig. Aber heute, Freunde, begrüße ich euch erst einmal zurück zu einem weiteren XXL-Event. Und zwar dem XXL Rüben roden, Rüben ernten, Rüben zupfen, Rüben anschauen. Rüben vernichten, was weiß ich, wie man es nennt. Ich nenne es Rübenroden. Schön, dass ihr da seid, Leute. Vielen, vielen Dank auf jeden Fall. Wir spielen heute natürlich wieder im Multiplayer. Zorkaski ist mit dabei. Ich habe ihn jetzt nicht gefragt, ob er den ganzen Stream über mitspielen kann, weil wir wollen natürlich auch irgendwo so eine kleine Orientierung haben, was wir an Massen überhaupt hier hinbringen, weil wir haben natürlich keine Halle, die jetzt die Rüben für uns zählt, sondern dass man vielleicht mal nachvollziehen kann, wie viele wir haben. Brauche ich natürlich Dieselaffe Jasper, Dankeschön für deinen Euro über Superchat. Brauche ich natürlich einen, der auf der Map ist, dem ihr dann quasi eure Massen angebt und diese dann hier oben einlagert. Ich kann euch das kurz zeigen, dann werde ich auch gleich das Passwort ändern. Leute, schön erstmal, dass ihr da seid. Wir haben ein Rübenlager platziert. Hier vorne ist unser Hirselager. Ne? Das, denke ich mal, kennt ihr noch von der XXL Hirseernte. Das ganze Lager ist voll geworden. Das werden wir auch noch verkaufen fahren. Das werden wir bald machen. Keine Sorge, Leute. Auch da werden wir unser Geld scheffeln. Wir haben nämlich nur noch 1 Million Euro. Ne? Wir sind ja immer Maschinen am Verkaufen, dann wieder am Verkaufen, dann wieder am Kaufen. Und irgendwann ist das Geld weg, weil durch den Verkauf einer Maschine bekommt man weniger als beim Kauf. Ihr kennt unsere große Halle. Zum Fuhrpark kommen wir gleich. Ich werde auch gleich das Passwort anpassen. Erstmal für die, die jetzt gleich mitspielen, später mitspielen. Wir haben einen kleinen Ablauf. Wir sind mit 5 Rodern unterwegs, also 5 Rübenroder. Dafür brauchen wir 5 Abfahrer, die das Ganze dann am Feldrand als Miete lagern. Und so etwa eine halbe Stunde später, ungefähr halbe Stunde, na, lasst uns erstmal ein bisschen Rüben roden, würde ich den Leuten mit der Ropa-Maus den Befehl erteilen. So, ab aufs Feld mit euch. Ihr fahrt dann, wir haben 2 Rübenmäuse und 4 Abfahrer. Ihr fahrt dann auf die Felder, dann sind wir nämlich bei 16 Spielern. Und ladet direkt die Rüben mit der Rübenmaus auf die Anhänger. Fahrt mit den Anhänger hier zu unserer selbstgebauten BGA. Ihr fahrt an den Hallen vorbei. Er hat den Schlüssel gefunden. LS19 Content, Dankeschön fürs Abo. Herzlich willkommen, geht schon gut los hier. Ihr fahrt rechts an der Halle vorbei. Und wir haben hier einen kleinen Weg gebaut. Hier müsst ihr ein bisschen langsamer fahren, sehr hubbelig. Aber hier geht ein Weg hoch. Hallo Bambis. Der führt hier oben zu unserer Halle. Wir haben hier einen JZB-Teleskoplader euch zur Verfügung gestellt. Da würde ich euch selbstständig drum bitten, wenn ihr zum Beispiel einmal abgeladen habt und dann seht, ah, jetzt müsst mal langsam aufschieben. Setzt kurz euren Traktor an die Seite, setzt euch in den JZB rein und schiebt die Rüben einmal in die Halle durch, dass wir eine wunderschöne Hallenlagerstätte hier heute eröffnen. Und dann geht es wieder zurück aufs Feld, Leute. Wir haben auf jeden Fall einiges zu tun. Ich würde jetzt erstmal bitten, die joinen, wir treffen uns hier oben an der Halle. Deswegen werde ich jetzt einfach mal das Passwort anpassen. So, wir machen das Standardpasswort. Grüße gehen raus an alle im Chat. Herzlich willkommen an Nini, willkommen Markus, Maria, Superengel, Nico, Davian, Calimero, Ossi, Lukas und LS Gamer. Dankeschön auch für dein Abo. Der Wie, herzlich willkommen. Friedhelm, BG Farmer, Fiete, Maler und Chris. Philippe Kramer, willkommen. Shadow, Der Wie, Moritz, Dominik, Carsten, Jasper, moin. Wirst du alles auch einmal, aber natürlich Dieselaffe, aber selbstverständlich. Live for Life, herzlich willkommen. Urban, PG Felix, PG Felix und Felix Valentin, PG Andy, moin. Hallo Maria Torno, Jason, Hayskrümmel, moin. Dorfkind John, Luke, PG Carmen ist mit dabei, herzlich willkommen.
So, Andi, herzlich willkommen. Hallo Jason Stinker, schön, dass ihr da seid. Leute, erstmal hier zur Halle kommen. Und diese große Ropa, die gelbe, die große, das ist erstmal meine. Also ich werde heute alles machen. Ich werde erst Rüben roden, habe ich mir überlegt. Dann werde ich Miete fahren, dann werde ich in die Rübenmaus gehen, die Miete aufladen. Und dann werde ich natürlich auch das aufgeladene Zuckerrübengut zu unserer Halle bringen. Paul, willkommen. Herzlich willkommen, Christian, Alice Gamer, Moin, Superengel, Michel, John Deere. Schön, dass du da bist. Hallo Maria, mir geht's gut. Wie geht es dir? Schön, dass du mit dabei bist. Hallo John Deere. Herzlich willkommen. Ihr dürft gerne joinen. Wir werden regelmäßig durchwechseln. Jeder bekommt die Chance, natürlich mitzuspielen. Vielen Dank an über 200 Zuschauer und 200 Daumen. Das ist immer zu Beginn richtig, richtig geil von euch. Erstmal Like da lassen, gerne kostenfrei abonnieren und den Stream teilen. Wir sind Road to 47.800 Abos. Hallo Bulldog-Fan. Herzlich willkommen. Gabi, moin. Hallo Micha. Schön, dass du da bist. Ralf, Moinsen, Fan-Armee, Ausrufezeichen mitspielen, ich kann sie auch gerne einmal reinposten. Michelle, herzlich willkommen, schön, dass du da bist. So, betritt den Server, hat den, oh, Loic hat schon wieder den Server verlassen. Wir haben natürlich, warte, den Ruderschlüssel brauchst du, ja, ey, gib mir mal den Schlüssel, ich brauch meinen Schlüssel. Der hat mir meinen Schlüssel geklaut, Sabine, herzlich willkommen. Der hat mir meinen Schlüssel gekauft. Wie kann man im LS den Namen ändern? Jamie, bevor du den Server beitrittst quasi, kannst du da deinen Namen ändern. Ich glaube nämlich hier im Kleiderschrank... Ne, im Kleiderschrank geht das nicht mehr. Also eigentlich steht hier oben auch der Name, glaube ich. Das geht aber nicht mehr, wenn du schon auf dem Server bist. Austria, wir spielen auf unserer Ehrengrad, die ein bisschen umgebaut ist. Also wundert euch gleich nicht, warum ihr nicht Querfeld einfahren könnt. Die Map ist komplett eigenständig aufgebaut und... Also nicht die Map an sich, aber die Umgebung ist selbst gebaut. Ne? Wir haben die Felder eingezäunt, wir haben diverse Hallen gebaut, wir haben eine eigene BGA. Also das ist alles so ein bisschen eigens gebaut. Hallo Ralf, grüß dich. Wie macht man das, wenn man auf PS4 spielt? Dann kann man die Anzahl nicht in den Chat schreiben. Nee, ich glaube, du kannst auch auf der Konsole diesen Ingame-Chat leider nicht nutzen. Marcel, herzlich willkommen. Mr. LS, herzlich willkommen. Sandra und Seppel, moin. Sabine, grüß dich. Hallo Leo. Schön, dass ihr mit dabei seid. So 2, 4, 6, da fehlen noch ein paar. Da fehlen noch was. Sind wir, ist der Server voll? Ich muss mal kurz gucken. 2. Rübenfieber. Er hat es echt so genannt. Er hat den Server echt Rübenfieber genannt. Beziehungsweise nicht den Server, sondern unser Map hier. Unser Hof. Rübenfieber. Das finde ich gut. Wir machen ja keine Zuckerrüben, wir machen ja Zuckerrüben. So, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Okay, wir sind vollständig. 16 Spieler sind da. Das sieht schon mal sehr, sehr gut aus. Ich guck mal, ja, wir haben hier wieder wirklich Freifallteil alles mit dabei. Ja, die Warnweste haben, vorbildlich, die keine tragen, also schämt euch, Leute. In der BGA ist Warnwestenpflicht. Das ist tatsächlich so. Guck mal, Tom, sieht aus wie ein kleiner Streber. Hallo, Tom. Ja, was geht? Stay, willkommen, ja, Niklas, Jonas. Schön, dass du da bist. Maximum, Elli, Moinsen, herzlich willkommen. Schön, dass ihr mit dabei seid. Ja, das sieht doch schon gut aus. Da kommen sie langsam alle angetrappt. Leute, wir gehen ins Rübenfieber. Ich freue mich richtig drauf. Das Rüben-Event haben wir jetzt knapp eine Woche vorbereitet. Egal ob im Multiplayer oder halt wieder der Moritz, der die Map uns dann fertig gemacht hat. Wir hatten ja noch so, ich glaube, 2, 3 Felder, die wir nicht geschafft haben. Die hat dann der Moritz fertig gemacht. Dann hat Zocker Bro soweit den Fuhrpark eingerichtet. Also der Fuhrpark, ne, wenn ihr Beschwerden habt, bitte alles an Zocker Bro. Er hat den Fuhrpark selber gebaut. Ich habe da nichts mit zu tun. Und haben jetzt gerade vor Streamstart noch schnell hier diese wunderschöne Hörmannhalle platziert und eine wunderschöne Zufahrt gebaut. Wir gehen mal rüben, Leute. Wir gehen mal rüber gucken. Moin Moin, Agidius, herzlich willkommen. Jan Jano, schön, dass du da bist. Also, 2 Ropa-Maus. Wie gesagt, die Ropa-Maus fahren. Ich würde euch bitten, wartet erst noch ein bisschen. Lasst uns erstmal so 2, 3 Bahnen fahren. Ein bisschen was an die Seite, also am Feldrand aufgekippt. Ne? Denkt dran, Leute, wir machen eine Rübenmiete. Falls ich was falsch mache, schreibt es bitte in den Chat, weil ich bin kein Experte in der Landwirtschaft. Ich lerne immer noch von euch. Aber ihr kommt dann einfach ein Stückchen später auf die Felder, dass wir erstmal ein bisschen was einlagern können. So, die Hallen sind schon aufgeschlossen. Wir haben einen wild sortierten Fuhrpark. Also 5 Roder, 5 Abfahrer bei den Rodern und Miete herstellen. 2 mit der Maus und je 2 Abfahrer bei der Maus. So. Also wir haben einen wilden, feinen, alles mit der Ruhe. Wir haben einen wilden, feinen Fuhrpark. Ich lasse die jetzt erstmal nach und nach raus. Ich lasse die jetzt erstmal nach und nach hier rausfahren. Dann könnt ihr mal sehen, was wir an Fuhrpark haben. Wir versuchen natürlich immer etwas Neues mit reinzubringen. Ne? Wir haben ja schon XXL-Farben, Maishäckseln, Grashäckseln, alles Mögliche schon gemacht. Jetzt, ne, wir stellen uns einfach mal...
aufstellen an der BGA. Silos. So. Also Leute, zuerst Reich ist mit dabei mit einem wunderschönen Steyr CVT 6240. Graue Felgen, Originallackierung, den haben wir dabei. John Deere darf natürlich nicht mit dem 7810 fehlen. Er allerdings heute mit einem Drehschirm, allerdings Dreiachser von Reich. Ne? Nicht die Zweiachser, sondern die wunderschönen Dreiachser. Fendt, Leute, ist mit dabei. 724 mit der Krampemulde, kennt ihr sicherlich, wird viel mit gefahren. Originallackierung. Wir haben hier, Leute, ein Fendt 724 in Tannengrün mit einem Powertube Brander TA23065. Ich habe heute leider kein Foto für dich. Der Bauer Willi fährt den MF, Leute. 6715 ist mit dabei mit dem Fliegel Gigant. Ich finde den so geil. Allein schon in der Lackierung. Ein sehr, sehr schöner Traktor. Finde ich super geil. Klaas darf natürlich nicht fehlen mit dem 870 Axion. Hier haben wir Roland Pack Roll Speed, ne, Leute. Sehr cool. Hier, na, Deutz. Series, was haben wir hier? 7, ne? Series 7 Warrior Edition Fortuna Anhänger. Mega geil. Ich habe ein Foto für dich. Jetzt kommen die Ropermäuse raus. Wir haben hier mit PG Tim feine kleine Ropermaus Panther 2. Ein ebenfalls Panther 2. Hallo Johannes, schön, dass du da bist. Herzlich willkommen. Ich habe heute auch ein Foto für dich. Entschuldigung, Leute, bin ein bisschen verrückt. Doch, nächster Panther. Hallo, Mighty, Mighty, Mighty Jan. Ne? Auch mit Panther unterwegs. So, sehr gut. Das da übrigens ist mein Gefährt. So, jetzt fehlt hier noch oder bleibt noch über. Wir haben hier noch ein Deutz Series 8. Auch TTV. Auch in der Warrior. Ich glaube, das. Ne, das ist keine Warrior Edition, das ist einfach nur The Black Beauty. Auch Roland Pack, Leute. Hier Dreiachser IT Runner nenne ich es immer. Aus dem Roland Pack mit dabei. Und falls noch jemand möchte, steht hier noch ein New Holland. So, Andy versucht da jetzt erstmal rauszukommen. Paul kann ihm ja sonst noch kurz Platz machen. Ich fahre jetzt mal meinen Panzer hier. Ich fahre heute mit dem größten Rübenroder, den wir überhaupt haben. Der hat allerdings eigentlich einen Schneidwerkswagen. Ich muss also jetzt erst selber mal zum Shop fahren. Oder es holt mir gerade einen Schneidwerkswagen. Vielleicht kann ja Zuckerbro sonst mir gerade den Schneidwerkswagen vom Shop holen. Ich muss den mal kurz fragen, ob er mir gerade den Wagen holen kann. Denn, Leute, das ist der Tiger 6S, also Tiger 6S von Ropa, also Ropa Konzept. Das ist allerdings eine sehr große Version. Der hat original gesehen vorne eigentlich für den Anbau eine Art Schneidwerkswagen. Ich nenne es einen Schneidwerkswagen, weil es ist wie ein Schneidwerkswagen. Du legst das Schneidwerk darauf ab, kannst es, ich weiß ja nicht, kann ich das selber transportieren? Das weiß ich natürlich jetzt nicht. Das muss ich gleich mal gucken, wenn ich vorgefahren bin. Aber das Ding ist schon echt geil, Leute. Schön, dass ihr da seid. Ein Gruß geht raus an den gesamten Chat, Leute. Let's go. Road to 47.000. Und 800. Freue mich echt, dass ihr alle mit dabei seid. Ich muss mal kurz gucken. Kann ich mir den... Okay, ich kann mir den selber ankoppeln. Das finde ich schon mal gut. Oh, guck mal hier. PG 221. Warum nicht 222? Oder 69? Oder 111? Oder 444? Nee. Ich krieg 221. War klar. Also selber ankoppeln kann ich mir das schon mal. Das ist sehr gut. Geil, Leute. Ich freue mich echt auf dieses Maisexen, genau. Oder auf dieses Rübenroden. So, ich wollte mal kurz gucken, kann ich hier... Okay, ich kann keine Fenster oder Türen aufmachen. Schade. Thomas, willkommen. Steyr, schön, dass du da bist. Johnny, herzlich willkommen. Soll ich dann nachher, wenn ich wünsche, die Anzahl der Rüben in den Chat schreiben auf YouTube? Nee, eigentlich in den Chatraum. Achso, du kannst ja nicht schreiben. Ja, dann schreibst du es in den Live-Chat. Moin, moin, Iveco. Herzlich willkommen beim Rüben. Rüben! Hallo, Trash. Moin, herzlich willkommen. Hobbycrafter, herzlich willkommen. Moin, moin, Grüße gehen raus. Bin kaputt, heute bis 4 Uhr ETS gezockt. Warum zockt man bis 4 Uhr... Warum zockt man bis 4 Uhr ETS? Was ist denn bei dir verkehrt? Ah, ich muss ja jetzt bedenken, ich muss andersrum lenken, Leute. Sonst komme ich hier nicht rum. Hey, Jannes, moin, grüß dich. Hallo, herzlich willkommen. Lukas, moin. Andi, herzlich willkommen im Livestream. Ja, das ist jetzt ein bisschen ungewohnt. Das ist ja ein Knickgelenk. Ich denke mal, ihr kennt das selber, ne? Hier, der hat ja ein Knickgelenk vorne. Also hier ist nicht, dass die Achse an sich lenkt. Die Achsen lenken zwar mit. Du hast eine lenkbare Achse, also alle drei. Aber du hast quasi vorne trotzdem ein Knickgelenk, was für dich lenkt. Beim Rückwärtsfahren musst du genau andersrum denken, ne? Hallo Kellner, hoffentlich wird nicht so coachig wie vor kurzem. Nein, heute wird es nicht chaotisch. Heute spielen nur Profis mit. Hallo Tim, moin, herzlich willkommen. Ich muss auch die Livestream schreiben. Ja, kein Problem. Also wer den Chat nicht nutzen kann, schreibt es einfach in den Livestream rein. Der Hintergrund ist dein, wir wollen einfach mal gucken, wie viel wir schaffen. So, ist der Zockerbro? Ja, perfekt, mein Hänger wird gerade geholt. Yannick, moin.
Du kannst ja rumkommen, wenn die Maus fährst, dann bin ich nicht allein auf dem Acker mit meiner Maus. Ja, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen werde. Also, ich hoffe, ihr kriegt das hin mit der Rübenmiete. Ich denke mal, jenen ist eine Rübenmiete bekannt, dass diese sich an einem Feldrand befindet. Und dann die Rübenmaus, ne, da müsst ihr uns ein bisschen Zeit geben, die kommen dann nachträglich. Die mit der Rübenmaus unterwegs sind, ihr müsst euch auch keine Sorgen machen, Leute. Ich schmeiß euch noch nicht direkt raus. So, nochmal. Ich muss das kurz erklären. 5 Roder mit je 2, nee, mit je einem Abfahrer. Nicht 2, nicht 3, nicht 0. 2 Stück. Der Rest, Maus und je 2 Abfahrer. Mal schauen, ob die das hinbekommen. Ich habe nämlich schon wieder das Gefühl, gleich stehen schon wieder 6 Leute auf einem Feld an einem Rübenroder. Ich bin mal gespannt, ob die das hinbekommen. Alex, servus, herzlich willkommen. Also die an der Maus fahren. Ich muss das kurz hier schreiben, zurückkommen und in der BGA warten. Dürft dafür auch länger auf dem Server landen. Das wäre ja unfair, wenn ich die rausschmeiße, obwohl die noch nichts machen konnten. Das fände ich ja unfair. Ne? Die müssen ja in der BGA erstmal ein bisschen warten, bis sie überhaupt abfahren können. Das wäre ja unfair, wenn ich die dann jetzt gleich schon direkt rausschmeiße, obwohl die noch gar nichts gemacht haben. Deswegen versuche ich das in diese Richtung zu lenken, dass die natürlich ein bisschen länger auf dem Server bleiben dürfen. So, ich mache nochmal hier aus, meine Rundumleuchte. Ich warte jetzt erstmal auf meinen Transportwagen. So, was geht, Leute? Herzlich willkommen, Alex Glück. Dankeschön fürs Abo, sehr geil von dir. Du kannst auch einstellen, dass er nicht knickt. Stimmt, man kann diese genau, Lenkmodus, Steuerung Z. Hundegang links, Hundegang rechts, Allradlenkung, Wendefahrt. Genau, ich brauche die Allradlenkung. So, ja, hast du recht. Hallo Michi, moin. Schön, dass du da bist. Ich hoffe, das funktioniert, weil ich sehe schon alle zu den Feldern fahren. Ich weiß nicht, ob das funktioniert. Kaffee gemacht, Mittagessen gehören und jetzt eine gesunde Dosis Farming mit Patrick. So kann der Sonntag starten. Ja, perfekt, Muffin. Sehr, sehr geil von dir. Vielen, vielen, vielen Dank. So, mal gucken, ob das jetzt funktioniert. Dieser Schneidwerkswagen? Willst du doch nicht erzählen, dass der da... Wie soll das denn gehen? Wie geht das? Also ich jetzt einfach da so rein... ich hab's verstanden. Okay, ich hab's verstanden. Okay, ich hab's nicht verstanden. Doch! Ich hab's verstanden. Okay, hey, yo, Alex, Glück, Dankeschön, herzlich willkommen. Natürlich, Frido, wenn dein LS das... wenn dein Laptop das hinbekommt, geht das, ja. Hallo Leon, moin, grüße dich, schön, dass du da bist. So, jetzt soll ich da ankoppeln. Okay, dann machen wir das mal. Moin, Luis, schön, dass du mit dabei bist. Herzlich willkommen, Leistung. Leute, cool, dass ihr einschaltet. 355 Zuschauer. Das feiere ich jetzt schon. Leute, so muss das losgehen. Das ist schon mal ein wunderschöner Streamstart. Cool, dass ihr alle mit dabei seid. Sehr, 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 sehr geil von euch, Leute. Mega. So, Konzi, die Fahrzeugpräsentation hatte ich gerade zu Streamstart gemacht. Kannst du dir aber im Laufe des Streams natürlich auch nochmal angucken, da wir ja... Moment, ich muss hier kurz schon mal... Ah, Jakob hat doch gelieft, ne? Kann das sein? Jakob? Jakob hat wohl schon... Ja, Jakob hat gelieft. Jakob hat wohl schon den ersten Trecker in den Wald besetzt. Denke, dass du streamst. Wir haben mal übelst lange, aber jetzt nicht mehr. Alex, perfekt. Herzlichen Dank. Schön, dass du da bist. Landwirtszockerfahrer. Willkommen im Livestream. Du bekommst CE-Fehler. Okay, Muffin, warum? Ich habe keine Ahnung, warum. Hallo, Mike. Grüß dich. Schön, dass du da bist. So, ich muss jetzt erstmal mein Geschoss hier drehen. Leute, ich muss jetzt erstmal... Okay, Jakob, weiß ich Bescheid. Alles gut. Kein Problem. Boah, ich muss jetzt erstmal mein Geschoss hier drehen, Leute. Ich muss selber gucken, dass ich jetzt aufs Feld komme. Die warten natürlich. Ah, Jakob, alles gut. Du bist ein ehrlicher Auto, sagst wenigstens, dass dir das passiert ist. Von daher ist dir da keine Böse drum. Vollkommen in Ordnung. Kann mal passieren. Mach dir keine Gedanken. Alles okay. Bis wann streamst du, Sabine? Das weiß ich nicht. Wir haben ja gerade erst auch angefangen. Deswegen habt ein wenig Geduld. So wie ich mitbekommen habe, muss ich ziemlich lange streamen, weil meine Frau irgendwas für Valentinstag macht. Ich habe keine Ahnung. Hoffentlich, wie es für sie bekommt. Alles, 200 Story Pictures. Moin, moin. Schön, dass du da bist. So, rundum leuchten an, Leute. Let's go, wir fahren rüber. Du müsstest mal zu uns an den Stammtisch kommen, dann hätte das ganze Lokal was zum Lachen. Friedhelm, wer weiß, ob ich so wirklich bin. Vielleicht bin ich ja nur die Scherzmaus, solange man mich nicht sieht. Kann ja auch gut sein. Also ich stehe so vor dir so, hallo erstmal? Nein, alles easy.
Sehr geil. So, die scheinen hier alle zu warten, dass die mit der Europa-Maus reinkommen. Okay, übrigens wusstest du, dass die Ortsstream draußen ist? Ja, natürlich. Aber selbstverständlich wusste ich das. Die Ortsstream-Fahren werden wir ein Projekt starten. Und zwar morgen, denke ich mal. Gerade wird mein Vater in den Krankenwagen abholt. Okay, Len, was machst du dann auf YouTube? Hallo, meine Freundin hat Corona und ich sehe sie erst übernächste Woche Montag. Hallo, Oliver, moin. Gute Besserung an deine Freundin, natürlich. Ja, morgens Valentin. So, Leute, ihr seht auch hier, wir haben ja hier eine neue Ausfahrt gebaut. Ich weiß gar nicht, ob ihr das mitbekommt. Wir spielen ja jetzt zum ersten Mal die neu entwickelte Map hier. Wie ihr seht, wir haben hier so eine kleine Rumfahrt gebaut, weil sonst wäre ich hier niemals rausgekommen. Wir hatten da auch schon damals echt die Probleme, überhaupt rauszukommen damit. Also sehr, sehr geil. Also sehr, sehr geil. Ach, du sitzt wie im Zimmer. Ach, in deinem Zimmer? Oh mein Gott, nein. Alles Gute, gute Besserung auf jeden Fall. Mich wundert es halt gerade, dass du dann auf YouTube rumhängst. Naja, vielleicht kann ich dich ein bisschen ablenken. Fast 400 Leute, Grüße gehen raus. Leute, mega, mega. Das kann nur gut sein. Das kann nur gut sein, wenn so viel los ist. Hallo Margit, willkommen. Schön, dass du am Start bist. Ich hätte fast am Stissel gesagt. So, ich hoffe, die bekommen das hier hin. Ich hoffe, die bekommen das hier hin. 5 oder 5 Abfahrer. Na? Und dann 2x Maus mit jeweils 2 Abfahrern. Dann sind wir nämlich bei 5 Rodern plus 5 Abfahrer 10. 2 Mäuse sind wir bei 12 und je 2 Abfahrer sind wir bei 4. Sind wir aber insgesamt bei 16 Spieler. Wollte die Karte, hab aber verschlafen. Ah, Stocks. Okay, dann behalte sie fürs nächste Mal, oder? Da behalte sie fürs nächste Mal. Ist hier die große Krabbe? Nein, hier ist Kichoko. Ich bin doch keine große Krabbe. Ja, Thomas, das weiß ich. Klar, die Oldstream Farm hat sich ein bisschen verändert. Der Hof ist ein bisschen anders. Die BGA sieht sehr interessant aus. Also, Leute, Oldstream Farm XXL Maishäckseln wird gerade schon vorbereitet. Schon mal einen kleinen Spoiler für euch. Maishäckseln auf der Oldstream Farm wird gerade schon vorbereitet. Weil die BGA sieht richtig interessant aus. Ja, Muffin, dann löscht du einfach mal alle Mods raus und dann schaust du mal, ob es dann läuft. Wenn ich heute noch mit dir zocken könnte, das wäre so nett und gerne. Ja, Len. Wir wechseln regelmäßig durch. Alex, dankeschön. Alex, du kennst mich doch erst seit 5 Minuten und schon bin ich bester Streamer. Auch gut. Woher kennst du Zocker Bro? Durch Sabine, meinen YouTube-Kanal. Wieso? Ist das dein heimlicher Freund? Oder wie muss ich das verstehen? So, ich sehe gerade schon, wir haben hier schon... Ah, Jan hat auch gelieft. Wartet mal. Nee. Es gibt keinen Jan auf dem Server. Hier wird gerade geschrieben, Jan hat das Feld kaputt gefahren. Gibt's aber keinen Jan. XXL meist, ja. Welche Karte spielst du, Micha? Wir spielen gerade die Erlen gerade. Ich muss gerade echt überlegen. Actros MP5. Schön, dass du da bist. Mit Jan? Piggy Tim. Ah, da, Jan. Okay. Naja, dann kriegt er erstmal einen Permaban, bis ich da eine Stellungnahme bekommen habe. Waltra Power, moin Nils, herzlich willkommen. Fendt Lindner Agrar, herzlich willkommen. Leute, vielen, vielen Dank für die ganzen Abos, die jetzt schon reinkommen. Ey, Wahnsinn. Wahnsinn, Leute, vielen, vielen, vielen Dank. Schön, dass ihr mit dabei seid. So. Nächste Woche geht's nach Holland Urlaub, Mann. Jo, gerne, Nils, viel Spaß dabei. Viel, viel Spaß dabei. Fällt euch eigentlich gar nichts auf? Okay, dann scheint meine Einstellung echt schlecht zu sein, wenn euch nichts auffällt. Warte, ich das Ganze mal von außen zeigen. Fällt euch nichts auf? Jetzt mal Spaß beiseite. Jetzt hat noch keiner mich drauf angesprochen. Normalerweise immer alle, wie machst du das? Wie machst du das? Nie, weil die neuen erstmal abgefüllt werden. Die neuen. Ach so! Ich trinke aber nicht so gerne. Jürgen Mittag, lieber Flux, herzlich willkommen. Ja, Landwirtszackerfahrer, ich habe einen Shader, du hast es richtig erkannt. Komm mal, Leute, viel bessere Grafik. Also sattere Farben. Ich find's mega. Hallo Niklas, moin. Grüß dich, schön, dass du da bist. Servus, Bayerwald Gaming. Meinst du die Reflexionen rundum leuchten? Hä? Das ist doch schon immer so. PC konnte schon immer. Naja, ah, Moritz, dass ich dich nicht begeistern kann, Moritz, davon weiß ich sowieso. Aber wir zwei sind ja auch da ganz unterschiedlich. Hab auch einen Shader. Ja, ich bin eigentlich zufrieden. Also ich bin hier noch am Einstellen, aber bis jetzt läuft. Okay. Willst du mit? Ich habe einen Platz im Auto und noch eine Wohnung. Wo will ich denn jetzt hin, Nils? Ich bleib hier bei mir. Alles gut. Dazu bringen wir dich schon. Ne, ich glaube nicht. Hui! Da kam ein Betonauto. Da kam ein Betonauto. Kein Bier vor 4. Ja, vor allem, ich hatte gestern schon. Gehen Shader auf PS4? Nein. Auf PS4 gehen keine. Geht noch besser. Ja, klar. Ich kann ja auch noch...
Ich kann ja auch noch hier den Blaufilter, aber ne, allein das hier finde ich schon einen Unterschied. Ne, ist ein bisschen bläulicher, dadurch ein bisschen sattere Farben. Achten? Ich aber nicht drauf, ob du es schon immer hattest. Welch schon immer hatte? Wollte ich auch gerade sagen. Was? Leute, ihr verwirrt mich alle hier. Lasst mich in Ruhe fahren. Ich muss jetzt erstmal zum Feld. Leute, denkt dran, Däumel da lassen. So. Wow. Also Husky, ja, genau, lass Chef mal vorbei. Man könnte doch mal eine XXL Körner Mais machen. Ja, das ist ja einfach nur dreschen. Da mache ich ja lieber Mais-Sex hin. Was schenkst du deiner Frau zu Valentin? Das werde ich nicht verraten, Tobi. Genau das Programm habe ich für einen Shader. Ja, das ist ja auch gut, ne? So, ich muss jetzt... Ach du, jetzt geht das schon wieder los. Wer hat denn hier diese bescheuerten Zäune gebaut? Wer kam denn auf diese Idee, hier alles einzuzäunen? Ach, ich weiß ja auch nicht. Ich möchte einen Witz sagen, aber die Mods blockieren das Ganze. Dann lädst du dir die Mods herunter. Hallo André, moin, grüß dich. Ja, ne, da komme ich schon mal gar nicht rein. Vor allem nicht, wenn man so fährt. Leute, das wird so nichts. Hol den Aufzug. Ne, gerade nicht. Nexon Player, moin, schön, dass du da bist. Hendrik, herzlich willkommen. Gute Frage. Ja, da frage ich mich auch, wer hat hier diese Zäune gebaut? Und schaut euch diesen Stau an. Jetzt ist es sehr schwer. Hast du mich schon jetzt? Wieso? Ja, ich weiß auch nicht. Hallo, Patrick. Moin, grüß dich. Gute Frage, nächste Frage. Ja, wer war das hier nur? Ich komm ja nicht mal hier rein. Hallo, Nice for Life. Herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Wartet mal, ich muss umstellen. Haha, ja. Knickgelenk. Und dann läuft das schon. Und dann ist noch die Frage, wer in der Nacht- und Nebelaktion bestellt hat. Wie, Pizza oder was? So, ein Moment. Ich greife heute eiskalt durch, Leute. Heute bin ich eiskalt, ich greife durch. Mach doch Wende. Ja, habe ich gerade gemacht. Bodo, gebe ich dir recht. Wendefahrt natürlich wesentlich besseren Wendekreis. Ne? Piggy Bruno, herzlich willkommen. Franco, grüß dich. Schön, dass du da bist. Herzlich willkommen. Habe ich versucht, Klaas wird nicht aktualisiert, der MF wird nicht aktualisiert und der Deutz auch nicht. Piggy BG Farmer. Vielleicht im Regelfall einfach mal löschen den Mod. Dann am besten das Spiel neu starten und dann nochmal rein. So, wie soll ich das Ding jetzt hier anhängen? Ach, mein Hund ist am Träumen, ich dachte gerade schon. Jo, Robby, moin. Ja, der Tim hat jetzt sofort, er hat schon das Ding dran. Was soll ich jetzt machen? Hallo Max, grüß dich, schön, dass du da bist. Ich kann das jetzt hier anhängen, aber ich krieg's doch niemals angekoppelt. Heide Witzka. Ja gut, dann muss ich leider halt ein klein wenig Feld kaputt machen. Ich glaube, das geht jetzt auch kaputt, ne? Naja, nicht schlimm. Okay. Ne, ich muss ein bisschen reinfahren, Leute. Ich kann es leider nicht ändern. Aber ich denke mal, das wird uns nicht umbringen. Ich denke mal, dass man die Landwirte in Real Life auch, wenn es der Platz nicht anders hergibt, ne? Raphael, das ist Re-Shade, kriegst du im Internet. Hallo Class650, schön, dass du aber über 400 Leute, Freunde, was geht? Cool, dass ihr da seid, herzlich willkommen. Ich bin Entenfriedrich, Entenfriedrich, okay. Stimmt, der Tim kann das für mich freiruhen. Tim, rode mal gerade für mich frei. Stimmt, hier, Tim. Stimmt, der Tim kann das ja für mich freiruhen, ja. Nee, freiruhen, nicht reinfahren. Du musst auch den Roder anschalten, bevor du da reinfährst. Mach ich, Dragonheart, mach ich. Gar kein Problem. So, es wird erstmal freigerodet hier. Katrin, guten Tag. Schön, dass du da bist. Hallo, Crispy Piggy Leberkäse herzukommen. Hallo, Jason. Schön, dass du mit dabei bist. Boah, ich bin gespannt, was dieses Teil gleich wegreißt hier. Bin echt gespannt, was dieses Teil hier gleich wegreißt. Genau, so ist das wunderbar. Einmal schön freiroden hier, dann kann ich mich in Ruhe ankoppeln und nichts passiert. Hi Nick, moin moin, grüß dich. Brauche ich alle Mods mitzuspielen? Du brauchst nur die Mods, die wir auch im Server haben. Das sind natürlich nicht alle, aber es sind ein paar. Du kannst aber, wenn du den Server gefunden hast, einfach über einen Klick alle Mods herunterladen und dann direkt loszocken. Hallo Lukas, moin.
Instagram, ja, Ausrufezeichen Insta, Ausrufezeichen Discord. Schmarette, Servus, moin moin, herzlich willkommen, schön, dass du da bist. Na, er muss noch eine Bahn fahren. Wann wird circa gewechselt? Ist Jamie, das überlege ich mir gleich. Oh ja, doch, das könnte jetzt schon reichen. Gucken wir mal. Vorsicht! Boah, ist das hier eng. Ja, das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Das ist wunderbar. Haha! Einmal mit Profis, bitte. Sehr gut. Einmal mit Profis funktioniert. Wunderbar. So, wir lassen natürlich auf Wendefahrt. Dadurch habe ich natürlich einen wesentlich kleineren Wendekreis. So, jetzt muss ich selber gucken, ja? Fibrian, Dankeschön fürs Abo. Sehr, sehr geil. Was sind Zuckerrüben? Rüben aus Zucker. Keine Ahnung, ich kann es nicht genau erklären. Ja, Friede, hast du noch einen Kater von gestern? Das ist gut, aber hauptsache schon Livestream gucken, ne? So, der wird auseinandergeklappt. Das ist eine Technik, Leute. Das ist der Wahnsinn. Das ist der Wahnsinn, was das eine Technik ist. Wenn die sich auseinanderklappen. Ich finde das sowas von genial. Let's go, Leute. Dann lass uns mal Rüben holen, ey. Ich find's mega. Ich freue mich echt sehr drauf. Ich glaube, das wird ein richtig geiles Event, Leute. XXL Rübenron. Hey, Europa! Ich sollte vielleicht nach vorne gucken. Schade, finde ich. Klar, das hat vielleicht auch ein bisschen was mit der Spielengine zu tun. Alles geht nicht. Dass die Bildschirme keine Animation haben. Es wäre natürlich schon irgendwie geil, wenn ich jetzt auf den Bildschirmen das sehen würde, was da tatsächlich passiert. Kann ich aber leider nicht. Yo, Genie! Dankeschön fürs Abo. Herzlich willkommen. Leute, wer abonnieren möchte, darf das gerne machen. Das kostet euch keinen müden Cent. LS Gamer 100 hat auch noch abonniert. Dankeschön dafür. Sehr geil, Max. Sehr, sehr geil, Max. Es waren nur fünf. Fünf Flaschen oder fünf Flaschen Wein. Heinfling David, herzlich willkommen. Hallo, Dr. Wolf. Ne, DJ würde ich sagen. Dr. Wolf. Der DJ Wolf, herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Gibt es noch die krosse Krabbe? Selbstverständlich gibt es sie noch. Leute, ich habe fast noch nie in meinem Leben seit dem LS15 Zuckerrüben gemacht. Also eigentlich ist das sogar heute absolutes Neuland, muss ich dazu sagen. Ich habe es wirklich, keine Ahnung, einmal, glaube ich, gemacht im LS17. Macht den Knick aus, wenn es hilft. Ja, wie macht man das eigentlich auf dem Feld, Leute? Muss ich euch jetzt mal fragen. Auf dem Feld fährt man dann mit Knickgelenk? Ne, Moment. Hahaha, wir müssen es ja realistisch machen, ne? Ja, ja, ja. Hundegang, Leute. Hundegang. Oh, ist das ungewohnt. Und verdammt eng. Oh, aber es passt. Leute, wir haben den Zaun perfekt platziert. Hundegang, ne? Bodenschonendes Fahren. Jede der einzelnen Achsen ist an einer anderen Stelle platziert. Und guck mal, Leute, das passt perfekt mit unserem Zaun. Guck mal, wie genau. Alter, als... Entschuldigung für das Wort, aber als hätte ich es geplant. Als hätte ich es genau so geplant, dass das funktioniert. Das ist ja der Wahnsinn. Nur beim nächsten Mal sollte ich vielleicht früh genug aus dieser Bahn rausgehen. Moment, ich muss hier noch... Ich muss mich kurz orientieren, wartet. Ja, 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 aber jetzt... Wo hänge ich denn? Hängt doch gar nicht so. Moment. So. Nee, so rum. Oh, wartet. Boah, ist das ist krass, Leute. Aber es macht richtig Bock. Es macht richtig Bock, muss ich echt sagen. Also finde ich einfach mal was ganz anderes. Vor allem, wenn du wie in der Realität deine, ja, deine Schaltung, dein Gelenk, dein Knickgelenk umstellen musst. Ich denke mal, so machen die das auch in Real Life, dass sie dann quasi auch beim Vorgewende, ist ja eine Art Vorgewende hier, auch so ein bisschen mit ihrem Knickgelenk arbeiten. Hundegang links, Hundegang rechts. Das ist schon geil. Ich weiß halt über den Hundegang, es ist der bodenschonende Gang. Das bedeutet, jede Achse ist zueinander versetzt. Und ja, schont so tatsächlich den Untergrund des Feldes mit. Die Fahrt ist nicht so platt. Deswegen fährt man tatsächlich hier sehr, sehr gerne mit einem Hundegang. Das bedeutet, während der Fahrt macht den Hundegang rein und dann stellt sich das Fahrwerk entweder nach links oder nach rechts rüber und bei dem Verstellen muss ich immer ein bisschen gegenlenken und der auch in der Spur bleibt. Aber ich finde es richtig, richtig geil. Guck mal, ich habe jetzt schon 30%. Wie viele 100.000 Liter werden das bitte, Leute?
Stocks dann, wenn es stattfindet. Mach ihr einen. Ja, ja, Max, wir machen eine Rügenmiete. Und dann kommt direkt die Opa-Maus und wird das Ganze zu unserer Halle platzieren oder fahren. 5 große Flaschen, also 2,5 Liter. Warum gibt's Party? Ich mach heute Party, machst du heute Party? Der Uwe, ich bin auch dabei. Sobald man genug freigerodet hat, wird erst Rundgang angesetzt. Fürs Vorgewende ist normales Lenken erforderlich. Okay. Aber ich kann hier mit Knicklenker arbeiten, ne? Oh! Aber hier muss ich kurz was machen, damit das nicht auffällt. So. du hast morgen Geburtstag. Wem bin ich eingeladen? Das gibt's ja gar nicht. Das gibt's ja gar nicht. So, kleines Vorgewende. 2 Bahnen, ne? Sosu, grüß dich. Wien Süden, einen wunderschönen guten Tag. Milliarden von Zuckerrübenkörnern an. Ich will gar nicht wissen. Leute, guck mal. Ich bin nicht mal eine Runde gefahren und habe schon 20.000 Liter knapp drin. Jetzt mal Flachs beiseite, wie viel wird das bitte? Das ist der Wahnsinn. Das wird richtig geil. Genau, an jedem Feld wird eine Miete gemacht. Doch, der Chat ist eingeladen. Oh, das solltest du nicht zu laut sagen, DJ Wolf. Ich kenne da jemanden, der hat das, glaube ich, auf Fatzebook gemacht. Und da kamen dann plötzlich 1000 Leute. Warum hast du, als ich dich abonniert habe, nicht mit in den Abspann reingenommen? Jano, du hattest anscheinend deinen Kanal auf Privat stehen und dann kann das Tipi-Stream leider nicht. Nicht ich mache das, sondern das macht Tipi-Stream. So wie jetzt hier. Sosu, Dankeschön fürs Abo und er ist somit im Abspann mit drin. Wie soll ich schon abladen? Achso, ja, hätte ich da jetzt machen können. Sosu, Dankeschön für dein Abo. Sehr, sehr geil von dir. Goldel, wer warst du? Das Vorgehen macht man eigentlich so 4 bis 5 Reihen. Die habe ich ja schon mit einmal fahren. Diese so 4 bis 5 Reihen. Ich mache ja hier bestimmt, weiß ich nicht, 6-7 Reihen auf einmal weg. Also, so sehe ich das jetzt hier. 6-7 Reihen macht er doch bestimmt auf einmal weg. Boah, falscher Knopf. Das wird dann Spaß. Hallo Lilix, Mahlzeit. Grüß dich, schönen Sonntag. Wünsche ich auch Leute, die ersten 60.000 Liter kommen rüber. Gleich Rübenmiete und dann kommt direkt die Europa-Maus. Ich bin mal gespannt, wie sich das abspielen wird. Das ist auch geil. So kleine Klumpen an Zuckerrüben, die da rüberfallen. Sieht irgendwie lustig aus. Das geht so schnell, Leute. Das werden ein paar Minuten. Also bitte, tut mir den Gefallen. Für die, die abfahren, schreibt es in den Chat rein. Schreibt es bitte in den Chat rein, dass ihr, oder was ihr an Massen rüberbringt, okay? Rein im Sinne Bahnen, das Ding ist groß und hat einen großen Wendekreis. Okay, also 5 Bahnen hin und her. Okay, habe ich verstanden, ja. Jan Janu, das Abo öffentlich machst du über dein Kanalbild und dann gehst du auf Einstellungen und da kannst du das dann öffentlich stellen. So hast du die Möglichkeit, das zu machen und dann, klar, wirst du von TP-Stream auch eingefangen und dann hast du die Möglichkeit. Diese Affe, sowas, keine Ahnung, gehe ich nicht. Entschuldigung, ich habe einen Helfer aus Versehen aktiviert. Das wollte ich natürlich nicht. So, jetzt habe ich es richtig. Magel, der Ausrufezeichen mitspielen. Bekommst du Servernamen und Passwort. Schön, dass auch du mit dabei bist. Mega geil, Leute. Ich bin gespannt, ob das mit der Rübenmiete und alles klappt. Ich hoffe es auf jeden Fall. Ich hoffe, dass es klappt mit der Rübenmiete. Dass wir das hinbekommen. Dankeschön für 750 Abos, Leute. 50 Leute noch und wir haben die 800. Hallo André, moin. Meine Videos zum LS gehen eigentlich auch wieder durch die Decke. Ich bin absolut begeistert. Das letzte Video jetzt zum Update. Ich glaube schon wieder knapp 8000 Aufrufe in einem Tag. Das ist schon verdammt viel. Das ist wirklich geil. Wo wird das eigentlich transportiert? Meinst du jetzt mit, wo wir das hin transportieren? Wir werden das in unsere BGA transportieren. Also in unser eigens gebaute BGA. Da werden wir das alles jetzt nach und nach hin transportieren. Und in eine eigens gebaute Halle lagern. Da bin ich echt mal gespannt, ob wir das hinbekommen. Freue ich mich auf jeden Fall schon sehr drauf. Bin auf jeden Fall gespannt, wie viele Millionen Liter es werden. Ich kann es nämlich absolut nicht abschätzen. Ich kann es selber wirklich nicht abschätzen, wie viele Tausende, Zehntausende, Hunderttausende Liter das werden. Ich kann es echt nicht sagen. LS-Player, moin.
Ich war letztes Mal dabei, da hat es er erst den Platz für den Rübenmiet und dann das restliche Vorgewinde. Wo jetzt? Hallo Gina, herzlich willkommen, schön, dass du da bist. Genau, Dorfkind, Miete ist am Feldrand abladen und dann kommt die Rübenmaus und lädt das dann auf. Mahlzeit André, grüß dich. Warum nicht Grimme? Haben wir auch. Grimme ist auf einem anderen Feld unterwegs. Hallo Lorenz, moinsen, herzlich willkommen, schön, dass du mit dabei bist. Vielen Dank fürs Einschalten. In der Realität machen die Roder eigentlich selber die Miete. Ja, ich weiß, Andy, ich weiß, aber wir sind 16 Leute. Da kann ich jetzt schlecht sagen, ja, macht ihr mal selber und kein anderer macht irgendwas. Das will ich natürlich auch nicht. Hallo Nick, grüß dich, mir geht's gut, wie geht's dir? Man schickt sich auch Autogrammkarten los. Nick, das wird noch ein bisschen dauern, da musst du leider ein bisschen mehr Geduld haben. Das hat einfach was mit Real Life zu tun. Ich muss alles vorbereiten, Adressaufkleber und so weiter und so fort. Das dauert leider ein bisschen. Ich weiß. Eigentlich machen die Rübenroder selber ihre Miete. Ich hatte aber nicht vor, mit 10 Rübenrodern hier zu fahren. Das wäre doch totaler Quatsch. Wenn ich hier mit 10 Rübenroder fahren würde, dann wäre die Map in einer Stunde fertig. Das, bin ich der Meinung, wäre nicht so gut. Kannst du mir nur sagen, warum du über Streams, wenn ich kein Zeit habe, weil du zu viel trinkst? Wenn du Partymann gehst, dann geht das ja leider nicht. Gaspar, Grüße von Maxi, Justin, herzlich willkommen, schön, dass du mit dabei bist. Hier, Panther 2, ne? Die kleinere, der kleine Bruder quasi. Dick Spam, moin, mir geht's gut, wie geht's dir? Schön, dass du mit dabei bist. Nach Einstellungen, wo dann hin? Nach Einstellungen? Nach welchen Einstellungen? Die Oldstream Farm ist da. Ja, André, hast du richtig erkannt, die Oldstream Farm, die legendäre Oldstream Farm ist da. Wir sind schon einen Maishexen am Vorbereiten. Schaffen TV, das Update soll in den nächsten 2 Wochen kommen. Das Update soll in den nächsten 2 Wochen für den LS22 erscheinen, bringt Free Content mit rein. Also es ist ein kostenloses Update mit zusätzlichen neuen kostenfreien Inhalten. Nein, nein, Stocks, Miete, dann kommt die Ropa-Maus und die Ropa-Maus transportiert es dann mit denen ab. Das hat was damit zu tun, dass auch jeder was zu tun bekommt. Das ist mir ganz, ganz wichtig gewesen. Margit, grüß dich. Ja, sehr geil, die Spam. Mein Glückwunsch. Ich habe übrigens den Siku John Deere, den ich beim 20.000 Special gewonnen habe, habe ich noch nicht aufgemacht. Ja, der ist irgendwann, weil ich den in der Hand hatte, sehr viel Geld wert. Nein, natürlich nicht, aber sehr geil. Freue ich mich. Ich habe seit 3 Wochen eine Frage, Friedhelm. Ja, dann hau raus. Leon Chicken, Dankeschön fürs Abo. Da kommt richtig was runter. Ja, der Moritz hat hier volle Leistung gemacht. Alles gedüngt und so. Max Loll, herzlich willkommen. Ja, Jan, danach gehst du auf Datenschutz. Und dann kannst du da normalerweise einstellen, dass du deine Abos gerne öffentlich teilen möchtest. Guck mal hier, der Willi ist schon am Warten, dass die Ropa-Maus aufs Feld kommt. Dann können wir nämlich gleich auch noch ein bisschen die Ropa-Maus mit dran. Und Leute, bitte alles an Rüben wegnehmen. Dummer Link-Guy PG, herzlich willkommen. Zackergraupe, moin. Agrarmarco, moin. Geil. 3 Kanalmitglieder, die hintereinander schreiben. Sehr geil. Hannes, moinsen. Morgen spielen die Ortsfarm, Jason. Ja, morgen startet das neue Projekt auf der Ortsfarm. Hab jede Art von Dünger drauf. Mega Moritz. Sehr, sehr geil. Also hier, Leute, das muss noch weg. Hier, wir wollen nichts verschwenden, ne? Wir wollen absolut nichts verschwenden. The Crazy, moin. Was ist Ropa-Maus? Eine Ropa-Maus lädt die Miete weg. Fanboarding! Dankeschön fürs Abo und willkommen auf dem Thron. Sehr, sehr geil von dir. Dankeschön fürs Abo. Cool, dass du mit dabei bist. Dankeschön. Lukas, herzlich willkommen. Leonard, moin. Oha, du hast aber beim nächsten Event viel zu tun mit Steine ansammeln und verkaufen und das Kalk zu verarbeiten. Ja, habe ich tatsächlich. Es ist einiges, was hier rumfliegt, ne? Wann kommt das Update für die Kühe? Was ist die Kühe? Wir haben verdammt viele Steine hier rumfliegen. Wir haben hier wirklich verdammt viele Steine rumfliegen. Das ist richtig. Die müssen auf jeden Fall dann alle mal weg. Ich werde heute alles machen. Also jetzt nicht direkt hier im Chat wundern, du fährst den ganzen Tag nur Rüben. Nein. Ich werde jetzt erstmal ein bisschen Rüben ernten. Dann werde ich Abfahrer sein. Dann werde ich mit der Ropa-Maus arbeiten. Und dann werde ich die Rüben in die BGA transportieren. Und zwischendurch werde ich auch mal ein bisschen rumflitzen. Kopko, grüß dich. Johnny, guten Morgen. Schön, dass du da bist. Moin. Bist du schon wach?
wer auch schon war. Und Dankeschön, fast 400 Daumen sind schon da. Vielleicht wird das ein Livestream mit 1000 Daumen, Leute. Das letzte Mal vor anderthalb Monaten geschafft. Stocks, musst du mit denen kommunizieren. Peggy Steigerbaum, Servus, moin moin, herzlich willkommen. Schön, dass du mit dabei bist. Oh, Husky, da ist ein Zaun, wollte ich nur mal sagen. Ann-Christine, moin moin und Grüße gehen raus. Schön, dass du mit dabei bist, herzlich willkommen. Hallo Ann-Christine, bei mir spitze LS2 auf PC ständiger, was kann ich mal aufs Update warten? Hätte gern Mitglied, meine Mom sagt aber kein Geld Fremden schenken. Kein Problem, Max. Grüße geht raus an die Mom, hat sie wahrscheinlich auch ein bisschen recht. Man sollte sich das immer überlegen, deswegen bin ich auch immer der Meinung, Leute, wenn ihr Kanal Mitglied werden wollt oder etwas spenden wollt, dann macht das bitte freiwillig, macht das, wenn ihr es dürft, wollt und könnt. Das ist ganz, ganz wichtig. Werner? Und Dustin haut das aber raus. Dankeschön. Ich mag die Zäune jetzt schon nicht mehr. Du kannst einfach nicht fahren. Bei mir tritt auf der Austin-Farm immer ein Fehler auf, wenn ich etwas kaufe. Okay, und welcher Fehler? Moin Jonas, grüß dich. Herzlich willkommen. Schön, dass du mit dabei bist. Dankeschön fürs Einschalten. So, vorgewendet, wunderbar. Domme MTB. Moin, The Shadow. Grüß dich. Jan-Janu, das heißt auch nicht Abo öffentlich, sondern dass du die Abos öffentlich kennzeichnest. Das bedeutet, jeder kann sehen, wen du so abonniert hast. Das ist diese Kennzeichnung des öffentlichen Abos. Lukas, moin. Diesel hat morgen schulfrei. Läuft bei dir. Warum? Auch geil. Auch geil. Hallo. Oh, Ludovit Juhas. Grüß dich. Schön, dass du das. Jonas, bestens. Wie geht's dir? Habe ich was verpasst? Hast du gewechselt? Jamie, nee, Wechsel war noch nicht. Verpasst hast du noch nichts. Alles easy. Es läuft auf jeden Fall. Ich bin jetzt gerade fleißig meine Bahn hier am Ziehen. Ich heiße LSM Midnight Jan. Ach, der Jan, der unser Feld kaputt gefahren hat. Der Jan ist es. Jan, am festen unser Feld kaputt. So, Wendefahrt ist wunderbar, Freunde. Ne, vorgewendet, ich glaube, ich bin 4 Bahnen gefahren. Mit 4 Bahnen hat man wirklich ein schönes Vorgewende hier. Oh, oh, Ludovic, you are not from Germany. Ich habe Ferien, Nick, geil. Ich habe 2 Wochen Ferien. Geil. Hab im Modtab nur den einen Class Saddletrack. Kannst du mir beantworten, warum das liegt? Fried, du hast im Modtab nur den Class Saddletrack. Friedhelm, dann bist du bei Zusatzinhalte. Du musst ins Spiel, Mods, also herunterladbare Inhalte und dann zum Beispiel auf Neueste gehen. Und dann kannst du entweder entscheiden, dir alle Mods anzeigen zu lassen oder nur Crossplay. Bitte kein Wendefahrt. Bin kein Wendefahrt, Freund. Echt nicht? Okay. Hier war ärgerlich. Hey, Maxi, das musst du bitte selber machen. Fanfahrer, moin, mir geht's gut. Wie geht es dir? Schön, dass du da bist. Also, ich finde Wendefahrt. Aber ich muss jetzt mal Hundegang aktivieren, ne? Ich muss jetzt den Hundegang mal aktivieren, damit ich das hier auch richtig mache, ne? So, Steuerung Z. Für ziemlich zügig, zack, guck mal, Leute, links, Fahrwerk schert aus, ich muss ein bisschen nach links gegenlenken und schon fahre ich im Hundegang. Ich finde das richtig geil, ich finde das vor allem auch geil gemacht, dass das mit dabei ist. Und so sollte ich es, glaube ich, auch tun, mit dem Hundegang zu fahren, dass wir einfach so diesen Versatz haben. Perfekt, perfekt, wenn Fahrer Höppinger Agrar, einen wunderschönen guten Mann. Warum nennt man sich Paluten? Jetzt mal ernsthaft, warum nennt man sich Paluten? Ist das nicht ein bisschen unehrenhaft? Es wäre so, als würdet ihr bei Scottream auf Server spielen und ihr würdet euch Bijoko nennen. Gibt es auch einen Katzengang? Nein. Nein. Warum heißt es eigentlich, jetzt mal Spaß beiseite, an die Landwirte hier unter euch. Warum heißt das eigentlich Hundegang? Könnt ihr mir das erklären? Jetzt mal Spaß beiseite. Warum heißt das Hundegang? Ich habe bis heute noch nicht verstanden, warum man das ein Hundegang nennt. Weil der Hund läuft da auch nicht so wie so ein Krüppel. Hallo André, moin. Hallo Katja, kann ich über PS4 mitspielen? Ja, du brauchst einfach nur die Mods. Und PS Plus. Wenn du Pflegebereifung drauf hast, kannst du durchs Feld fahren. Haben die überhaupt Pflegebereifung? Weil Hunde leicht schräg laufen. Ah ja. Wenn sie sich von irgendwas angezogen fühlen, dann schon, ja. Das stimmt wohl. Da gebe ich euch recht. Wenn die Hunde sich von irgendwas angezogen fühlen, dann laufen die so richtig schräg. Oh, da will ich jetzt hin. Da will ich jetzt hin. Hallo Tobi, moin. Grüß dich, schön, dass du da bist. Ja, ich wollte gerade sagen, eigentlich habe ich das hier richtig gemacht, ne? Ich muss einfach nur rumlenken. Ist das Update schon draußen? Nein. Noch kein Update da.
Darf man heute länger mitspielen? Nein. Also, nein. Ich mache schon regelmäßige Wechsel. Wann ich jetzt genau den nächsten Wechsel mache, das weiß ich halt nur noch nicht. Das müssen wir wirklich, müssen wir mal gucken. Fährt er jetzt links oder rechts raus? Okay, er fährt links raus. Gottel, nö. Irgendwann kriegst du zweite Chance, Leute. Ich möchte erstmal wissen, warum du überhaupt meinst, Querfeld einzufahren. Ich brauche solche Chaotenfahrer nicht. Da haben wir wunderschön unsere Felder eingebaut. Was macht Jan? Zack, in das Feld hinein und quer durch. Ist für mich unnötiger Quatsch. Maxi Müller hat die 5 Euro gespendet. Nö, Maxi, wenn du eigene Aufmerksamkeit suchst, guck in den Spiegel, dann kannst du mit deinem Spiegelbild reden. Entschuldigung, dass ich da so ein bisschen blöd reagiere, aber Maxi, ich brauche keine Leute, die sich hier Aufmerksamkeit erschleichen wollen und mir zum Beispiel unterstellen, dass ich eine Spende übersehen habe oder sowas. Mit welchem Lenkrad spielst du? Dieselaffe G29 besitze ich selber. Bin ich auch sehr zufrieden mit. Sparette, welcher fehlt dir? Ich hatte schon wieder den Helfer aktiviert. Oh, ich drücke im Aussehen das Falsche. Fahr doch einfach im Kreis, muss nicht mehr wechseln. Macht man das denn so? Macht man das denn so im Kreis fahren? Rainer, Servus, damit du weißt, ich bin Ente Friedrich und bin in der Maus. Okay, Ente Friedrich ist in der Maus. Kann ich jetzt einfach im Kreis fahren? Ich fahre auch gerne im Kreis, gar kein Problem. Welche Einstellung hast du beim G29? Welche genau meinst du denn? Was sind das für Mods? Jonas, das sind ein paar Anhänger, das sind ein paar Traktoren, ja. Da kannst du dir eigentlich alles herunterladen und dann gerne einen Server joinen. Anscheinend der deutsche Zivis, nein. Ja, ich glaube, der hat ein Update bekommen. Also eigentlich musst du nur einfach mal löschen, Update ziehen und dann wieder rein. Bei mir hat ein Lohnunternehmen einen Rübenroder zum Maisschieben umgebaut. Ein Rübenroder zum... Ach, der kann damit so gut verdichten, ne? Ich glaube, ja. Ich glaube, weil ich weiß, was du meinst. Im Kreis fliegt dir die Hydraulik um die Ohren. Warum? Tut mir leid, gehe gleich aus den Leistungen raus, weil schönes Wetter und so. Ja, klar, los. Schönes Wetter. Mann, ich hab's wieder gut. Ja, Nick habe ich. Husky, was machst du da? Guck mal, jetzt hat der Husky alles kaputt gemacht hier. Alles kaputt gemacht. Mann, ey. Ja, hier liegt eine Rübenmiete. Und was machst du? Ich knaller da voll drüber. Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Der macht alles kaputt, der Junge. Ach ja. Was soll ich nur mit diesen Anfängern hier machen, Leute? Die machen einfach alles kaputt. Wo verkauft man die Rüben? Flymax, das musst du dir auf der Map anzeigen lassen. Wann das wechselt, Carsten? Gleich kommt der. Die wurde mir auch nicht angezeigt. Ja, ja, ja. Das sagen sie mal alle. Mir wurde da was nicht angezeigt. Oder es hat geleckt. Das hat geleckt, deswegen habe ich diesen Haufen nicht gesehen. Ah, Leute, so geil. Schön, dass ihr da seid. Was für Anfänger. Ja, echt, ey. Also wirklich Anfänger hier. Levin, natürlich kann ich das. Grüße gehen raus. Schön, dass du da bist. Wann kommt eigentlich die Rübenmaus? Ist sie eigentlich schon unterwegs, die Rübenmaus? Befehl an Rübenmaus, die können losfahren. Over and out. Hallo Max Wolf, grüß dich. Servus Oliver. Erst Rüben-Stream schauen und danach Super Bowl. Was ein geiler Sonntag. Hey, Oliver, was willst du mehr? Es ist ja perfekt, Oliver. Ist irgendwo schon eine Miete fällt? Ja, hier bei uns ist eine schöne Miete schon am Start, ja. Darf ich heute nochmal mitspielen, Gottel? Ich werde dich gleich mal bannen, wenn du mir mal erklärst, warum du Querfeld einfährst. Muss man wieder mit Profis spielen, zum Beispiel mit mir. Ja, Lester, echt, kommen alle vom Server, nur noch Lester und ich. Feld 25 fertig. Ich habe 5x 12.100 Liter reingekippt. Okay, Dorfkin, perfekt. Der LS-Loop hier, was ist das für eine Map? Ist das die Ehrengrad oder ein Mod? Das hier, das ist Pichokohausen. Kennst du die? Die ist richtig gut. Nein, das ist die Ehrengrad Flux. Fluxi, hast du richtig gesehen. So, Maxi, noch ein einziges Mal. Gibt erstmal 300 Sekunden kleine Auszeit für dich. Bis du den Sinn eines Livestream-Chatraums verstehst.
Warum hast du so viel Geld? Der wirtschaftet Market. Wir haben eine BGA, die seit mittlerweile, boah, ich glaube, 3 Wochen am Durchlaufen ist. Wir haben halt einiges an Mais produziert, also an Häckselgut, und hatten dadurch die Möglichkeit, das Ganze natürlich jetzt auch zu nutzen. Ne? Und dementsprechend ist das einiges in letzter Zeit geworden. Die BA, wie gesagt, läuft seit knapp 3 Wochen. Und die macht natürlich gut Geld. Ne? Levin, Grüße gehen raus. Ich bin Stans und ich bin auch Profi. Und ich bin ja übrigens auch dabei. Ach, zu geil, Leute. Einfach nur zu geil. Freue mich echt, dass ihr da seid. Vielen, vielen Dank fürs Einschalten. Denkt an Stream teilen. Stream teilen. Sehr, sehr gerne, wer Bock dazu hat. Es ist kostenfrei. Es würde euch nur 2 Minuten eurer Lebenszeit kosten. Aber ich denke mal, die bin ich doch irgendwie auch wert. Und ansonsten, ja, hast du die. Hauptsache, du fährst rückwärts, ne? Dass du das aber nicht schaffst, das weiß ich auch nicht. Hallo Helge. Bin seit 15.000 dabei, war aber immer ein stiller Zuschauer. Flymax. 15.000, aber nur still. Wieso? Das war mein Papa Goddel. Nein, glaube ich dir nicht. Siehst du, Goddel, das ist jetzt schon der erste Grund, wo ich dann direkt sage, sowas brauche ich nicht. Goddel, steht zu deinen Fehlern. Schieb das nicht auf deinen Papa. Ich glaube nicht, dass dein Papa deine Playstation dir geklaut hat und gesagt hat, so ne Mann, jetzt spiele ich erstmal LS und ich zeig dir mal, wie das geht und fahre hier mal beim Pichoco Querfelder ein. Hallo Ref, moin, du auch, dankeschön. Muss auf diesen Paluten da aufpassen, der Paluten, warum nennt man sich so? Helge, mir geht's gut, wie geht's dir? Ich durfte damals nicht reinschauen, Flames, warum nicht? Warum, was heißt, du durftest damals nicht einschalten oder reinschreiben? Er lässt mich komplett verarschen. Erst wollte er nicht den Deutsch updaten, jetzt zeigt es mir den Multiplayer-Game nicht an. Das ist leider ein Multiplayer-Problem, ja. Das ist tatsächlich leider ein Multiplayer-Problem. Also da ist Giants hoffentlich auch dran. Fan Aim oder Armee, mir geht's gut, wie geht es dir? Schön, dass du da bist. Gut, Wochenende halt. Wochenende schon fast wieder rum. Wochenende doch schon fast wieder rum. Es ist Sonntag. Weil im Kreis Druck auf der Achse ist. Echt? Ist das so schlimm? Die halten noch sowas aus, oder? Hallo Michael, das ist die Ehrengrad und jeder kann mitspielen. Meine Eltern wollten es nicht, weil sie es unnutz fanden. Dass du im Chat schreibst, okay, und jetzt darfst du es. Ist doch gut. Hallo Willi. Im Internet steht, dass Reshade ein Virus ist. Naja, das könnte dein Virenblocker könnte das gut sagen. Ist mir auch passiert, aber es läuft alles. Len, was gibt's? Margit, grüß dich. So, Wechsel, ja, machen wir jetzt gleich. Jetzt habe ich den Deutsch neu installiert, der will den nicht update, Mann. Was ist das, LS, bitte gegen mich? Ja, echt, also wirklich. Schäm dich, LS, wirklich, schäm dich. Ist mies, wenn das Wochenende am selben Tag anfängt und auch endet. Ah, du hast Samstag gearbeitet, ne? Ich habe dir doch gesagt, es wird ein wenig chaotisch, aber nur ein wenig. Es ist ja nicht komplett chaotisch. So, wenn ich das jetzt richtig lese, die Rübenmaus scheint auch unterwegs zu sein. Wenn ich das jetzt hier gerade richtig sehe, scheinen die mit der... Ich schieb den einfach weg da. Scheinen die mit der Rübenmaus auch unterwegs zu sein. Weil im Chat stehen schon die ersten Zahlen. Also hier im Ingame-Chat, ne? Es geht, Kellner. Ich muss sagen, es könnte schlimmer sein. Ist halt auch absolutes Neuland, ne? Rübenroden. Hui. Kannst du gleich bitte abfahren sein? Diesel, ich hab doch gerade noch gesagt, ich mache alles nach und nach. Ist es nicht langsam mal Zeit für einen Wechsel? Ach, ich glaube, wenn wir noch öfters fahren, das kann auch dauern. Wie du gehst. Ey, ich brauche einen Aufpasser, Toni. Dankeschön für deine Verlängerung als Kanalmitglied im 4. Monat. Sehr geil, Toni. Vielen, 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 vielen Dank. Herzlich willkommen. Hallo Ole, grüß dich. 4 Monate. Jan-Jano, ich weiß nicht deine Frage. Oder ich verstehe deine Frage nicht. 4 Monate. Boah. Wahnsinn. Vielen, vielen, vielen Dank. Sehr, sehr cool von dir. Andy, besser wäre das. Hunde müssen halt raus. Ach so. Schaff dir eine Freundin an. Hi, Thorsten. Grüß dich. Ich heiße eigentlich Martin, aber da steht Margit. Da steht doch Bargit. Oh, guck mal, vor uns Andy am Fahren. Auch geil. Vor uns ist der gute Andy am Fahren. Der macht auch sein Geld.
Will keiner. Ach so, ja gut, dann muss man selber mit den Tieren raus. Das stimmt wohl. Aber ich gehe ja auch raus, ne? Ich habe schon wieder den Helfer aktiviert. Ich will keinen Helfer. Ich will selber fahren. Dankeschön. Erstmal. Ja, da kommst du auch noch hin. Warte ab. Husky macht bestimmt. Ja, klar. Hallo, gute Wahl der Frucht. Rüben bringen am meisten Geld. Männer, hallo, Lux. Guten Tag. Moin. Dankeschön. Ich wollte auch einfach mal wieder was Neues bringen. Ich hoffe, der Andy notiert sich einfach alles. Andy, schreibst du die Zahlen noch auf? Bin gerade dabei, Mods runterladen. Okay, Flymax, mach das. Mods runterladen und dann sehr, sehr gerne dem Server joinen. Oh, es läuft so gut. Ich bin echt zufrieden, muss ich sagen. Erstes Feld ist gleich auch schon fertig. Das läuft wirklich perfekt. Ich hätte nicht gedacht, dass es so schnell geht. Meine Freundin nicht will, muss ich mit den Hunden raus. Hä? Okay. Guck mal, linkes Feld auch schon fast fertig. Ich würde sagen, da ist noch so... Ja, da ist schon so gut ein Drittel weg. Ich habe jetzt gut die Hälfte schon weg. Es läuft. Perfekt. Ich bin gespannt, wann die Rübenmaus kommt. Wir haben nämlich schon eine gute Miete hier liegen. Ich bin gespannt, wann die kommt. Gottel, habe ich hier gerade schon was zugesagt. Ich glaube, irgendwo... Ich weiß gar nicht, wo die am Fahren sind. Ich guck mal gerade. Ah, 23, 24, 25 und 2 und 5. Okay. Sind fleißig dran. Da habe ich mir, das hatte ich schon, wann kommt der nächste ETS-Stream? Tobi, warten wir mal. Weiß ich noch nicht. Schauen wir mal. Genau beantworten kann ich noch nicht. Dann bin der Küt. Manuel, moinsen, grüß dich. So, ich sehe aber gerade, dass ich jetzt keinen Abfahrer mehr habe. Ist die Rübenmaus da? Nee, ich glaube, die ist gerade aber unterwegs. In ein paar Wochen bekommst du mal, sie das sind. Sehr geil. Sehr, sehr cool. Dann kannst du auch gerne mitzocken, wenn du Bock hast. Wenn du schon abonnierst. Nice for life. Ich bin Feld Nummer 5 bin ich unterwegs. Stocks, ja, die ersten Zahlen, die das kommen. Ich weiß jetzt nicht, ob das die sind, die schon mit der Rübenmaus am Abfahren sind oder ob das die sind, die einfach auf dem Feld lagern. Ja, Agramako, dann nimm sie doch mal mit. Ist das nicht gut? Ich finde das gut. Ne, Rübenmaus sehe ich tatsächlich noch nicht. Bin mal gespannt, wann die, wie gesagt, gleich sich auf den Weg zu uns macht und hier die ersten Rüben verleiht. Manuela, mir geht's gut, wie geht's dir? Schön, dass du da bist. Dankeschön immer noch an die 300 Leute, gerade über 400. Klar, natürlich, die einen oder anderen schalten dann auch ab. Rüben, nee, nicht Lust drauf. Leute, schön, dass ihr da seid. Hallo Hubert, herzlich willkommen. Nehmen Sie immer mal mit, letztens sogar ist ja eingeschlafen. Also ist dann deine Arbeit ja wohl sehr langweilig. Wenn die Freundin dabei einschläft, das kann ja nicht gut sein. Ja, in Stocks, nein. Du schreibst quasi deine Anzahl an Liter, wenn du als Abfahrer zur BGA fährst. Also was du in das Rübenlager kippst. Warst du schon mal bei einer Live-Rüben? Nee, Kellner, noch nie gesehen. Wirklich nicht. Hallo Finn Simon, oh geil, Rübenmaus ist da. Ich bekomme nicht genügend Geld im ETS zusammen, dass ich mir einen LKW kaufen kann. Gibt sowas wie Cheats. Moin, Like ist da, wie immer mein Bester. Moin, Alex, mein Bester, was geht? Dankeschön. Marcel, herzlich willkommen. Kannst du deinen Hof zeigen? Wir haben hier keinen Hof. Wir haben nur eine eigens gebaute BGA. Okay, das ist quasi auch unser Hof. Nö, der Sitz vom neuen 8R Johnny so bequem ist sogar mit Sitzheizung. Auch Sitzlüftung. Perfekt, Rübenmaus ist da, Leute. Rübenmaus ist da. Hoffentlich wird die Rübenmiete jetzt aufgenommen. Milena, herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Das kann nur gut werden jetzt hier. Nix zocken? Wie nix zocken? Ach, nix. Ach so, was geht? Nix zocken. Okay, jetzt habe ich das verstanden. Bei dir geht nix und du bist am Zocken. So. Hui, 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 hui. Guck mal, ich muss gar nicht wechseln, Mann. Die Leute verlassen schon freiwillig den Server und dann kriegen natürlich andere die Chance, auf den Server zu kommen. Jetzt brauche ich aber langsam mal einen Abfahrer. Ich habe knapp 80%. Wenn ich das Feld fertig habe, ich glaube, dann kriege ich mal die Rübenmaus. Nikolas, moin. Schön, dass du da bist. Und Dankeschön für 400 Däumels. Nice for life, die Rübenmiete aufnehmen. Sie liegt doch da. Die Maus kann nicht alles aufnehmen, weil ihr zusammenspielt. Bitte?
die Rübenmaus kann nicht alles aufnehmen, weil ihr zusammenspielt. Wieso? So dumm wie ich muss man sein. Milena, was hast du wieder angestellt? Milena, was machst du denn schon wieder? Jetzt ist Server wieder voll, richtig? Mach Abfahrer, dann kannst du doch ein bisschen mehr vom Chat vorlesen. Ich bin doch im Chat voll hinterher, Dustin. Wir haben Sommer bei Maishexen mit einer extra Schaufel die Rüben zerkleinert und im Silo verteilt. Ja, Zuckerrübenschnitzel nennt man das. Ist im LS22 ja neuerdings auch möglich, ne? Ich habe 3 Leistungen, kann mich nicht für einen entscheiden. Das ist nicht mein Problem. Ich werde jetzt ganz bestimmt nicht sagen, ja, guck mein. Das müsste immer jeder selber wissen. So, Leute, Prösterchen. Jan Jano, ich kann TV-Stream nicht sagen, nimm Jan Jano mit rein. Jan Jano, wenn du abonnierst, dann wird das angezeigt und dann weiß TV-Stream, aha, du hast abonniert, dann wird es angezeigt. Ich schreibe den Abspann nicht, der wird automatisch generiert. Ib van der Velde, moin, herzlich willkommen, schön, dass du da bist. Ach, Gott sei Dank, da bin ich mal ein Abfahrer hier. Gott sei Dank. Wird nämlich langsam echt eng, jetzt darf ich nicht mal leer machen. Ja, oh Flo, danke schön. Schön, dass es dir gefällt. Alex, ja, von mir aus. Alex, du brauchst mir das nicht schreiben. Du weißt genau, wie ich bin. Eine Spende ist nach wie vor freiwillig. Dankeschön, Leute, für die ganzen Aus, die einkommen. Mir ist gestern der aktuellste MN TGS entgegengekommen. Der sah mal geil aus. Geiles Modell, ne? Das sind schon mal von innen gesehen. LS-Basti, ein paar Traktoren und ein paar Anhänger. Ja, Tobias, es gibt wohl so einen Money-Cheat, aber genau kennen tue ich ihn nicht. Leute, ich trinke übrigens keinen Alkohol, ne? Das ist eine Zitronenlimonade, die ich jetzt gerade aufgemacht habe. Also jetzt macht euch keine Gedanken, ne? Hallo Uwe, guten Tag. Danke, dass du einschaltest. Herzlich willkommen im Livestream. So. Die Rübenmaus ist, glaube ich, gute Arbeit am Leisten, oder? Ja, die Rübenmaus scheint abzufahren. Nee, noch nicht, aber sah von vorne geil aus. Ja, sieht halt ein bisschen böse aus, ne? Durch diese matte Front, nein, hat er diese matte Plastikschürze. Plastikschürze, sag ich schon mal. Ist richtig geil. Ah, moin Marc, grüß dich. So, hier wieder einer schön durchs Feld gefahren. Ach ja. Ja, wie ihr seht, Rübenmaus ist unterwegs. Ich habe mir meine Maus gemoddet und die hat mir dann alles funktioniert. Mit der dann alles funktioniert. Warum moddet man eine Maus, wenn es so eine gibt? Oder wie muss ich das jetzt verstehen? Jetzt bremsen. Da ist ein Zaun. Hallo Jan, grüß dich. Jetzt sag bitte nicht Flo und Basti, ihr zwei kennt euch. Der LED-Schreifen des Tagverlichts hat echt geil aussehen. Ja, das ist ja heutzutage auch modern. Wart mal die ab, wenn die mal kommen, die so richtig schön aufgetunt sind. Die noch, weiß ich nicht, oben einen Bügel drauf haben und so. Also es gibt schon echt geile, muss ich wirklich sagen. Aha, Gottel, das ist schön. Ich glaube immer noch nicht, dass sein Vater hingegangen ist und gesagt hat, ey, Sohnemann, ich spiele jetzt mal hier. Wo gibt es denn ein Geldsheet für dich? Das weiß ich nicht. Habe ich noch nie genutzt. Doch schon. Das ist gut, Basti und Flo, direkt mal all euren Freunden Bescheid geben. Sagt einfach, ihr zwei seid cool, ihr hängt hier im Livestream, ihr solltet mit dazukommen, dann seid ihr genauso cool wie Basti und Flo. Oder? Kannst du automatisch akzeptieren, ausmachen? Nein, wieso? Kann ich, wenn du in ein anderes Gefährt wechselst, dann deinen Ruder? Ja klar, Eddie, das kannst du gerne machen. Was meinst du, wie viel Tonnen erntet? Also Tonnen kann ich dir absolut gar nicht sagen, Uwe. Ich würde sagen, wenn wir in Liter gehen, 3 Millionen, 4 Millionen werden es schon sein, oder? Hallo Dominik, grüß dich. 3, 4 Millionen werden es irgendwie in dem Sinne schon sein. Warum sind die jetzt egal? Jetzt kommen die hier mit beiden Ropermäusen hin. Auch geil. Jetzt kommen die hier ernsthaft. Dominik, grüß dich. Jetzt sind die echt mit beiden Rübenmäusen hier. Heide Witzka, das kann ja was werden. Das ist krass. So. Ich hab Hunger. Dominik, das ist die Ehrengrad. So. Ach, warte, ja. So lecker. Hallo Beck, grüß dich. Boah, ist mir warm, ey. Warum ist das so warm?
Hallo Ossi, herzlich willkommen. Ich glaube, ich habe nicht mehr die Heizung an. Okay, Moritz, war das vielleicht ein Schwertransporter? Wie meldet man seine PlayStation Store an? Weil du gehst einfach in den PlayStation Store. Flo, noch einmal Fremdwerbung, du bist weg vom Fenster. Nicht bös gemeint, aber Flo gehört sich einfach nicht, oder? Selbsterklärend. Denke ich mal, ne? Was ich esse, Maria, weiß ich nicht. Ach, geil. Ach, ja, Moment, dann war das aber kein TGL. War das ein TGX? Ne, Moment, der heißt dann TGL. Ich glaube, der heißt dann gar nicht TGX, der heißt dann TGL. LS Basti, da solltest du auch nicht drüber lachen. Du solltest eher deinem Kumpel mal sagen, was soll der Scheiß, weil, Basti, ich sag's dir von einem YouTuber, der vielleicht schon in Anführungszeichen ein bisschen größer ist, damit machst du dir deinen Kanal kaputt. Ist aber dein Problem. Brauche ich nicht, ich habe ja Sitzheizung. Wie Sitzheizung? Moin Moin Marlon, wir spielen auf PC, allerdings mit Crossplay. Heute Rüben, ja, Ossi, heute Rüben-Event. Alles klar, Jakob, tschüss, Sikowski. Ich weiß zwar nicht, was das Problem ist, aber tschüss. Ich weiß jetzt nicht, was ich falsch gemacht habe. Was habe ich falsch gemacht? Ich weiß es nicht. Ja, TGS gesagt und laut MN-Seite ist das der Baustellen-Ding abgeholt. Also ich habe TGS. Ja, okay. Ja, ja. Gibt TGX. Das ist der meistens Zweiachser Sattelauflieger. Dann gibt es TGL, Festaufbau. Und es gibt TGS. Das ist so große Vierachser. Und es gibt auch noch die als IT-Runner, ne? Okay, du meinst, was auch immer das ist, ich kenne das nicht. Projekt auf der Autofahrt. Ja, Dorothee sollte morgen eigentlich starten. Warum hat mich jemand gebannt? Milena, dich kann keiner bannen. Du bist doch da. Oder wo hat dich jemand gebannt? Ein Heizkissen im Drehstuhl. Wieso hast du ein Heizkissen im Drehstuhl? Ein neues Konto. Naja, Margit, geh in den PlayStation Store, dann kannst du dich da anmelden. Du kannst ein Konto erstellen. Du kannst auch ja einen zweiten Account erstellen. Dass du quasi eine PlayStation spielst und dann kannst du da drauf spielen und dein Kumpel oder so. Kannst du Abonnenten sperren? In meinen Kommentaren ist jemand, der mir als... Kannst du Abonnenten sperren? In meinem Kommentar ist jemand, der mir als... Ja, was soll ich da jetzt machen, Wolfgang? Das sind Bots. Wolfgang. Das sind Bots, die sind schon gemeldet. Mehr kann ich leider nicht machen. Ich lösche die Kommentare, ich sperre sie und ich melde ihn. Hallo Boronside, grüß dich. Marlon, einfach warten. Wir wechseln gleich einmal durch. Ich mache noch gerade hier das Feld fertig. Und dann wechseln wir einmal. Wolfgang, wie gesagt, habe ich ja gerade erklärt. Das sind, soweit ich weiß, Bots. Ja, die schicken Seiten, die nicht jugendfrei sind. Das sind bot-generierte Nachrichten. Haben welche Langeweile, wollen YouTube schaden und dadurch machen die das. Mehr kann ich leider nicht machen. Na, melden, sperren und löschen. Diese Synchronisierung, das ist der Wahnsinn. Alter, wir sind schon eine Stunde und 14 Minuten live. Sehr cool. Können wir ja gleich schon wieder Feierabend machen. Ja, Wolfgang, dann machst du auch alles richtig. Mehr kannst du da tatsächlich nicht tun. Trainspotter Jonas, moin, grüße dich. Dankeschön für 2 Euro über den Superchat. Ach, Synchronisierung.
Und Fritzi, dankeschön fürs Abo. Ja. Ja, sehr gut. Also, Allstream Farm ist da, Uwe. Korrekt, starten wir rein theoretisch morgen unser Projekt. Warum ich momentan sonntags nicht mehr live komme, also sonntags früh, ich brauche einfach meinen Spaß, meinen Schlaf. Ja, ich habe einen stressigen Job und zwischendurch muss ich einfach mal in Ruhe ausschlafen und dafür ist das Wochenende da. Deswegen bin ich momentan halt nicht mehr am frühen Morgen live, sondern mehr so am Tag verteilt. Ich denke mal, habt ihr aber Verständnis für. Klar, die einen oder anderen sagen, ja, ich will doch unbedingt immer diesen guten Morgen-Stream, aber ja, das geht momentan einfach leider nicht. Kommt aber auch wieder irgendwann mal zurück. Ja, ich bin jetzt nicht von abgeneigt, dass ich das momentan nicht mehr mache, aber es ist einfach, ich brauche meinen Schlaf. Das ist mir selber ziemlich wichtig, weil sonst bin ich richtig mies drauf. Und das wollen wir ja nicht, ne? Kannst du mal einen Livestream machen, wo man von vorne anfangen muss, weil ich kapiere das immer noch nicht, weil ich habe LS22. Hilfe. Marlon, es gibt ein Tutorial. Marlon, du startest das Spiel und im Hauptmenü kannst du Tutorials auswählen. Da wird dir alles genau erklärt, ne? Wie du was kaufst, wie du grubberst, wie du säst, wie du mulchst, was du anbauen musst, wie du düngst, wie du kalkst. Gibt es ganz, ganz viele Tutorials zu und es gibt eine Farming Simulator Academy. Dafür gehst du einfach mal auf die Giants-Seite und da gibt es dann einen Blog für eine Academy. Da wird dir alles genau erklärt, wie du was zu machen hast. Da kann ich dir auch durch meine Livestreams wahrscheinlich nicht helfen, Mann. Und du kannst natürlich dich jetzt hier zurücklehnen und einfach mal die Streams genießen und ein bisschen gucken, so was wir machen sind. Mehr kann ich leider nicht tun. Na, also ich kann dir jetzt nicht hier das Spiel von Grund auf zeigen. Wie gesagt, dafür gibt es diese Academy, wo einem wirklich bis ins kleinste Detail erklärt wird, was du machen musst. Und du hast sogar, das ist auch neu im 22er, im Shop die Möglichkeit, dir so Pakete zu kaufen, also einen Paketkauf anzuzeigen. Da wird ja, dir quasi genau erklärt, was du alles kaufen müsstest, zum Beispiel um etwas zu dreschen. Picks by Fend, moinsen, herzlich willkommen, schön, dass du da bist. So, Freunde, steht in den Startlöchern, der Wechsel kommt. Ich habe nämlich mein Feld fertig. Und schauen wir mal, dass wir das jetzt hinbekommen. Hier muss auf jeden Fall noch abgeladen werden. Also ich brauche auf jeden Fall noch einen Abfahrer hier. Mein Zockerli, was geht? Moin, herzlich willkommen, schön, dass du mit dabei bist. Und Toni! Moin Mahlzeit! Ah, sehr gut, das funktioniert schon mal. Toni! Junge! Dankeschön für deinen Support und vielen Dank für die Kostenübernahme. Ja gut, das hier kann auch nicht funktionieren. Warum steht der so? Ich verstehe das nicht. Warum steht der so? Hä? Die ist ja auch... Leute, seid ihr echt so blödel. Oh mein Gott. Er holt die Europa-Maus, die nicht mal für... Oh meine Güte. Er bringt ernsthaft die Europa-Maus aus der BGA mit, die für Silage ist. Das ist ja schon fast peinlich. Das ist doch schon fast peinlich. Wer war das? Müsste ich jetzt eigentlich herausfinden, wer das war? Wie Paluten, einfach nur peinlich. Und du nennst dich auch noch nach einem Twitch-Streamer. Ist das peinlich? Er bringt echt eine Europa-Maus mit, die für Silage ist. Ja, Moment, ich schick's einfach weg. Das ist peinlich. Also das ist jetzt, das ist wirklich peinlich. Pass auf, ich glaube, die war eh nur gemietet. Ne, die war nicht gemietet. Wo ist die denn? Wo ist die? Diverse. So. Eieieiei, das finde ich schon eher peinlich. Er hat eine Europa-Maus mit, aber die Fusillage da ist.
Danke, Uwe, dafür bin ich jetzt allein. Aber hier, End Friedrich, der macht das schon mal sehr gut. Aber Hauptsache Motorradhelm anhaben. Ja, Safety first, Leute, ist klar, ne? So, keine Ahnung, wer hier den Schneidwerkswagen. Oh mein Gott, warum macht ihr so was? Ich kann es nicht verstehen. Warum so ein Chaos? Warum haben die immer alles so ein Chaos? Haben die meine Rübentechnik da einfach so in den Wald reingesetzt? Das finde ich nicht gut. Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Schade drum. Naja. Schade drum. Es ist ärgerlich. Ist ärgerlich. LS 22 Jan, herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. So, Abfahrer. Abfahrt. Einmal bitte voll machen. Hallo Jakob, grüß dich. Kriege ich jetzt deinen... Ja, steht da. Nimm dir. Steht da frei zur Verfügung. Was ist hier los? Warum werde ich nicht beladen? Schneller dran. Chaos. Deswegen als Erinnerung an die Chaosbach. Ja, das Gefühl habe ich manchmal auch. Ich habe eher das Gefühl, da liegt gar nichts mehr. Moment. Ich setze einmal um. Doch, hier liegen noch Zuckerrüben. Warum geht das schon? Ah, jetzt geht's. Ah, sehr gut. Jetzt geht's nicht. Jetzt geht's. Ich weiß gar nicht, wie viel wir transportieren dürfen. Ob dafür ein Maximum-Level erreicht wird. Leute, wir haben Wechsel, ne? Warum joint jetzt keiner im Server? Hallo, bin ich noch da? Warum? Ich mache einen Wechsel und keiner joint im Server. Auch gut. Ich fahre einfach ab. Ich gehe einfach mal davon aus, ich bin voll. Andy 10.146. Fülllimit. Ja, das Gefühl habe ich nämlich gerade auch. Haben wir das? Wir haben doch das Fülllimit aktiviert, aber normalerweise steht dann da voll, wenn es voll ist. Gorlula, moinsen. Mike, Ausrufezeichen mitspielen. Siehst du, die kann nicht verladen, wenn man zusammenspielt. Natürlich kann die das verladen. Warum sollte das nicht klappen? Kann man nochmal bei den Fan-Armee, wenn kein neuer mitspielen will, dann kannst du auch gerne nochmal mitspielen, ja. Man sollte aber immer die Chance den anderen lassen, die noch nicht mitgespielt haben. Toni, Wahnsinn. Vielen Dank, Leute, Herzensspam noch für Toni da lassen und verdient auf dem Thron. Alles klar, Red Hunter, mach das. Und dann kannst du gerne den Server joinen. So, wenn die Synchronisierung ein bisschen länger dauert, ja, das... Führt leider immer wieder mal zu ein paar Problemen. Okay, Let's Live ist schon gepostet. Perfekt. Ich komme auch, wenn ich rein. Ja, kam. Gerne. Gar kein Problem. Ich freue mich auf jeden Fall übers meist mal Rübenrohren. Samu, haut 2 Euro raus. Dankeschön. War lange nicht mehr da, Samu. Schön, dass du wieder zu uns findest. Sehr geil. War lange nicht mehr da. Übrigens, Leute, Follower Instagram nicht vergessen. Wir haben ja die 5000 erreicht, ne? So. Ich wollte mal kurz gucken. Haben wir das Fülllimit überhaupt aktiviert? Anhänger Fülllimit ist aus. Wir haben es eigentlich nicht mal aktiviert, aber okay. Wir haben es eigentlich gar nicht aktiviert, deswegen dürften die Hänger eigentlich rappelvoll gehen, aber okay, ich fahre jetzt 10.000 Liter rüber. Also Andy hat es hoffentlich notiert, 10.146 Liter. So, fahren wir einfach mal rüber, mal gucken, wie weit wir da schon sind. Wir müssen ja jetzt mal gucken, hallo Nuss, grüß dich, wie es in der Lagerhalle aussieht. Hallo Micha, herzlich willkommen. Ich kann deinen Mod nicht installieren. Welcher fehlt dir? Ist Server schon willkommen? Keine Ahnung. Das ist ein Nachteil am LS22. Es wird leider nicht mehr angezeigt, wie viele Spieler es sind. Es wird leider nicht mehr angezeigt, wie viele Spieler es auf dem Server sind. Früher wurde dann immer angezeigt, 12 von 12 oder 16 von 16. Ja, das steht jetzt leider gar nicht. Danny, was geht? Moin, herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Vielen Leute, ey, Wahnsinn. 300 und mehr Zuschauer, immer Top-Stream, gerade über 400.
Es ist wahnsinnig von euch. Mike, dankeschön fürs Abo. Manosche ist auf dem Server. Ist das der Manosche? Der hat auch schon lange nicht mehr mitgespielt. Krass. Sehr geil, Mike. Dankeschön. Manosche, geil, ey. Manosche war schon im LS 17 damals mit dabei. Er war derjenige, der zum ersten Mal den Traktor leer gefahren hat und vergessen hat, einen Tanklader zu holen. Ach, ist alles gut, Danny. Kann man schon vorstellen. Hast du gesehen, bin jetzt eine BGA-Anhänger 22.000. Okay, Andy, 22.000. Für Stockstance, Stockel, Meier, Fritz Müller. Feuer Liot, herzlich willkommen. Du kannst nicht joinen, Sparette, weil fehlt dir vielleicht ein Mod? So. Dieser, es tut mir echt leid, Ernst 3309. Ich habe das Gefühl, das funktioniert nicht. Ernst und Julian, ihr zwei, das funktioniert nicht. Bin heute aber ganze Zeit da bis 17 Uhr. Ach, Danny, macht hier keinen Stress, alles gut. Server voll, weiß ich nicht, Tim. Ich habe halt nur gerade die Probleme, dass wir ein bisschen in der Synchronisierung mal wieder festhängen. PS2, nee, Stocks, wir spielen auf PS7. Wann machst du das nächste große Maisprojekt auf der Allstream Farm? Vielleicht schon zum nächsten Wochenende. Julian, du kannst den Server nicht joinen, weil anscheinend dein Internet zu schwach ist oder du irgendwelche andere Probleme hast. Das wird nicht funktionieren. Wer seinen Trecker liebt, der schiebt. Der Manosch hat ihn auf jeden Fall geliebt, ja. Das hat man ihm angesehen. Die Augen gingen hoch, das Herz hat geschlagen. Und dann so, geil, der Trecker ist leer, ich muss jetzt schieben. Hänge immer bei 10 und hab schon 2 und euch und dann geht's leider nicht. Man kommt nicht rein, da steht immer Lade, hab aber Glasfaser. Es gibt leider immer noch Multiplayer-Probleme. Ne? Raditya, einen wunderschönen guten Tag. So. Jetzt versucht Julian schon wieder. Vor allem, ich halte im Menü, lese Steine aus, hab wegen einem Mod neu gestartet, hab angefangen zu ackern, Steine. Ja, ist nicht schlimm. Julian, du kannst den Server nicht joinen, du scheinst, weiß nicht, irgendwelche Probleme mit Internet zu haben, vielleicht lädt er bei dir auch nicht. Leute, so wird das nichts. So wird das leider echt nichts. So denken sich auch dran, Leute. Jo, Synchro-Stream. Wir machen heute Synchro-Stream. NAT3-Typ, kann auch wieder sein. Hat man schon im LS19. Wer NAT3-Typ hat, hat immer ein Problem im Multiplayer. Ich glaube, das wird sich auch so schnell leider nicht ändern. Na, jetzt hat er wieder den Server verlassen. Na, das geht nicht. Ja, aber ich habe eigentlich auch keine Lust auf diese Steine. Errate mal meinen Namen. Frido Seifert. Ja, erraten, ich habe gewonnen. Pierre, moin, grüß dich. Durchguck mal, 8.646 Euro, Aufrufe hat das Krampel Big Body Video zu dem Free Content Update. Wahnsinn, auf Platz 5 momentan. Das ist krass. Geht auch schon wieder gut durch die Decke. Wahnsinn. Einfach nur geil, Leute. Ich hänge bei 10%. Leute, neu starten. Joro, dankeschön fürs Abo. Herzlich willkommen. Bei mir hängt sich der LS immer wieder auf und das Spiel im Singleplayer. Dann stürzt der Laptop komplett und dann geht's nicht mehr. Milena, Laptop. Oh, das könnte vielleicht ein Problem sein. Vielleicht ist dein Laptop ein bisschen überfordert. Das kann hier und da tatsächlich mal vorkommen, dass der ein oder andere Laptop sich einfach sagt, so, ja, nee, LS, das packe ich nicht so ganz. Okay, es scheinen hier mehrere bei 10% festzuhängen. Okay, Leute, dann, bevor das hier zu Problemen führt, wir machen das ganz einfach, Leute. Da bin ich... Das können wir eigentlich ganz einfach machen. Das ist gar kein Problem. Wenn hier mehrere Leute tatsächlich gerade in der Synchro festhängen, weil sie meinen, die Synchro geht nicht, dann starten wir einfach einmal den Server neu. Gar kein Problem, Leute. Einmal einen Server neu starten. Jetzt nicht wundern, warum ihr jetzt rausfliegt.
So, einmal Server neu starten. Das dauert jetzt ein bisschen, ne? Wundert euch nicht, wenn ich jetzt nicht direkt einen Server joinen kann. Er dürfte zwar noch angezeigt werden, das ist aber noch der falsche Server. Müssen wir jetzt ein bisschen warten. Wie gesagt, wir machen einen Restart des Servers, also einen Neustart. So, jetzt ist er wieder online. Und dann dürfte das eigentlich funktionieren. Kann hier und da mal vorkommen, Leute. Da kann ich leider nichts für. Weil das ist noch der falsche. Wenn ich dem jetzt joinen will, ja. Ich muss jetzt warten, bis er neu gestartet hat. Mike, es tut mir leid. Es tut mir echt leid. Ich habe aber nichts davon, wenn wir ja nur mit 10 Leuten spielen können. Weil der Server nicht starten möchte. Ja, Melina, der Laptop kann noch so neu sein. Wenn der Laptop aber die Systemvoraussetzungen des LS22 nicht erfüllt, dann ist das eigentlich egal, wie neu er ist. Es kommt darauf an, was ist da drin? Ich kann jetzt auch einen Laptop kaufen, der kostet mich 300 Euro, ist niegelnagelneu, ist einfach zu schwach, sich den LS zu ziehen. Mal denk dran, du brauchst mindestens eine GTX 660 und einen Intel i5. So, da ist der neue Server. Ah, jetzt komme ich nicht rein. Pass auf, und jetzt, bevor ich reinkomme, ist der Server schon wieder voll. Weil die ja alle direkt joinen, ne? Steht ja gleich 16 von 16, ne? Boah, ich hab's geschafft. Hallo Simon, herzlich willkommen. Marcel, Ausrufezeichen mitspielen. Er erfüllt es. Ich schau jetzt mal. Ja, aber wenn da was steht von Grafikkarte. Ja, Melina, was steht denn da mit Grafikkarte? Hallo, Bittikoffer Philipp, wann kommt bei die Oldstream Farm? Oldstream Farm dürfte am Montag losgehen. Also morgen rein theoretisch. Hoffe ich zumindest. Dürfte rein theoretisch morgen losgehen. Hoffe ich zumindest. So, jetzt scheint es zu funktionieren. Das sieht schon mal gut aus. Denk dran, übernimmt bitte die Arbeiten von denjenigen. Ganz wichtig ist, dass alle fünf Ernte am Fahren sind. Die Europamaus, die zwei Stück, die kommen schon irgendwo hinterher. Die sollen ja nicht schon am Feldrand stehen, wenn die da gerade noch am Rübenernten sind. Am besten wäre es da, wo die Mäuse hinfahren, dass da das Feld schon fertig ist. Ja. Synchronisiere Daten mit anderen Spielern. Beobachte lieber mal ein bisschen oben Pepe. Ein bisschen am Dancen für euch. Sorgt für gute Stimmung. Ich hoffe natürlich, dass mein MF jetzt noch frei ist, den ich extra an Seite gestellt habe. Ich hoffe, ich darf ihn noch mir nehmen jetzt gleich. Nils Müller, herzlich willkommen. Okay, nichts los. So. MF bitte freimachen, Leute. Julian, ich sag es dir noch einmal und zum letzten Mal. Kann ich eigentlich einen Bann eingeben? Julian, du kannst den Server nicht joinen, weil es bei dir nicht funktioniert. Wenn du uns damit auf die Nüsse gehst, das ist nicht so toll. Guck mal, auch hier gut, ne? Auch gut hier. Zack, hier liegt schon der erste auf der Seite. Ach man, ich hasse es. So, da ist der MF. Das ist schon mal gut. So, ich muss jetzt gerade einmal über die Map fliegen. Am besten zuerst mal in die BGA. Da wenigstens die schon mal lädt. Aber das Komische ist, es passiert nur bei einem Spiel schon, bei den anderen geht es. Milena, was pausiert wo? Was ist, wenn da ein Ausrufezeichen steht? Niki, wo steht einer? Das wird nichts, mein Freund, mit mir. Wieso, Manosche? Was ist los? Ich habe Musik im Hintergrund, Joro. Selbstverständlich. Oh, wer geht mir das gerade auf den Sack hier? So, ich muss einmal kurz ein bisschen über die Map fliegen. Damit das hier wenigstens ein bisschen lädt. Jona, das ist die Erlengrad. Ja, weil wie ihr seht, jetzt ist hier noch überall Gras. Das muss er kurz einmal wegladen. Deswegen fliege ich zumindest einmal gerade über die BGA. Na, auch einmal hier in den Bunker rein. Sehr gut. Vorfeldbewohner. Dann fehlen dir Mods, Niki.
Dann fehlen dir Mods, dann musst du noch ein paar Mods herunterladen und dann kannst du dem Server natürlich sehr gerne joinen. So, guck mal, da steht übrigens die andere Europa-Maus. Die steht einfach hier auf der Straße. Die andere Europa-Maus steht hier. Ja, ja, Niki, es fehlen dir Mods. Die musst du dann, also diese fehlenden Mods musst du dir dann noch herunterladen. Und dann kannst du den Server natürlich joinen. Ungarisches Internet macht Faxen, egal, schau deinen Stream. Ach, du bist in Ungarn? Hast du Urlaub oder wohnst du da? Ist das ein Open-End-Livestream? Nein. Das ist ein, wenn mein Rücken kaputt ist, Stream. Oder ein heute Sonntag-Stream. Erstmal zocken wir. Alles gut. Erstmal wird hier fleißig gedaddelt. Und welche? Niki, das musst du gucken. Ausrufezeichen. Na, da klickst du einfach mal auf Details und dann kannst du dir anzeigen lassen, welche Mods dir tatsächlich fehlen. Bei mir steht Server voll, dann ist auch voll. Ja, Alexander, moin. Schön, dass du da bist. Herzlich willkommen im Livestream. So, mal gucken, wie es jetzt hier aussieht. Ich muss jetzt selbst erstmal gucken, dass ich die Hochfahrt finde. Lebe doch schon immer hier. Echt, schon immer? Ich hab das vergessen. Dawn, moin, ist die Ehrengrad deine Lieblingsmap? Noch ja. Jetzt wird es aber natürlich wieder die Oldstream Farm, 23,1 Tonnen. Die Oldstream Farm wurde nämlich vorgestern? Gestern oder vorgestern released. Die ist jetzt offiziell bestätigt, sie ist da, auch für Crossplay, also jeder kann dann da mitzocken. Und die Oldstream Farm war schon im 17er meine absolute Lieblingsmap, also die habe ich so sehr gespielt. Nein, Niki, im Spiel auf Details klicken. Hallo Lars, grüß dich. Und ja, die ist jetzt wieder da, wir können sie in Crossplay spielen und deswegen wird es da bald auch losgehen mit. Dass wir dann tatsächlich die Oldstream Farm starten. So. Die Hochfahrt ist auch ziemlich versteckt hier, ne? Die findet, glaube ich, auch nicht jeder. Gestern ist sie gekommen. Okay, dann war es gestern. Ich wusste jetzt nicht mehr, ob es Freitag oder Samstag war. Auf jeden Fall freue ich mich drauf. Okay, Lukas, wünsche ich dir auch vielen Dank fürs Zuschauen. Ich könnte ja vielleicht noch eine Map-Vorstellung machen, ne? Das könnte ich vielleicht noch machen. Ich könnte ja vielleicht noch so eine kleine, feine Map-Vorstellung machen. Am Freitag wurde die leer. Warten jetzt. Im 15er, ja, im 15er kannte ich die noch nicht. Da habe ich ja auf PlayStation gespielt. Da gab es ja noch keine Mods für Konsole. Aber im 17er war das schon echt geil, muss ich sagen. Die hat sich aber komplett verändert, ne? Die ist komplett anders. Moritz möchte uns da dann ein Maisexen auf jeden Fall vorbereiten. Da ist er dran. Dass wir da bald einmal ein schönes Maisexen veranstalten. Ne? Karte hat sich komplett verändert. Ich habe auch ein bisschen wegen den Produktionen und so. Ist das einfach ein bisschen in eine andere Richtung gegangen. Und ich freue mich auf jeden Fall, die Oldstream Farm bald zocken zu können. Und wie gesagt, ich spiele auch gerade tatsächlich mit dem Gedanken, man könnte ja eine Map-Verstellung veranstalten. Zumindest mal die Map euch mal präsentiert, was sich da so ein bisschen oder auch ein bisschen mehr verändert hat, ne? So, hier wurde schon wieder zu lange gewartet mit dem Reinschieben. Muss ich jetzt hier übernehmen. Du hast meinen Respekt, wie mir das viel zu stressig schon in Bezug zocke auf meinen Karten. Okay. Kein Problem, Geralt. Schön, dass du mit dabei bist. Abonniert hast du aber, ne? Simeon, moinsen, grüß dich. Mike, du musst gucken, da wo die Felder schon fertig sind. Da wird die Rübenmaus benötigt, um abzufahren. Termin, ja, ich denke mal, Moritz, fürs nächste Wochenende zum Beispiel könnte man das doch vielleicht mal festhalten. Ah, das sieht schon besser aus. Wo stehen die Mods? Nick, du klickst auf Details. Multiplayer, da hast du ja meinen Server. Du kannst dem Server nicht beitreten, weil du ein rotes Ausrufezeichen hast. Das bedeutet, wie gesagt, dass die Mods fehlen. Du klickst einfach auf die Details. Das klingt, steht unten links. Und da steht dann Mods herunterladen. Andy, bist du eigentlich am Mitschreiben? Ja, ne? Nö, ich tue nur so. Tom, der müsste eigentlich bei Feld Nummer 5 stehen. Bei der Hecke. Oder an der Hecke. Ja, hier wurde leider ein bisschen zu lange gewartet mit dem Aufschieben. Hier wurde leider ein bisschen zu lange gewartet mit dem Aufschieben, deswegen muss ich das jetzt kurz hier mal machen.
Ja, nice, Leute, das tut mir auch leid. Ich kann da aber nichts für, oder? Echt? Endlich bist du am Mitschreiben. Geil. Mal gucken, wie viele tausende Liter es werden. Ich denke, es sind jetzt schon 100.000. Ich könnte euch halt auch jetzt nicht auswendig sagen, wie viel hier reinpassen. Ich weiß es absolut nicht. Ich weiß nur, es wurde zu lange gewartet mit dem Aufschieben. Ich habe es ja noch gesagt, Leute. Bitte selbstständig hier mal in den JCB reinsetzen und einfach mal aufschieben, damit wir hier gut beikommen. Naja, macht das Chef wieder. Bleibt immer am Chef hängen. Aber ich denke mal, das ist auch öfters mal in Real Life so, dass sich der Chef dann einfach mal in das Gefährt reinsetzt und sich sagt, ja komm, ihr müsst fahren, ich werde einmal kurz für euch aufschieben. Darf man das eigentlich machen? So über die Zuckerrüben drüber fahren oder fährt man die dadurch kaputt? Nee, ne? Oder? Also, man fährt die doch jetzt nicht kaputt, nur weil ich hier drin sitze. Boah, hier kommt aber auch wirklich einer nach dem anderen. Ich komme hier gar nicht hinterher. Moment. Leute, nehmt den linken Bunker. Nimmt den linken Bunker. Bald werde ich zum Goldlöckchen. Nicht mehr lange. Piggy Wolfgang, Dankeschön für 16 Monate Kanalmitgliedschaft. Mega geil von dir. Man fährt sie sogar sehr kaputt. Echt? Also dürfte man in Real Life gar nicht jetzt so aufschieben? Ja, LS22-Spieler, da steht mein Anhänger. Den siehst du schon, ne? Es ist unglaublich. Es ist un... Nee, tut mir leid. Ich kann es nicht ab. Ich kann es nicht ab, Leute. Chaoten, tschüss. Ich brauche euch nicht. Entschuldigung, dass ich da an einem Sonntag ein bisschen aggressiv bin. Aber ich brauche es echt nicht. Ich brauche es echt nicht. Chaoten brauche ich nicht auf meinem Server. Tut mir echt leid, wenn ich aus rausschmeiße. Aber er sieht den Traktor da stehen. Er sieht meinen Anhänger da stehen. Was macht er? Er fährt einfach gegen den Anhänger, über den Zaun. Hauptsache irgendwie fahren. Ich kann es nicht verstehen. Normalerweise macht man das mit Förder... Stimmt, wartet mal. Aber es gibt keins, oder? Stimmt, da war was mit den Förderbändern. Moment, wo waren die? Waren die bei Diverses? Nee. War die da bei Diverses? Nee. Entschuldigung, ich muss ja hier zu. Moment. Da. Ich weiß, was ihr meint. Ja. Ich weiß, was ihr meint. Normalerweise wird das hier reingekippt. Ne? Und dann kommt das hier über die Förderbänder raus. Und da stellt man ja dann normalerweise das drunter. Und das fördert weiter nach unten, oder? Weiter nach oben. Aber ich glaube, das wird Chaos geben. Ich glaube... Nein, Bulldog, ich bin am Aufschieben. Ich glaube, das würde Chaos geben. Ich glaube, wenn ich ein Förderband hier hinstelle, dem gebe ich nicht lang. Ich glaube, dem Förderband gebe ich nicht lang. Und dieses Förderband kann ja, glaube ich, sogar Kartoffeln wegpacken, ne? Also Kartoffeln irgendwie in Kisten oder sowas, ne? Yo, was geht, Soccer Bro? Welcome back im Chat. Ey, Leute, schon über 760 Abos. Dankeschön. Ja, danke, Wolfgang. Vielen Dank. Aber guck mal, Bulldog, da war noch ein Teleskoplader. Da steht noch einer. Ich weiß jetzt gar nicht, Alex, herzlich willkommen, mit Spielen ist möglich, klar. Ich weiß gar nicht, ob die Halle Kollision hat. Oder eine funktionierende Kollision. Wie läuft's? Ach, es geht so. Es geht so. Ich hatte jetzt gerade überlegt, hier Förderband aufzustellen zum Aufschieben, aber irgendwie habe ich ein bisschen Angst davor. Aber Bulldog, wenn du das nicht hier hinbekommst, ich schmeiß dich raus. Ich brauche heute keine Chaoten hier. Ich will meinen ruhigen Sonntag haben. Bier, moin. Dankeschön, Margit. Dennard Leon, herzlich willkommen. Ja, Tim, dann musst du die Abfahrer fragen. Hast du schon mitbekommen, die Ortsinfo haben sie da? Ja, klar, Nico. Startet bei mir am Montag, also morgen. Morgen sollte es mit der Ortsinfarm bei mir dann losgehen. Ich freue mich auf jeden Fall drauf. War schon damals eine richtig geile Map. Ich habe sie im 17er gespielt, im 19er, jetzt im 22er.
2 und 2 habe ich halt mitbekommen, dass die halt ein bisschen umgebaut wurde. Es gibt eine andere BGA. Deswegen werden wir da auch direkt Maishexen veranstalten. Auch wenn die meisten jetzt wieder sagen, nicht die meisten. Manche sagen, schon wieder Mais. Ja, Leute, Mais. Die BGA sieht richtig gut aus. Jonas, grüß dich. Ich habe eher das Gefühl, dass hinten alles wieder rausfliegt. Kann das sein? Oh nee, es fliegt nichts raus. Okay. Am Sonntag braucht man einen ruhigen. Heißt ja Sonntag. Genau. Ob man sich jetzt Sonnen geht oder Ruhe hat. Wir brauchen einen Sonnenpark. Warum nicht Grashexe? Nee. Puff, Chaote. Herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Knuddel. Nee, Kuddel. Kuddel, Kuddelmuddel. Okay, herzlich willkommen. Aber ich glaube, ich mache gleich schon eine Map-Verstellung. Ich glaube, ich bringe euch gleich Hirsehexeln. Ja, hier, GPS-Hexeln, ne? Ich überlege gerade, oder ich spiele gerade noch mit dem Gedanken, dass ich euch später noch ein Video online stelle mit der Map-Vorstellung von der Ortsgefahr. Mal gucken, wenn ich Lust dazu habe. Mr. WOT, World of Tanks, ne? Was geht? Schön, dass du da bist. Herzlich willkommen. So langsam muss mir mal einer schreiben, wo ich mit meinem MF hinkommen soll. Wo sind die Ropermäuse unterwegs? Sehr geil, Paul, und hat Spaß gemacht, oder? Zu viel Mais ist nicht gut. Wieso? Kriegen wir dann Maisfieber? Sag mal, Andy, bei wie viel 1000 Litern bist du eigentlich schon? Weil ich habe das Gefühl, ich schiebe hier und schiebe und irgendwie verändert sich nichts. Jonas, Ausrufezeichen mitspielen. Da bekommst du Servernamen und Passwort, eigentlich alles, was du brauchst, um mitzuspielen. Macht es im L22 was, wenn man die Gerste und Regen draußen liegen hat? Nö. Ich weiß jetzt nur nicht, ob es was macht, wenn du mit Seasons spielst. Hallo Juli, moin. Grüße dich. Aber vorputzen, JCB? Nee, geputzt wird hier noch nicht. Geputzt wird erst zum Feierabend. Nein. Tschüss! Rechne es erst am Schluss zusammen, aber hab erst 7 Zahlen. Okay. Nein. Es ist unglaublich. Leute, es ist ein Platz frei. Wer joinen will, kann gerne joinen. Es ist aber unglaublich, wie die hier einfach alle fahren, als wäre es ihnen schillegal, wie sie fahren. Ich muss mir das immer mal so vorstellen, wenn die so in Real Life spielen oder fahren. Wirklich, wenn so einer mit dem Traktor so in Real Life umgehen würde. Junge, der Chef, der würde den eiskalt rausschmeißen, Kündigung fristlos, keine Abfindung. Die Polizei wahrscheinlich noch 2 Jahre ins Gefängnis wegen Sachbeschädigung mit Absicht. Wahrscheinlich auch noch 3 Tote dann. Das ist, oh. Was ist das hier? Hallo! Guck mal, wir tanzen Samba mit mir. Samba die ganze Nacht. Limbo! Wie tief kannst du gehen? Schnell weg hier. Turbo, frag mich nicht. Wäre ein XCR-Hex-Event auf einer 16-fach-Map möglich? Ja. Klar. Oh, warum leckt das denn? Alter Verwalter. Leute, was ist mit... Adi, ich muss dich leider gerade mal rausschmeißen. Das lag tatsächlich an Adi. Sorry, Adi, geht leider nicht. Valentina, herzlich willkommen. Just, einen wunderschönen. So, ich habe keine Ahnung, wo ich hinfahren muss. Ich fahre einfach mal zu 5. Fabian, warum guckst du ein Mädchen da beim Stream? Hallo! Fabian, komm mal in mein Alter, komm mal in meine Streaming-Zeiten und dann wirst du das verstehen. Das muss aber jeder für sich selber entscheiden. Fabian, wenn ich hier jedem es zulassen würde, einfach zu machen, was er will. Was meinst du, Fabian, was wir hier für ein Chaos hätten? Die Streams würden einfach keine Laune mehr bringen.
Ich stelle mir mal vor, Fireman, ich lasse hier jeden rein, der meint hier einfach nur S-C-H-E-I, scharfes S-E zu bauen. Ich spreche nicht mal das Wort aus, ja, weil ich kinderfreundlich, jugendfreundlich bleiben möchte. Boah. Naja, wenn ich jetzt hier jedem es zulassen würde, ach, mach doch, was du willst, und wenn du mit 300 gegen den Zaun fährst, interessiert mich doch nicht, kannst du vergessen. Da hast du Chaos vorprogrammiert, da wirst du niemals einen ordentlichen Server hinbekommen. Und deswegen, auch wenn es für dich so klingt, als wäre ich dann ein Mädchen, also erstmal beleidigst du ja dann auch noch die weibliche Abteilung hier, weil du mal meinst, die Mädchen regen sich immer so auf, oder die Frauen, das stimmt ja auch nicht. Ja? Nur anders geht es nicht. Ich könnte mich jetzt gerade auch darüber aufregen, warum der Server laggt. Warum laggt dieser verkackte Server, Leute? Es ist ein Dedi-Server, ein Dedicated-Server. Es ist nicht mal der von Giant selber. Na, ich glaube eher, nice, weil wenn du so mit dem Traktor in Real Life fährst, dann kannst du auch ganz schnell sterben, ne? Also Simone, moin. Da gibt ja sowas wie so einen Aufprall. Und bist ja, wer ist im Traktor angeschnallt? Keiner, oder? Jetzt mal Hand aufs Herz. Wer von euch schnallt sich im Traktor an? Okay, der Server-Lag, der ist gerade die Krönung hier. Ich fahre nicht mal Vollgas, weil ich Angst habe, mich hier irgendwie reinzuschmeißen, ey. Echt jetzt, Wolfgang? Okay. Deswegen ja Kaboom, auf jeden Fall. Dann kommen wir wieder Maissex Austin Farm. Siehst du hier, guck mal, keiner schreibt, ich schneide mich im Traktor an. Hallo Linus. Hab meine Alex heute Morgen früh gefragt, was Frauen wollen, die redet immer noch. Was? Okay, auch geil. Also ihr müsst das mal so überlegen, Leute. Wenn euch frontal einer reinfällt, ihr fliegt durch die Scheibe und im schlimmsten Fall seid ihr tot. Im schlimmsten Fall wirklich. Hallo Tina, grüß dich. Betonauto, Vorsicht. Naja, nix. Oh man, Soccer Bro. Sonntag. Ich hab noch vor, Kuchen zu essen. Muss ich hier überhaupt hin? Ich weiß gar nicht, ob ich hier hin muss. Hallo Daniel, mir geht's gut, wie geht's dir? Entschuldigung, wenn es ein bisschen leckt, Leute. Ich weiß nicht, woran es liegt. Vielleicht an irgendeinem Spiel auf dem Server. Keine Ahnung. Okay, die sind hier auf jeden Fall schon mal fertig. Das sieht doch schon mal gut aus. Ich gucke jetzt einfach mal, ob hier noch was benötigt wird. Ja, Andy hat es ja erzählt, kein Problem. Stimmt, heute ist ja Sonntag. Hast du jetzt ehrlich gedacht, es wäre heute Dienstag? Ah, Paul, safety first, ne? So, ich gucke mal kurz, aber ich glaube, das kriegen die... Ne, hier werde ich nicht mehr gebraucht. Okay, wunderbar, das sieht gut aus. Hier werde ich auf jeden Fall nicht mehr gebraucht. Samstag ist leider schon vorbei. So. Die werden hier nicht mehr. Die Europa-Maus muss dann gleich mal gucken. Ne? Europa-Maus, bitte mal mit den anderen kommunizieren, welche Felder schon abgeerntet sind. Was liegt hier? Moment. Geil. Hier liegt einfach mal Silage rum. Auch gut. Geil, ey. So, fahren wir Feld 2, 3, 4. Da wird schon gerufen. 2, 3, 4. Okay, kriege ich hin. Echt, Mods, das ist Safety First. Ich sehe das genauso. Ich finde das ganz, ganz wichtig. Alles klar, Tim, mach's gut. Danke fürs Zuschauen, danke fürs Mitspielen. Cool, dass du mit dabei warst. Leute, 39 Leute, die noch abonnieren müssen. Vielleicht schaffen wir noch die 800 Abos in dem heutigen Stream. Ich würde mich auf jeden Fall sehr drüber freuen. 800. Finden, jeder kann mitspielen, aber selbstverständlich. LS, ich spiele auf PC. So.
So, jetzt müssen wir kurz mal hier gucken. Da ist Gesocks. Was, ein Gesocks am Fahren? Entschuldigung, das ist nicht böse gemeint. Er weiß, wie ich das meine. Hallo Gamer Alex, herzlich willkommen. Schön, dass du mit dabei bist. Ist besser und gibt ein sicheres Gefühl. Genau, weil es kann ja mal ganz schnell passieren, dass es Puff macht und du weg bist, ne? Fan-Armee, ich hoffe, du hast nicht hier reingepupst. So, ich bin da. Wo machen wir die Miete? Wo kommt die Miete hin? Ich habe keine Ahnung, wo die Miete hinkommt. So. Muss ich hier nur noch erfragen, wo hier die Rübenmiete hinkommt. Die werden die ja hier irgendwo am Machen sein. Ich weiß nur noch nicht wo. Mal schauen, muss morgen vielleicht mit unserem 939 fahren. Hab gerade einen Fliegel Dreiachser zum Testen. Oh, geil, Paul. Sehr cool. Ein Fliegel Dreiachser. Cool. Fanpower einfach mal. Löscht den einfach mal und installieren einmal komplett neu. So, ich muss mal kurz über die Map laufen hier. Erst einmal, damit der hier alles lädt. So, weil ich sehe ja die Hälfte nicht. So. Und dann muss ich herausfinden, wo die Rübenmiete ist. Finn, das wäre weiß Feldbewohner. Findest du über Ausrufezeichen mitspielen, dann kriegst du dann auch direkt das Passwort mit dabei. Dann kannst du gerne joinen. So, einmal kurz. Ah, da ist eine Rübenmiete. Okay, da ist eine. So, die sind fleißig am Ernten. So. Oh, hier ist gleich schon fertig. Ah, und da ist auch eine Miete. Okay. Also haben wir eine Rübenmiete hier. Eine Rübenmiete da. Dann würde ich nämlich damit dazu kippen. Die ist zwar ein bisschen beschissen angelegt, weil die genau in der Durchfahrt ist. Warum nutzen die eigentlich die Wege? Warum kippen die das? Ich verstehe gar nicht, warum kippen die das auf den Weg? Leute, hier, eine Rübenmiete entsteht am Feldrand, aber doch nicht auf einem Weg. Warum kippen die das auf den Weg? Ich verstehe das nicht. So, ich bin jetzt da am Stehen. Ich hätte jetzt eine hier entlang gemacht. Hier entlang eine schöne Rübenmiete hin. Dann kann die Europamaus nämlich von da anfahren und das auch wunderbar abernten. Aufnehmen, wird ja nicht abgeerntet. Aber doch nicht mitten auf den Weg, vor allem das ist der Durchgangsweg. Müsste jetzt eigentlich ein riesengroßer Radlader kommen, das erstmal umschöffeln hier. Da können wir ja gleich nicht mehr durchfahren. Das verstehe ich leider noch nicht so ganz. Was höre ich hier für Radio? Schon besser. So, wo wird denn jetzt hier Abfahrer gebraucht? Da ist einer, da ist einer. Da ist einer. Da hinten ist er. 1, 2, 3, 4. Mach. 1, 2, 3. Moment mal, wo ist die fünfte? 1, 2, 3, 4. Ach, die fünfte. Ne, Moment mal, wo ist die fünfte Rübenmaus? 1, 2, 3, 4. Ach, die fünfte ist bei 25. Okay. Ich habe mich gerade echt gefragt, wo ist die fünfte Rübenmaus? Ich verstehe es nicht, ich meine die ganze Zeit nicht auf dem Weg. Vor allem, wir können ja auch die Mieten zusammenlegen, Leute. Wir müssen ja nicht vier einzelne Mieten machen. Wir können uns die Mieten... Ich hole jetzt einen Radlader. Ich muss das jetzt umbauen, Leute, das geht so nicht. Kann ich nicht auf mir sitzen lassen. Also, nein, was heißt, kann ich nicht auf mir sitzen lassen? Ich rück jetzt hier mit Andy aus, Leute. Andy und ich müssen jetzt ausrücken hier. So. Wir wurden zum Einsatz gerufen, Leute. Let's go. Wir müssen jetzt hier ausrücken. Mit wie viel Geld hast du angefangen? 100.000 Euro. 100.000 Euro hatten wir auf der Map. Und durch unsere BGA haben wir natürlich jetzt einiges erwirtschaftet. So, wir wurden zum Einsatz gerufen, Leute. Andy und ich, ne, Radlader, ahoi. Es ist wie bei einer Gemeinde. Auf geht die wilde Fahrt.
Boah, Alter, da kriegst du ja ein Ömmel hier bei dieser Musik. Das ist doch bäh. So, wir müssen die Wege freiräumen, Leute. Die Wege wurden zugekippt. Henrik, nächster Wechsel, ja, so zwischen Viertel nach und halb ungefähr. Philippe Camara, willkommen im Stream. Schön, dass du da bist, dankeschön. Kannst du den Deutsch rausnehmen? Nein, dann müsste ich den gesamten Server schließen. Löscht ihn, installiert ihn euch nochmal neu, startet das Spiel neu, irgendwann geht's. Wir haben es ja auch irgendwie geschafft. 27 noch? Ne, 37 noch, nicht 27. 37 Abos sind es noch. Dankeschön, Leute, für all die, die abonnieren. Lasse Noack, grüß dich, herzlich willkommen. An welchem Datum ist das nächste Meisterhexen? Lewe, das weiß ich noch nicht. Immer noch bitte daran denken, dass YouTube für mich ein Hobby ist, nicht mein Beruf. Wenn es jetzt mein Beruf wäre, dann hätte ich einen Streamplan. Dann könnte ich dir auch sagen, ja, dann und dann bin ich dann und dann live und da machen wir das und da das. Dann wird es so einen durchgängigen Streamplan geben, aber es ist nach wie vor mein Hobby. Ich mache es nach Lust und Laune und Zeit. Und das Meisterhexen und Küt, wenn nicht Meisterhexen und Küt. Mit Küt, wenn nicht Küt. Henrik, moin, grüße dich. Schön, dass du da bist. Ich finde es so lustig, wie die Fußgänger die ganze Zeit hier nur im Kreis laufen. Die gehen ja wirklich den Gehweg hoch, drehen am Ende des Gehwegs und gehen wieder zurück. Die wollen bestimmt nur Schritte sammeln. Das weiß ich nicht, Tina. Wahrscheinlich jetzt gerade nicht, weil der Server voll ist. Ich liebe diese Glas-Traktoren. Glas-Radlader. Alexander, moin. Ich finde die echt geil. Ich weiß nicht, irgendwie... Haben wir's. Sind 9.14 ist das jetzt. 19.14. Also der ganz große. Ich finde die richtig geil. Die werden wir auch so schnell, glaube ich, nicht weggeben. Die haben aber auch erst eine Stunde gelaufen, ne? Damit sind wir eigentlich mehr in der BGA unterwegs. Dass wir jetzt hier zum Sonderauftrag gerufen werden, ist wieder was anderes. Michaela, grüß dich. Das ist schon wieder eher eine Besonderheit, dass wir zu so einem Spezialauftrag gerufen werden. Rüben umlagern. Schrecklich, oder? Wann hat er gesagt, Tina, zwischen Viertel nach und halb ungefähr würde ich tatsächlich den nächsten Wechsel machen. Gabriel, das weiß ich noch nicht. Kann ich dir nicht sagen. Hast du eine sagen? Ja, Markus, ich habe eine von Alice Seitenkonsolen. Also Alice-Seitenkonsolen auf Instagram. Ist ein Partner von mir. Ich habe ein bisschen dabei geholfen, ihm die Seitenkonsole für die PlayStation und die Xbox zu entwickeln. Und ja, da habe ich mir dann damals auch eine dazu geholt. Ich habe allerdings... Oh, Entschuldigung, DM. Hallo Gabriel, grüß dich. So. Schauen wir mal, dass wir das ein bisschen umgelagert bekommen. Da fehlt noch eine Sirene. Nee, da fehlt noch so richtige... Weil eigentlich hat der schon eine Hornhupe, ne? Eigentlich hat der schon eine Hornhupe. Aber die könnte ruhig ein bisschen lauter sein. So. Rübenmiete umlagern, Leute. Hier ist leider ein bisschen Chaos entstanden. Eine Rübenmiete gehört ja im Regelfall an den Feldrand. Und ja, das hat hier nicht so ganz wollen sein. Deswegen müssen wir dieses bisschen umlagern. Wir haben nämlich hier jetzt tatsächlich nicht mehr die Möglichkeiten, einen Traktor lang zu fahren. Ja. So, Ostfarm ist gerade eine Feuerwehrsirene runter. Wie eine Feuerwehrsirene runter. Was meinst du mit Feuerwehrsirene runter? Michaela, du kannst jederzeit gerne mitspielen. Ich spiele ja zu 95% im Multiplayer. Was warst du? Das abgeben, kein Problem, alles gut. Ich hätte jetzt keinen rausgeschmissen, nur weil er hier die Miete komisch liegt. Dann haben wir nichts was zu tun hier. Und Leute, auch schön in die Länge ziehen, ne? Also nicht alles auf eine Position abkippen. Ihr dürft das auch richtig schön in die Länge ziehen. Aber ich glaube, ich muss das hier doch keinem erzählen, wie das geht. Ihr seid doch bessere Landwirte, als ich es in dem Spiel hier bin. Ihr seid da wohl wesentlich bessere Mietenfahrer als ich. Leute, ich habe bei der Landwirtschaft gar keine Berührungspunkte.
In real life jetzt. Ja, Tom, perfekt. Kann halt nicht in-game chillen. Mike, das ist gar kein Problem. Bist du ja auch nicht zu verpflichtet. Ich hab geschlafen und dann am nächsten Morgen um 8 Uhr ging die Sirene los. Echt? Wie geil ist das denn? Das wäre ja mal eine coole Sache, wenn es eine Feuerwehrsirene auf der Ortsingfarm gibt. Also wie gesagt, ich wollte da gleich vielleicht noch zum Streamende eine Map-Vorstellung zu machen, die ich euch dann online stelle. Damit ihr schon direkt mal wisst, wie es auf der Ortsingfarm abgeht. Tina, es sind Mod-Hub-Mods, die kannst du dir frei herunterladen. Leute, bringt mir die Jukebox zum Laufen, ich würde mich auf jeden Fall sehr darüber freuen. Stellt wie immer schön das Abo auf öffentlich, besser könnt ihr es dann eigentlich nicht machen. Aber jetzt überlegt mal, guck mal, wie viele tausende Liter das hier sind. Das ist geil, Moritz. Also jeden Morgen um 8 Uhr geht die Feuerwehrsirene los. Geil gemacht, was da BSM reingebaut hat. Haben die vielleicht so ein paar Sondersachen noch gemacht. Ich find's super. Hey, der Witz, ja. Wie viele tausende Liter liegen hier bitte schon? Vor allem, die haben die schon so breit gezogen, dass ich jetzt versuche, hier noch ein bisschen zu unterstützen. Oh mein Gott, Leute, ich hätte niemals gedacht, dass das so viel wird. Das geht so schnell, guck mal, der schafft es nicht mal, die nachzuladen. So schnell geht das hier. Ja, Mamus, grüß dich, schön, dass du da bist, herzlich willkommen. Wahnsinn, das hätte ich nicht gedacht, dass das so schnell hier geht. Wow. Die sind hier so schnell am Abfahren. Da kommst du nicht mal hinterher, Leute. Ich bin jetzt gerade hier so ein bisschen die Miete am Langziehen, damit die Europa-Maus, die gleich kommen wird, das irgendwie hier gestemmt bekommt. Und diese krasse Miete auch weggefahren bekommt. Also bin mal gespannt, ob sich da was ergeben wird. Wahnsinn. Krasse Miete, Leute. Echt krasse Miete. Bis 8 Uhr geschlafen, dann geht die gerade mal im Minutentakt einmal. Ich schaue die jetzt nochmal rum. Das ist geil. Vor allem, man müsste mal herausfinden, wo sie ist. Vielleicht gibt es ja dann sogar so eine kleine Feuerwehr. Eventuell. Alessandro, moin, grüße dich, schön, dass du da bist. Hallo HCR und Call of Duty Player, mache gerade mal einen Trainer für schon, sehr geil. Cool. Hallo Margit, ich bekomme den LS zu Ostern, sehr cool, viel Spaß dabei. Wenn du Bock hast, da mitzuspielen, darfst du das bei uns natürlich auch sehr gerne mal tun. Ja, ist frei überlassen, kannst dann gerne im Server joinen und natürlich auch ja, bei uns gerne mitspielen. So ist alles weg. Moment, ich muss hier nochmal kurz lang. Ja, da so ein bisschen kriegst du, Andy, kriegst du die Reste dann noch so ein bisschen weg. Hier auf einmal jeder Abfahrer hier. Ja, wir machen jetzt hier eine große Miete hin. Und dann passt das schon. Okay, schade, das wäre geil gewesen, oder Moritz? Wenn jetzt doch wirklich so eine kleine Feuerwehrhalle gewesen wäre. Jetzt nicht, dass ich hier Feuerwehrmods haben will, aber irgendwie hätte doch was gehabt, oder? Aber ich finde es allein schon geil, wie krass die Ortsumfarm umgebaut haben. Ich bin mal selber gespannt, ja, wie die sich spielen lässt. Und wie gesagt, ich habe auf dem Screenshot auf ModHub die BGA gesehen und die fand ich tatsächlich sehr interessant. Hör mal, Bulldog. Miete kennst du, ne? Wie schaffst du das, den Arm so schnell zu bewegen? Ich krieg die Maus nicht so schnell bewegt. Noah, du kannst das in den Einstellungen einstellen.
Armgeschwindigkeit. Ich habe sie, glaube ich, auf 275% stehen. Das kannst du frei einstellen. Ich habe das Gefühl, bei Bulldog lädt die Miete nicht ordentlich nach. Der sieht die nicht so ganz. Das ist eine schöne Miete, oder? Ich finde, das ist eine schöne Miete. Wenn ihr die Mieten nicht seht, Leute, dann einfach einmal kurz aussteigen und einmal zu dem, ne, einfach mal hier hinlaufen, gucken und dann lädt die nach und dann seht ihr die auch. Das sind einfach Ladeprobleme vom Multiplayer her. Die müsst ihr euch einfach mal kurz anzeigen lassen. Hallo Barbara, moin. Welche Map ist es, auf die du spielst? Feuerlord. Wir spielen gerade auf der Allstream. Ach, auf der Allstream Farm. Auf der Erlengrad. Hi, Schmieröl, moin. Schön, dass du da bist. Grüß dich. Markus, herzlich willkommen. Solange die Miete nicht zu teuer ist, 3,50 Mark. Mehr würde ich dafür auch niemals bezahlen. Hallo, Elias. Ich grüße dich. Entschuldigung, Timo. War nicht geplant. Sorry, sorry, sorry. Ja, ja, ich lasse dich schon wieder runter. Sorry, Timo. War nicht geplant. Welchen Einstein ist das zu finden? Wo ist was zu finden? Und wir sind ja auch noch vorbildlich für unsere Rübenmaus. Damit die eine schöne, glatte Bahn hier ziehen kann, ne? Ihr müsst uns auch dran denken, ne? Die, die bei der Rübenmaus abfahren. Es wäre ganz gut, wenn das die mit den großen Anhängern sind. Stocks, ich hab's euch gerade schon gesagt, steigt aus und aktualisiert die Rübenmiete. Ja, also die, die dann bei der Rübenmaus abfahren, es wäre schlau, wenn ihr diejenigen seid, die mit den großen Anhängern dann abfahren. Ach so, nur, nein, du gehst ins Spielmenü. Fahrzeugarmgeschwindigkeit ist das. Yo, Blackout! Moin, was geht? Herzlich willkommen, schön, dass du da bist. Danke fürs Einschalten. Marc, einen wunderschönen. So, das sieht doch schon ganz gut aus. Also jetzt haben wir die Rübenmiete nämlich auch so angelegt, dass wir halt immer noch die Möglichkeit hier haben, auch dran vorbeizukommen. Schmiel, bestens, wie geht's dir? Schön, dass du da bist. Das ist halt auch wichtig, ne? Jo, Nils, moin! Was geht? Herzlich willkommen. Agranik, herzlich willkommen, Livestream. So. Ja. Perfekt, würde ich sagen. Hast du eine PS4? Ja, ich habe eine PS4. So, Marc Keister, Castor. Nix geht, den Sonntag genießen. Mit oder ohne Stream? Vorsicht, Tim, da ist eine Miete. Ja, Tim, da ist immer noch eine Miete. Tim, ja, das ist eine Miete. Genau, Tim, fahr ruhig über die Miete. Die muss gut verdichtet werden. Die Miete ist eine 7 von 10. Was, so schlecht bin ich? Mann, du. Ich habe jetzt auch den LS22 Schmieröl, sehr cool. Dann, ja, viel Spaß dabei. Naja, falls du da mal Bock hast, Multiplayer, kannst du auf jeden Fall sehr gerne mal bei uns mitspielen. Wieso immer Mitspieler, auf jeden Fall. Ich werde jetzt auch gleich wieder durchwechseln, na, also macht euch bereit, an die, die mitspielen wollen. So, perfekt, Rübenmiete wird aufgenommen. Ja, natürlich, Bulldog hat natürlich auch seine Heizung an, deswegen sitzt er da oben auch im T-Shirt. Ja, natürlich Blackout, jeder kann mitspielen. So, da hat er jetzt ein bisschen was zu tun. Da hat er auf jeden Fall jetzt ein bisschen was zu tun.
Mit Kaffee und Stream, perfekt, Nils. Perfekter Sonntag, oder? Wir haben ein Case 1455 XL, sehr cool, Jakob. Mag Ausrufezeichen mitspielen. Gerader und gleichmäßiger. Machen die das auch in Real Life? Nee, oder? Da ist das auch nicht so perfekt gerade, jetzt sage ich mal. Hast du deine PS4 schon angemeldet? Klar, Margit, ich spiele ja schon seit der PlayStation 1. Okay, da gab es noch kein Internet. Oder beziehungsweise gab es schon Internet, aber kein Online. Seit PS3. Ja, Blackout, alles bestens. Ich hoffe, dir geht's auch gut. Auf jeden Fall, wenn der Rücken nicht so rumzicken würde. Ah, können wir uns direkt zusammentun, Nils. Moin Moin, Dieselaffe, willkommen zurück. So, schön darauf achten, dass dir alles gut geht. Hallo Sam, kannst du bitte noch warten mit dem Wechsel, denn ich muss die Mods installieren. Tina, ich wechsle dann, wenn wir den Wechsel machen. Hab ja gesagt, zwischen Viertel nach und halb wird der Wechsel stattfinden. Das läuft sehr gut. Das läuft echt genial. Ich hätte nicht gedacht, dass wir in dieser Masse doch so viel wegbekommen. Ich bekomme immer Bock auf LS, wenn ich dir zuschaue. Wie viel Bock kriegst du dann auf Fortnite, wenn ich Fortnite spielen würde? Heide Witze, dann würdest du mit mir Duo machen bis zum geht nicht mehr. Ganze Nacht durch. Auf Sofa liegen, Stream genießen und mit der Katze faulenzen. Perfekt, Iveco. So sieht ein Sonntag aus. So sollte ein Sonntag aussehen, ja. Mein Jonas, grüß dich, schön, dass du da bist. So. Drehen. Yep. So. Dann würden wir krank grinden, mein Freund. Alles klar. Ich spiele ja offline Fortnite. Aber ich bin voll der Noob noch. Also mit dem Bauen, das kriege ich langsam wieder hin. Ich weiß noch, wie früher PlayStation, da bum bum bum, war da ein Turm entstanden. Aber jetzt, da musst du echt wieder reinkommen, ne? Ich habe ja 3 Jahre lang nicht mehr gezockt. Hallo Tom, moin. Bestens, wie geht's dir? Oh, Andy muss jetzt auch weg. Na toll, jetzt habe ich keinen Aufpasser mehr hier. Alles klar, Jona, macht das viel Spaß. Warum machst du nicht jede Stunde Wechsel? Naja, Schmiel, weil ich eigentlich möchte, dass jeder irgendwie die Chance bekommt, mitzuspielen. 50.000 Special Stream, Fortnite Stream mit mir. Ja, natürlich. 12 Stunden lang. 50.000 Abonnenten Special, 12 Stunden lang Fortnite. Ja, auf jeden Fall. Glaub mir, 2. Runde, ich mach aus. Ich habe ja sowieso nicht vor, es unbedingt im Stream zu bringen, ne? Ich spiel das einfach nur so. Nein, das war ein Witz. Ich spiele das einfach nur mal zwischendurch so ein bisschen offline. Das ist ein bisschen. Keine Ahnung. Einfach was anderes sehen. Und mal gucken, wie schlecht man noch ist. Nein, nein, im Livestream bringe ich das nicht, Leute. Genau, Tom, wir machen eine Rübenmiete, weil wir haben 5 Rohre am Laufen. Machen das eine Rübenmiete. Mit kleinen Anhängern und dann kommen die mit ihren großen Anhängern, laden das um und fahren es in die BGA. In der BGA haben wir uns ein Lager gebaut. Tina, ich denke mal doch schon so 16 Uhr, vielleicht 16 Uhr, müssen wir mal gucken. Ich will, denke ich mal, aber auf jeden Fall noch die Ortstream Farm als Map-Vorstellung machen, weil ich die Ortstream Farm einfach liebe. Könnte man vielleicht noch eine Map-Vorstellung zu machen. Dass ich das sonst gleich eventuell noch mache. Und dann schauen wir einfach mal. Das Rübenhäckseln soll ja auch nicht an einem, oder Rübenroden, soll ja auch nicht innerhalb von einem Tag erledigt sein, ne? Soll ja schon ein bisschen länger gehen, ne? Ich will nicht nur ein Stream lang hier Rübenroden, soll schon ein bisschen länger laufen. Tom, in spätestens 10 Minuten. Hallo Simon, grüß dich, moin. Manchmal bin ich zu schnell für den Chat. Eigentlich sollte ich bei der Rübenmaus fahren, ne? Ich habe einen ziemlich großen Anhänger. Super Ingo, moin.
Okay, Mr. WGT, mach's gut, danke fürs Zuschauen. Servus, best of Fendt. Ich fahre leider gerade im F. Eigentlich müsste ich da vorne, der Fendt mit der Krampemulde, der müsste eigentlich hier beim Rübenroder fahren und ich müsste eigentlich bei der Maus fahren, ne? Weil ich habe eigentlich einen relativ großen Anhänger. Also eigentlich sehe ich das auch so, der Timo sollte eigentlich hier an der Rübenmaus fahren und ich sollte hinten am Rübenroder fahren und ich sollte an der Rübenmaus fahren. Ja, natürlich, Michael, Crossplay immer. Nützt ja nichts, wenn ich mit meinen 30.000 glaube ich sind es, mit meinen knapp 30.000 Litern hier unterwegs bin. Ich habe nur darauf gewartet. Zack, Permaband, tschüss. So, was mit Yannick? Warum fährt der nicht mehr? Okay. Und ich mit meinem großen Anhänger eigentlich da fahre, ne? Dorfkind, moin, bestens, wie geht's dir? Andre, ich spiele mit Lenkrad und meinem Controller. Jessica, Ausrufezeichen, mitspielen. Ein Plätzchen ist gerade frei geworden. Guck zum Beispiel hier, Fan. Der sollte bei den Rodern fahren, der hat einen relativ kleinen Rudolf-Anhänger. Und ich sollte bei der Maus fahren. So sehe ich das doch eigentlich richtig dann, ne? Auch hier jetzt, hier vorne, mit einem MF, das ist der Gamer, der auch mit einem großen Josken-Hänger hier unterwegs ist. Ne? Und der Klasse sollte eigentlich auch beim Roder fahren. Also so sehe ich das jetzt. Und die fahren mit den kleinen Anhängern einfach nur die Miete. Wir transportieren das dann mit den großen Anhängern weiter. Mein Hof, Wojciech, wenn ich gleich zur BGA fahre, da ist unser Hof. Kann ich dir gerne zeigen, ist aber nichts Spektakuläres. Auch gut, wollte eigentlich heute Skifahren, habe aber keinen Parkplatz bekommen. Hä? Man fährt Skifahren, findet aber keinen Parkplatz, dann fährt man doch nicht wieder zurück. Dann parkt man doch außerhalb und gut ist. Oder sehe ich das falsch? Ich sehe das doch nicht falsch, oder? Dann sucht man doch sich außerhalb einen Parkplatz. Ich würde doch niemals dann umdrehen und sagen, ach, ne, ich habe keinen Parkplatz gefunden, ich gehe doch kein Skifahren. Das ist doch viel zu schade. So, wo ist der Überlader? Seh nix. Da ist er. Okay, Moritz, danke fürs Zuschauen. Tschüssikowski. Sollte schon gehen. Ich glaube, man muss ein bisschen weiter vorfahren, ne? Ich stehe auch ein bisschen beschissen, ne? Jetzt geht's. Ha! Bist jetzt allein kein Wort mehr da. Ja, ja, ich weiß. Das ist so geil, wie schnell das Ding voll wird. 90, 92, 95. Zack, 100. Voll! Was macht Tim? Ich hoffe, er will jetzt nicht die Arbeit eines Rübenroders abnehmen. Eine Rübenmaus. Tim, dafür haben die Rübenmaus, ne? Guck hier, Timo, wie gesagt, Krampemulde, schön die Miete bauen. Das läuft.
Bin ich jetzt für immer gebannt, hat's er? Ach, du warst das. Warst du dieser Camo? Erstmal bist du gebannt, ja? Bis ich mitbekomme, was der Grund war. Das ist gar kein Problem. Unsere schöne Baumallee. Ich wohne 10 Minuten davon entfernt und hatte auch ehrlich gesagt keinen Bock, 15 Minuten zu warten, nur um in den Lift zu kommen. 10 Minuten, warum gehst du da nicht zu Fuß? Aber dann ist es krass, dass es so voll ist, okay? Na gut, es ist Sonntag, ne? Internet hat geleckt, okay. AC, also beim nächsten Mal setze ich voraus, dass du vielleicht nicht mit 70 Sachen an uns vorbeiknallst. Na, man muss nicht immer Vollgas fahren. Selbst ich mache das nicht. Ne? Ich könnte jetzt auch hier mit über 50 Sachen fahren, aber ich sehe das ein bisschen anders. Ich fahre da mal gerne nur 40, also auf Halbgas, und dann ist das so. Na, und wenn ich sehe, es ist frei, dann gebe ich auch mal ein bisschen mehr Gas. Ja, hat ja alles gut. Ne? Also, es ist nicht so, dass ich hier nicht jedem noch eine Chance gebe. Ihr müsst mir nur... Nein, ihr müsst euch keine gute Ausrede einfallen lassen. Ihr müsst mir einfach nur sagen, was passiert ist, und dann geht das schon. Alexander, herzlich willkommen. Ich habe jetzt einen Kratzer über mein Display, der mit Gelb umrandet ist. Wieso hast du einen Kratzer in deinem Display? Volker, sehr cool. Wir spielen auch LS22. Hast du den Gelb überrandet, damit man den Kratzer sieht? Oder warum umrandest du den Gelb? So. Krass, 2,5 Stunden sind wir schon dran, Freunde. Lasst mich kurz in die BGA fahren. Wenn ich in BGA angekommen bin, gibt es den Wechsel. Und dann könnt ihr die nächsten joinen, wenn ihr Bock habt. Oh, auf die Fliesen. Ei, Moment mal. Fliesen und dann nur ein Kratzer? Was hast du für ein Arbeitshandy? Ich kenne das eigentlich so, Handy auf Fliesen, Handy kaputt. Nicht die Fliese, Handy. Ein Controller ist aber schwer langsam zu fahren. Das geht, Mike. Controller kannst du ja... Ich habe jetzt das G29 mit Gaspedal. Aber du kannst ja am Controller auch da, wo du Gas belegt hast, das ist ja meistens R2 und L2, kannst du ja auch nicht voll durchdrücken, sondern nur halb drücken. Finn, wir spielen auf der Erlengrad. Morgen startet unser Projekt auf der Oldstream Farm. Macht ihr die Karte heute leer? Nee, Jason, das schaffen wir heute nicht. Wir können die Karte nicht leer machen, aber die Abos voll, wenn ihr Bock habt. Gerne kostenfrei abonnieren, Leute. Ihr denkt mal, ihr wisst, wie es geht. Es kostet euch keinen müden Cent. Bevor wieder die Fragen kommen, ist ein Abo irgendwas mit Kosten? Nein, kostenfrei. Okay, Jakob, die Meinung darfst du frei vertreten. Natürlich, wenn du mehr LS19-Fan bist als 22er, dann genießen. Ein altes Huawei, da geht schon das Display heraus. Ein altes Huawei. Das hat nur einen Kratzer, krass. Was im Filter einstellen? Feldbewohner. Einfach nach dem Server Feldbewohner suchen. Du bist echt sympathisch. Jackie, dankeschön. Morgen, Jason, kommt das Oldstream Farm Projekt. Die Oldstream Farm ist am Freitagabend erschienen. Ich werde gleich höchstwahrscheinlich noch eine Map-Vorstellung dazu machen. Die werde ich auf meinem YouTube-Kanal hochladen. Und am Montag um 19 Uhr am Abend dürfte das Projekt auf der Oldstream Farm dann starten. Was für ein Projekt wir machen, werdet ihr dann sehen. Ihr werdet auf jeden Fall alle wieder mitspielen können. Und natürlich auch Crossplay. Hallo Sam, moin. Und die Hofer, die ist schon echt krass hier. Die ist wirklich fies, weil die auch steil ist. Aber wie ich hier sehe, Yannick ist schön am Schieben und Tom auch. Das läuft. Unser Lager füllt sich. Wir haben schon 1 Million Liter wohl drin. So, perfekte Zeit. Oh, Zeit für einen Schokoriegel. Jojo, grüße dich. Schön, dass du da bist. Herzlich willkommen. Ja. Kann man essen. Sehr lecker. Ohne Mods, Alexander, nein. Hat aber nichts damit zu tun, dass ich nicht will, dass du nicht mitspielen kannst, sondern Mods machen das Spiel einfach einen Ticken spannender. So, jetzt füllen die schon das zweite Silo, auch gut.
Erst ist nicht mal voll. Hallo. Genau, ich wollte ja wechseln. Leute, Wechsel. Ne, komm, Tim muss drin bleiben. Ich brauch irgendeinen Aufpasser. Tim ist jetzt mein selbsternannter Aufpasser. So. Joint dem Server. Falls keine neuen mehr reinkommen, können die alten auch wieder joinen. Ich mal kurz hier. Der Landarbeiter, moin, grüße dich. Rübendusche. Oh, schon Ende. Manu. Hallo André. Ciao. Okay, komm, mach das. Ja, Jojo, bestens, wie geht's dir? So, welcher Melf ist das? Das müsste ein 8S sein. Wenn ich das richtig sehe. MF 8S. Moment. Ne, ist gar kein 8S. Ich glaube, 8000er. Astrid, moin, grüß dich. Moinsen, Sascha. Schön, dass du da bist. Willkommen im Livestream. Ich meine 8000er oder 7000er oder 7S. Bei MF kenne ich mich tatsächlich nicht so gut aus wie zum Beispiel mit John Deere. Und wenn die Synchro jetzt gleich mal durch ist, dann kann ich euch das gerne mal zeigen, was es ist. Ich meine 7800 oder so. Nee, sogar nur ein 6000er. 6716. So. Einmal aufkippen. Oh, diese Synchro. Ja, Sam, lass erstmal die 500 Likes voll machen. Aber heute schon wieder über 400 Zuschauer, ne? So. Sehr geil, Lampe zur Qual. Der ist teuer, oder? 6716. Also das war jetzt nicht der Preis, sondern das Modellname, ne? Bei mir steht immer 6216. Wenn dann einmal 5 von 16 sind, komme ich immer erst, kommt keine Verbindung. Ah, dieses Multiplayer-Problem. Ja, es stört mich leider auch. Dankeschön, Tim. Schön, dass es dir gefällt. Ich weiß halt nicht, wie ich dir da helfen soll. Das ist so ein kleines Multiplayer-Problem. Es ist halt nun mal ein Problem. Was ich leider erstmal nicht beheben kann. Ich würde es gerne, ne? Wäre froh, wenn ich hier sagen könnte, so Leute, joint dem Server, jeder kann mitspielen. Also jeder kann ja mitspielen. Aber dass bei nicht jedem die Synchro funktioniert. Hallo Margit, moin. Natürlich ärgert mich das auch ein bisschen, ne? Ja, Finn, das geht über so eine Konsole. Wie das genau geht, kann ich dir leider nicht erklären, weil ich die nicht nutze. Das macht immer der Moritz für mich. Ich kenne mich damit leider nicht so gut aus, dass ich jetzt sagen könnte, so und so geht das. Oh Leute, es wird ein Spaß, wenn wir das mal alles verkaufen fahren hier.
Irgendwann kommt der Tag, da werden wir die ganze Hirse verkaufen, die ganzen Zuckerrüben verkaufen. Das wird ein Spaß. Glaubt mir, Leute, das wird ein richtiger Spaß. Den ganzen Kram verkaufen fahren. Da freue ich mich schon echt drauf. Hendrik, wir wechseln gleich nochmal durch, keine Sorge. Ich denke mal, einen Wechsel kriegen wir auf jeden Fall noch hin. Hallo, Mann, grüß dich. Habe ich was verpasst? Bin gerade gekommen. Ja, ein bisschen. Also, es kommt immer darauf an, wie man sich das deutet mit dem verpasst. So, Leute, schön bis in die Ecken, ne? Ganz, ganz, ganz wichtig. So, da vorne treffen sich schon wieder zwei Chaoten, Kefka und Max. Immer gut. Wenn du aus dem Spiegel rausguckst und im Augenwinkel irgendwo siehst, so, ja, da knallt's jetzt. Boah. Also gibst du dann nochmal Gas und das Ding ist schon längst wieder unten. 500 Daumen, Leute, Dankeschön. Vielen, vielen Dank, hallo Moritz, für 500 Daumen nach oben. Okay, da geht nichts mehr. Jetzt ist voll. Komm, Max, kipp rein. Kipp rein, das Dingen. Hallo, Margit. Grüß dich. So, Leute, wenn der Tank leer ist. Wir haben in der BGA ein Pickup stehen mit einer mobilen Tankstelle. Den könnt ihr euch gerne nehmen und eure Roder oder sonstiges vollmachen. Oder ihr fragt einfach einen, ob der mal vorbeikommt. Jason, 17:18, nee. So lang, denke ich mal, werde ich es nicht unbedingt machen. Weil wir haben ja jetzt schon 2 Stunden 40 voll. Also ein Standard-Livestream ist so zwischen 2,5 und 3 Stunden. Irgendwo danach sage ich dann immer so, jetzt macht der Rücken zu. Da muss ich ja auch immer ein bisschen dran denken, ne? Gesundheit geht vor YouTube. Moment, ich habe... I got a message. Hallo Michi, moin. Alex, welcome back. Also jetzt habe ich euer... Ah, Fan, PG-Fan. Jetzt joint wieder einer den Server, der nennt sich PG-Fan. Warum nennen die sich so? Hallo OBS, mir geht's gut, wie geht's dir? Schön, dass du da bist. Wo kommen die Abfahrer? Wo bleiben unsere Abfahrer? Die müssten eigentlich hier am Laufen sein, wenn die Europamaus erstmal loslegt. Wir haben immerhin 2 Ropa-Mäuse. Ich weiß jetzt zwar nicht, ob sie beide am Laufen sind, aber wir haben eigentlich 2 Stück. Wie lange braucht man, wenn man die ganzen Rüben in Paletten abfüllt, verlädt und verkaufen fährt? Sollen wir es testen, Thomas? sollen wir es testen? Hallo FCB-Profi, moin. So, da kommt schon der nächste Abfahrer. Die Ropa-Maus scheint wirklich gute Arbeit zu leisten. Die ballert hier was weg, Leute. So muss es aber auch sein. Wir bräuchten eigentlich einen Abfahrer nach dem anderen, der hier wirklich dafür sorgt, dass die Bunker gefüllt werden. Welcher Fußballfan bin ich? Also anhand deines Namens und deines Kanalbilds würde ich ganz klar sagen, Borussia Mönchengladbach. Keine Ahnung, FC Bayern München. Ich gucke keinen Fußball.
In der einen Europa-Maus sitzt keiner. Oh, noch schlimmer. Hallo Jonax, welcome back. Oh, Moment, ich muss einmal kurz. So, danke. Einmal laden. Ja, manchmal müsst ihr einfach mal aussteigen, Leute. Wenn da irgendwie das Bild nicht lädt. Also einmal aussteigen, dann lädt er das für euch nach. Und dann seht ihr auch das bereits abgekippte. Kleines Wechsel. Wood Michael, was haben wir denn jetzt? 20 vor. Ja, so gegen Punkt. So gegen Punkt. Würden wir etwa den nächsten Wechsel machen. Verdichtet ihr die? Nee, wir schieben sie eigentlich nur auf. Sie werden eigentlich erstmal nur aufgeschoben. Und irgendwann werden wir sie halt alle mal abfahren. Dann werde ich ein paar Förderbänder holen. Dann machen wir einfach mal so einen fetten, geilen Abfahrerstream. Einfach mal was ganz anderes. Dann werden die Rüben einfach mal abtransportiert. Einfach. Weil es so einfach ist, ne? Ist morgen ETS? Nein, Jonas, morgen ist die Ortsrüben-Farm. Morgen starten wir mit der Ortsrüben-Farm. OBS, weil ich bin einfach kein großer LKW-Fan im LS. Ich mag es einfach mit Traktoren. Wir haben halt die kleinen Hänger auf den Feldern am Fahren und die großen Anhänger bringen uns drüben hier hin. Jojo Cider, herzlich willkommen. Carmen, nein, um 16 Uhr ist nicht Ende. Um 16 Uhr ist eventuell der nächste Wechsel. Oder um 16 Uhr ist nochmal ein Wechsel. Ne, das ist wie, dass ich immer sage, so auch bei MySix und so. Ein LKW gehört bei mir einfach nicht aufs Feld. Bin einfach kein großer Freund von. Es ist einfach so. Enderman, moin, grüße dich. Genau, Jonas, wir werden irgendwann mal einen Livestream machen, wo wir die Zuckerrüben abfahren, wo wir die Hirse mal abfahren. Das kommt spätestens dann zustande, wenn wir kein Geld mehr für Maschinen haben. Weil irgendwann haben wir kein Geld mehr. Ja, wir bringen zwar wirklich gut Geld ein durch unsere BGA, die läuft, aber wir kaufen ja immer Maschinen, dann werden die wieder verkauft, dann kaufen wir wieder andere Maschinen und durch diesen Verkauf erlangt ihr ja weniger an Geld. Das ist so ein bisschen das Problem. So, ich räume jetzt mal gerade hier ein bisschen auf. Ja, Max, das habe ich gesehen. Schon kacke, wenn der Chef da ist, ne? Wie lange geht der Stream noch? Felix, schauen wir mal. So, warum liegen denn da schon wieder Rüben? Hat da schon wieder einer Rüben hingekippt? Oh, da hat schon wieder einer Rüben hingekippt. Warum liegen da Rüben? 2000 Liter hat da einfach einer hingekippt. Hey ho, eine wichtige Frage. Ist ein Kackpanel ab bei mir? Weißt du, woran es liegen könnte? Hey ho, Ossi, hast du vielleicht einen Mod drauf, der dir dein Spiel zum Absturz bringt? Mal schnell beim Chef reingefahren, 10.000 Euro Schaden. Ja, zu überweisen an mein direktes Konto. Ja, Kontonummer gibt's gleich. So, alles weg. Ja, sieht gut. Oh, du heilige Bimmer. Ja, da komme ich nicht dran. Liegt hinterm Zaun. Na gut. Da komme ich natürlich nicht dran. Das ist schon krass, wie die Rübenmaus hier durchkommt. Guckt euch das mal an, was die hier wegballert. Ich installiere immer die neuesten Mods, sobald ich die im Spiel auswähle, kackt es ab. Aber danach geht es komischerweise. Wonach? Also du installierst Mods, dann kackt das Spiel ab und dann geht's wieder. Anime-Fan, herzlich willkommen. Genau, PGL Group in Klammern Jumme. Genau, Jonas. So ist der. Ich glaube, ich würde tatsächlich den Radlader einfach mal hier stehen lassen. Ich kann mir schon vorstellen, dass der hier und da vielleicht mal noch gebraucht wird, um hier ein bisschen aufzuräumen, eventuell.
So, hier hatte wieder jemand Langeweile. Einfach nur Chaos gebaut. Leute, wenn ihr hier auf dem Server seid und einfach nur dumm sind zu bauen, denkt dran, wir finden schon heraus, wer es ist. Dann wollt ihr gar nicht wissen, wie schnell so ein Serverwechsel ist. Nein, so ein Spielerwechsel. Hoppala, langsam. So. Das passt. Ja. Gut. Dann fahre ich jetzt ein bisschen hier. Geil. Hier steht einfach nur Europa. Ganz alleine. Hier liegt eine Rübenmiete. Ne, hier ist keine. Aber hier ist eine. Guck mal, hier steht eine Europa-Maus. Ach ja. Ich mach das schon, ne? Datensystem will nicht schneller als 6 km/h fahren. Hast du Automatik oder manuelle Schaltung? Warum hab ich eigentlich meinen Controller in der Hand? Weg damit. Mann, oh Mann, oh Mann, da muss ich wieder alles alleine, Mann. So, jetzt in der kleinen Europa. Jetzt in der kleinen Europa. Guck mal, da vorne hängt schon wieder ein Traktor irgendwo drin. Ach du heiliger Bimbam. Okay, Automatik. Liegt es vielleicht am Server-Lag? Also wenn so ein Server lag, dann kann es auch schon gerne mal vorkommen, dass der einfach nicht schnell fahren will. Guckt mal, wie schön der Deutz da hängt. Das ist das, was ich euch gesagt habe, Leute. Hier ist nichts mehr mit Querfeld einfahren. Hier gibt es jetzt tatsächlich, ja, Blockaden, ne? Hab morgen keinen Bock auf Schule, in den ersten 2 Stunden erstmal Deutsch. Ja, und? Außer, ob du jetzt CD-ROM oder Steam hast, das ist eigentlich egal. Fakt ist, wenn ein Spiel abstürzt, liegt es öfters mal an dem Mod. Die springen oder laufen schon auf deinem Hof rum. Die hatten Singen und Klatschen, so wie ich. Die Miete an Feld 23 kannst du auch weiterbauen, wenn du einmal da bist. 23, das ist doch hier unter mir, ne? Meinst du die da? Oh, du heiliger Bimbam. Ja, Prost Mahlzeit. Warum sind hier noch so viele Mieten? Ich habe vor 3 Tagen auf der Wild Eastern angefangen, die kenne ich gar nicht. Feld 60 zu Dresden kam ca. 3,5 Liter Raps runter und knapp 24 Stunden Drescherfahrzeit. Wow. Ich finde es richtig geil, dass man nicht auf Querfeld einfahren kann. Ja, das könntest du trotzdem, aber du musst erstmal aufs Feld kommen, ne? Hallo Nico. Nico, du hast wieder abgewartet, bis wir unter 300 Leuten sind, ne? Aber ich spiele auf PC, allerdings mit Crossplay. Bedeutet, jeder kann mitspielen. Darf ich gleich rauf? Ja, ich suche ganz dringend noch einen Aufpasser. Hallo Lukas, moin. Okay, na wie gesagt, erst kackt es ab, dann geht es später wieder mit demselben Mod. Und irgendwann Spiel kackt es dann wieder ab. Das merke ich dann aber vorher, weil es extrem hackt. Spielst du PC oder Konsole? Fake Mimi, moin. Plankton, grüß dich. Okay, Bro. Dann kommst du gleich mal, ne? Ich mache jetzt meine eigene Rübenmiete hier. Moment, ich muss mal kurz gucken. Ist denn das Feld 23 schon fertig? Oh, tatsächlich. Oh, weg, weg, weg. Zack, fertig, fertig. Uiuiuiuiui. PS4. Okay, dann ist es leider auch noch ein Konsolenproblem, Ossi. Wir haben auf den Konsolen vermehrt das Problem, oder ich bekomme es vermehrt mit, dass das Spiel einem abrauscht. Da kann ich leider nichts gegen tun. Wir können nur auf das Update jetzt hoffen, was in knapp 2 Wochen erscheinen soll, dass da noch ein paar Fehler, was die Konsole angeht, behoben werden. Das ist ein typisches Konsolenproblem. Auf dem PC stürzt das Spiel hin und wieder auch noch ab. Aber soweit ich das mitbekommen habe, auf der Konsole ist es vermehrt so, dass es abstürzt. Connor, jeder kann mitspielen. Wir spielen Crossplay.
Ich hätte jemand gefragt, ob ich mein Savegame zur Verfügung stellen kann, aber ich spiele auf PS4. Okay, wer auch immer... Vorsicht! Wer auch immer gefragt hat. Weil woher sollte man deinen Spielstand kennen? Ich finde den Krampel Michelin geil. Ja, auf den freue ich mich besonders. Habt ihr mitbekommen, Leute? Ich habe Factsheets am Freitag veröffentlicht, vor 2 Tagen. Hat jetzt knapp 8000 Aufrufe, das Video. Es wird ein Krampel Big Body geben in einer Michelin Edition. Also wirklich mit einem Michelin-Menschen drauf und so. Okay, und ich Idiot mache 3-mal am Tag deswegen die Zocker sauber. Weil ich dachte, dass es an der Zocker liegt. Achso, du machst deine Konsole sauber. Nee. Ist ein Multiplayer. Also nein, ist ein Konsolenproblem. Stürzt tatsächlich leider ab, ja. Das ist leider so. Ist mir aber auch schon hier passiert. Ich spiele PC, ne? Bei mir speichert das Spiel nicht. Denk dran, du musst auch auf Speichern klicken, Mimi. Oder du machst automatisches Speichern an. Der Krampe wird erstmal schön umgebaut. Wieso umbauen? Wieso umbauen? Ich baue meinen Krampe um. Ja, ist Michelin-Krampe. Ja, ich muss den umbauen. Ist das eigentlich... Leute, spielt einer schon von euch die Oddstream Farm? Mal die Frage in die Runde. Spielt von euch schon einer die Oddstream Farm? Na, ich habe da eine Frage zu. Der Moritz hat anscheinend was herausgefunden. War es Moritz oder war es Zockerbro mit dem Shop? Also, Leute, ist das richtig, dass der Shop-Trigger falsch gesetzt ist? Oder ist das nicht so? Wisst ihr schon was bei den 50k? Ja, Nico, dauert noch ein bisschen. Ich glaube, das war Moritz, der mir das gesagt hat. Habt ihr das, dass der Konsolen... dass der Trigger vom Shop irgendwo in einem Wald ist? Das ist so, okay. Und könnt ihr dann was kaufen? Also könnt ihr trotzdem im Shop was kaufen oder habt ihr dann Probleme, dass ihr die Maschine nicht wegbekommt? Weil das habe ich nur so am Rande mitgenommen. Moritz hat mir das erzählt, weil er ist ja die Map am Vorbereiten, dass dieser Trigger im Wald irgendwo ist. Bei mir ist alles normal, okay. Bei mir auch nicht. Bei mir ist der Spawnpunkt am Hof. Aha. Ja, Store Delivery geht aber ja nicht für Konsole. Ich habe sie angefangen, Shop ist woanders und der funktioniert. Okay, dankeschön, Thorsten. Ich habe was gekauft, ist am Hof angekommen. Okay, bei mir ist der Trigger am Shop. Bei mir ist der Spawnpunkt am Shop. Nein, im Shop, okay. Also scheint das ganz verschieden zu sein. Okay, das wäre natürlich gut. Weil ich hatte jetzt schon Angst, dass man die Außenfarben nicht spielen kann. Gut, gut, gut. Da bin ich schon mal beruhigt. Ich hatte nämlich echt Bedenken, ob das funktioniert. Ja, es kann auch sein, Zorro, dass das tatsächlich so ist, dass bei dem einen das tatsächlich am Shop ist, bei dem anderen am Hof und bei dem anderen dann im Wald. Ist ja wie, bei dem einen stürzt das Spiel ab, bei dem anderen nicht. Ist ja auch ganz unterschiedlich, ne? Es kommt ja auch darauf an, wo du spielst. PC, PS4, PS5. Ach, ist da jetzt echt dann ein Problem, wenn du Konsole spielst oder so, dass es dann da der Trigger falsch sitzt? Das wundert mich, weil eigentlich prüft Giants das doch. Jo, OBS macht das. Wie heißt der Server? Ausrufezeichen mitspielen, Connor. Teste mal an der PS4, alles klar, Felix. Ich denke aber dann, wenn auf dem PC keine Probleme sind und ich auf dem PC den Server joine und einen Konsolenspieler joint, der eigentlich das Problem hat, dass er dann trotzdem den Shop-Trigger so hat, wie er gesetzt ist. Gibt es einen John Deere-Mod? Ja. PS4 ist am Shop, okay. Weil bei manchen, bei der PS4, ist die Kuhweide nur ein gegrubertes Feld und auf PC ist das dann wieder ganz normal, eine Wiese. Es gibt einige Fehler noch auf der Map, aber kommt bald ein Patch. Ja, aber ich denke, der Giants testet das doch. Ah, stimmt, ich glaube, die testen einfach... Ja, ich weiß nicht, wie die das testen. Nee, sorry, die müssen ja testen, ob es auf Konsole läuft. Weil du musst ja für die Konsole auch wieder besondere Sachen einhalten. Ach du, das ist...
ist bestimmt gar nicht so einfach, wie sich das manch einer vorstellt. Ich glaube, viele denken einfach auch nur so, ach ja, Konsole, hier hast du einen Mod, gib frei und gut ist. Muss man ja auch ganz klar dazu sagen, auch Giants sind nur Menschen, ne? Die können auch Fehler machen. Also bevor da wieder so ein Shitstorm, ein Shitstorm losgeht, warum Giants nicht richtig prüft, das sind auch nur Menschen. Leute, danke schön für die Abos, die reinkommen. 767. Klar, Stan, kriegen wir hin. Sehr geil, Leute. Sehr, sehr geil. Hab's bei einem anderen YouTuber gesehen, dass da einige Probleme mit der Map gab. Okay. Ich finde die Karte durch den Umbau extrem geil, aber größere Maschinen sind da fehl am Platz. Das war sie schon immer. Dafür ist die Ortstream Farm bekannt. Die Ortstream Farm ist tatsächlich für klein bis mittelgroße Maschinen geeignet. Also ihr müsst da, ihr könnt da zwar mit dem Fan C50 rumfahren, aber ihr müsst es nicht unbedingt tun. Dafür ist tatsächlich die Map nicht unbedingt zu 100% ausgelegt. Das ist tatsächlich so. Ich, der mit dem 820 TMS und einem 724 S4 rumeiert. Das ist schon okay. Ja, beim 19er waren die Straßen nicht so extrem. Sind die Straßen enger geworden? Oh, geile Map. Ich lieb sie jetzt schon. Ich bin heute nämlich mit dem neuen Classmod Doppelbereifer überall hängen geblieben. Oh, oh, okay. Ja, ich mag ja so enge Straßen, Feldwege und Herausforderungen. Ja. So muss das sein. Bin ich mal gespannt. Also wir wollen sie ja morgen zocken oder zumindest morgen anfangen zu zocken. Ich guck mal, ob ich jetzt gleich noch eine Map-Vorstellung dazu mache. Weil gerade die Ortstream Farm ist eigentlich eine recht interessante Map. Schauen wir mal. Gott sei Dank, mein Admin kommt wieder auf den Server. Da ist eine Wiese, da geht das Tor nach außen auf. Ja, aber das kannst du ja auch so sehen, wenn du auf dem Feld bist, geht's auch nach innen auf. Weißt, wie ich meine? Oder auch nach außen. Assi, ich bin gespannt. Da bin ich ja selber mal gespannt, wie sich das machen wird. Hallo Josef. Die Ortstream Farm ist eine saucoole Map, bei der einen Feldzufahrt muss man durch Wasser fahren. Ui. Hat das BSM da verdammt wieder geile Details mit reingebracht. Ich bin gespannt. Freue mich drauf. Ich habe die im 17er gerne gespielt. Ich spiele sie natürlich dann bestimmt jetzt auch gerne im 22er. Da können wir wieder einiges reißen. Das kann doch nur gut werden, Leute. Das kann doch nur gut werden. Die BGA ist extrem nice. Ja, deswegen machen wir da direkt nächstes Wochenende Maishexeln. Nächstes Wochenende, Freunde, könnt ihr euch schon mal im Kalender notieren. XXL Maishexeln auf der Ortstream Farm. Okay, ihr habt Bock, ne? Ich auch. XXL Bisexual Old Stream Farm. Nächstes Wochenende. Kann nur gut werden. Bloß, wie gesagt, dadurch, dass es immer wieder abkackt, ist natürlich auch irgendwann eine Geduldsfrage. Ja, klar, das ist natürlich dann ärgerlich wieder für die, die es halt nicht so spielen können, ne? Sagst du, Stan, du darfst die einlösen, wann immer du möchtest. Hattest du eine? Ah, du hast nochmal gespendet, ne? Ich habe diese, Enderman, ich habe die sogar schon im 17er gespielt. Die Ortstream Farm habe ich im 17er gespielt, im 19er und will sie jetzt natürlich auch im 22er zocken. Die haben ja gefühlt alles hier umgehangen. Ja, keine Ahnung. So sind sie halt. Kennst du doch.
Kennste. Nee, Thomas, der Hof ist komplett. Also nein, der Hof. Ich glaube, das Einzige, was noch fast gleich ist, der Hof. Der Rest ist neu. Zeige ich euch dann aber auch. Alles gut, Thomas. Also, soweit ich jetzt das mitbekommen habe, gibt es eine komplett neue BGA. Und die Map ist größer geworden. Und der Hof hat jetzt mittig, glaube ich, einen Schweinestall, habe ich gesehen. Dann schauen wir mal. Also von daher, ja. Nochmal vielleicht die kleine Informante. Ich musste die CD-ROM zweimal umtauschen. Die dritte hat dann funktioniert. Wie jetzt? Also du hast das Spiel gekauft. Und erst am dritten Mal hat es bei dir funktioniert. Wird heute nochmal gewechselt? Ja, wir werden jetzt gleich nochmal wechseln. Genau, das Grundgestell, genau daraufhin, so sehe ich das auch, das ist da, aber es wurde alles ein bisschen anders platziert, ne? Ein bisschen mehr links, rechts, der Schweinestall ist mittendrin. Ja. Habe ich mitbekommen. Ich hab's gekauft, es klappte gar nicht, weil gleich am Anfang stand, dass die CD-ROM nicht gelesen werden kann. Oh. Okay. Und dann nahm das so seinen Lauf, ne? Und dann hat das garantiert so seinen Lauf genommen. John Deere Paul, herzlich willkommen. Die zweite war dann Fehlermeldung, dass keine Daten auf der CD-ROM sein sollen, also quasi Rolling. Du hast aber echt das Pech mitgenommen. Das ist krass. Erste klappt die Installation nicht, weil die CD-ROM nicht gelesen werden kann. Zweite war ein Rolling, da war gar kein Spiel drauf und es die dritte hat boah. Das ist krass. LS22 Zocker, moin. Das ist wirklich krass. Das habe ich aber noch nie erlebt, dass ein Spiel nichts drauf hat, angeblich. Hab nur nächstes Weekend XM Meister, bin am Start, hab zum Glück heute meinen Wildcard angeschaut. Ja, und Stream Farm machen wir. Ich mach gleich einen Wechsel, Felix, nur die Geduld. Leute, je öfter es am Wechsel gefragt wird, desto länger dauert es. Das habe ich schon mal gesagt. Jeder kriegt die Chance. Ich habe gedacht, dass es an meine PS4 liegt, aber als ich die beiden CDs bei meinem Neffen reingemacht habe, kam die gleiche Meldung. Krass, das habe ich echt noch nie erlebt. Oder auch mal mitbekommen oder so. Es ist schon eine ganz schöne Umstellung, ne? Willst dann da zocken und denkst so, ja, einlegen und loslegen und dann, ne, da ist gar keine CD, gar kein Spiel drauf. Glaubst du, dass es für den 22 einen Winterschneeschiebe-LKW kommt? Enderman als Mod bestimmt. Für den PC denken wir schon, dass da sich ein Modder das nicht nehmen lässt. Hallo Sigmar, grüß dich. Hallo Laurin, komm gerade vom Fußballplatz. Sehr cool. Turnier oder einfach nur Fußball? So, à la Friends. Guck mal, das ist auch geil, ne? Kaum ist Chef hier auf dem Feld, kommen sie alle. Warum sind die jetzt plötzlich alle bei mir? Komm mal, wie sie sich jetzt alle bei mir tummeln.
Vor 10 Minuten waren sie noch alle bei Feld 3 und so, und jetzt sind sie plötzlich alle hier. Warum? Richtig, vor allem war die Freude riesig, als ich von der Klasse, nee, von der Kasse nach Hause bin, eingelegt habe, und somit war dann die Enttäuschung natürlich auch wieder richtig mies. Ja, und vor allem für dich ist es ja auch, du musstest dreimal dahin fahren, ist ja auch Spritgeld oder so, ne? Ne, was du dadurch verdadelst. Du kennst noch den IT-Runner-LKW. Den LKW gibt es für Konsole, aber einen Container gibt es nicht. Wo gibt es denn den IT-Runner für Konsole? Kenne ich noch nicht. Max, kannst du bitte die Rüben stehen lassen? Geil, die fahren einfach durch meine Felder hier. Geduld, Freunde. Ich zapfe euch gleich schon ab. Nee, ihr könnt mich gleich abzapfen. Ach so, 2 Minuten von Edeka. Ah, okay. Also kurzer Fußweg. Ja gut, dann. Gott sei Dank. Da drüben ist übrigens noch eine Rübenmiete. Die muss auch weg, ne? Okay, erinnere mich. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, ich kenne noch keinen IT-Runner-LKW. Gibt einfach nur einen LKW. Ja, siehst du, Sascha, die waren dann alle bei uns auf der Ecke, ne? Und haben dich da einfach allein gelassen. Die Tante an der Kasse hat aus, dass ich verarschen will. Ja, vor allem, wie konntest du das eigentlich beweisen? Wollten die nicht irgendwie was wissen? Konnte ich mal, grüß dich. Wollten die nicht irgendwie einen Beweis sehen oder so, dass es wirklich nicht funktioniert? Achso, ja gut, es gibt einen IT-Runner vom Roland Pack, natürlich. Also unter anderem jetzt, ne? Roland Pack ist ja auch mit dabei. Haben wir sogar hier drauf. Da vorne ist er. Renke fährt damit. Da ist ein IT-Runner aus dem Roland Pack. Zack, Krampemulde voll. Ich immer noch nicht leer. Wir können auch da oben die Miete größer machen, ne? Die der Sascha da so klammheimlich hergestellt hat. Das hat er wirklich klammheimlich gemacht. Hat er uns nicht erzählt, ne? So, ich habe hier vorne stand noch eine kleine Bahn, die muss auch noch weg. Ne, das Einzige, was ich geguckt habe, war, ob alles drin ist in der Hülle, und die SCD-ROM war auch mit einem kleinen Riss versehen. Das aber nicht von mir kam, sondern es war wohl vermehrt dazu gekommen. Oh, also vielleicht so bei den Transportwegen kaputt gegangen, ne? Das ist krass. Ja, ich verstehe auch nicht, Tim, warum sind die jetzt alle hier bei mir? Alle Abfahrer sind oben bei den Feldern weg und hängen jetzt bei mir. Leute, ich brauche keinen. Ich brauche einen Abfahrer. Das reicht dann schon. So, Dankeschön, Leute. 770 Abos sind drin. Wir machen nochmal einen Wechsel. Schön hier einmal durch. So. Ne, PG-Fan war auch schon länger drauf. Perfekt. Wechsel. So, jetzt gehe ich aber mal kurz gucken. Wie sieht das denn jetzt eigentlich hier aus?
Okay. Oh, Sascha hier, oh. Da hast du aber, uiuiui, breit hingelegt. Aber fleißig alles weg. So, alles weg, alles weg, alles weg. Alles weg, alles weg. Hier noch die Rübe wegmachen, also die Rübenmiete. Läuft. Ich hatte echt überlegt, ob ich es mir einfach auf dem Store kaufe, aber der einzige war natürlich auch rauszubekommen, ob die Spiele eventuell Fehler haben und somit stand ja fest, dass es Fehler gibt. Ja, das stimmt, aber trotzdem krass. Weil ich kannte die Fehler jetzt wirklich nicht so. Was ist das für eine Landwirtschaft? Das ist die Erlengrad. Ich war nicht der Einzige, der Spiele zurück. Okay, dann hatten die vielleicht echt irgendwie so über die Transportwege oder so vielleicht Schaden genommen. Das kann ja echt mal passieren, ne? Sascha, alles gut, alles gut. So Leute, ich würde euch bitten, erstmal nur zu joinen für die, die noch nicht mitgespielt haben. Wenn ich dann bemerke, es joint kein neuer mehr, dann können die gerne wieder joinen, die schon mitgespielt haben. Mike, du machst einfach Servername, also Ausrufezeichen mitspielen, da bekommst du Servername und Passwort. Und dann joinst du den Server. So, Freunde, ne? Tut mir den Gefallen. Wirklich erst die, die noch nicht mitgespielt haben. Wie gesagt, wenn ich dann sehe, so, es kommt keiner mehr rein, der schon nicht mitgespielt hat, können gerne auch die anderen wieder joinen. Ihr solltet ja wirklich jedem die Chance geben. Joshua, grüß dich, moin. Nein, Leo, Platz frei halten geht an für sich leider nicht. Stan, lass erstmal kurz gucken, wie viele neue noch rein wollen. Ich habe ja im Chat jetzt erst gesehen, wie viele tatsächlich noch darum bitten, einen Wechsel zu machen, weil sie noch nicht mitspielen konnten. Denn du wirst nicht dran sterben. Du hast schon so oft mitgespielt und ich bin noch so oft live. Keine Sorge. Enderman, das kann gut sein, dass es zwei Updates sind. Am besten den Mod mal deinstallieren, dann neu installieren und einfach mal das Spiel verlassen. Dann dürfte das Update drauf sein. Joshua, Ausrufezeichen mitspielen. Steht aber auch 4 Nachrichten über dir. Ach so, Mike. Also ich mache so Wechsel immer so jede halbe bis dreiviertel Stunde. Fanfahrer, moin. Und Regeln sind einfach, benimm dich und hab Spaß am Spiel. Mehr verlange ich eigentlich nicht. So, jetzt muss ich erstmal rüberfahren. Tom, warst du nicht schon auf dem Server? Oh Felix, diese PS4-Probleme, das tut mir so leid. Vorsicht, Auto kommt. Auto kommt. Jake Elben, moin, grüß dich. Ich war gerade für 5 Sekunden das erste Mal im Server. Okay, Tom, dann. Ich hatte es im Kopf, dass du schon drauf warst. Dann joinst du halt wieder. Da siehst du, Tom, ich wollte nämlich gerade sagen, es war ein Peggy Tom auf dem Server. Ich dachte, das wärst du gewesen. Das kann ich doch nicht ahnen. Ich habe gerade auch LS19, da fühlte man sich wie in der Vergangenheit. Geschmissen mit der Grafik und allem. Ja, deswegen lass es. Spiel lieber bei uns mit. Osmo, grüß dich. Tina. Wie kann man sich... Ja, ist egal. Tina, ich hab dich nicht gekickt. Oh nein, mein Leben ist zu Ende. Ich konnte nicht mitspielen. Alter, Entschuldigung für das Wort, aber bei manchen habe ich echt das Gefühl, die reden hier so,
Jetzt wäre das Leben vorbei, wenn man bei mir nicht mitspielen kann. Ich kicke nur die Leute, wo ich weiß, die haben noch nicht mitgespielt, die haben schon mitgespielt und keinen anderen. Weiß ich, Felix, den gibt's immer, einfach ignorieren. So, ich setze es einfach mal hier vorne an. Naja, außer nicht, dass du, wenn du bei mir mitspielst, dann plötzlich dein Spiel geheilt wird. Wie soll ich da reinkommen? Da hat es der Zäunlebauer echt gut gemeint. Statt hier so sehe. Moment, ausklappen, nicht zusammenklappen. Ja, ich brauche keine Kriegs mehr. Alles gut, bin drin. Ich schaue lieber bei dir zu, dass man im aktuellen Anlass mehr Spaß. Okay. Stream genießen und zurücklehnen. Ne? Joshua, dankeschön fürs Abo. Mike, klar, ich bin unter der Woche auch live. Ich spiele auch noch nebenbei Euro Truck Simulator. Also es gibt bei mir ETS und LS momentan. Ich bin gerade mit den Entwicklern von Aerosoft dran, dass es eventuell auch den Straßenmeisterei-Simulator, dass ich den vielleicht bekomme. Dann werde ich den natürlich auch noch auf meinen Kanal bringen. Also Straßenmeisterei-Simulator heißt der. Den finde ich übrigens sehr interessant, den würde ich auch gerne spielen. Und ja, der Didi-Server soll noch online gehen, da hat aber dein Server-Host noch ein paar Probleme. Die sind noch den Server am Einrichten, damit ich den eröffnen kann. Den wollte ich morgen nochmal schreiben, wo es jetzt noch dran hakt. Boah, Andy, hier hast du es aber echt gut gemeint, ne? Hier hast du es aber echt gut gemeint mit dem Zaun. Wieso so nah? Das ist ja eine halbe Zumutung hier. Lord Hero, guten Abend. Schön, dass du da bist. Herzlich willkommen. Kleine Herausforderung. Kann ich auch noch mal ein zweites Mal spielen, Sven? Nur wenn kein neuer mehr joint. Cool, hab nämlich aktuell leider Kasse und nichts zu tun. Kasse? Wie Kasse? Kasse nichts zu tun. Finn, bestens, wie geht's dir? Oh, schön, dass du da bist. Erstmal ein kleines Vorgewende machen, ne? Wenn man schon so dicht einen Zaun und eine Hecke platziert, dann müssen wir jetzt auch gucken, dass wir es hier in einem schönen Vorgewende hinbekommen. Harzer, ich bin jetzt auf Feld 7? 7, ja, Feld 7. Carmen, ich weiß zwar jetzt nicht, was daran unfair ist, aber ich kann es nicht ändern, Leute. Ich erinnere gerne nochmal daran, es gibt YouTuber, die machen absolut gar keine Multiplayer-Livestreams, da könnt ihr gar nicht mitspielen. Deswegen, ich versuche mein Bestes zu geben, dass jeder zocken kann. Also, dass ihr wirklich jeder die Chance bekommt zu zocken. Moment, warum lädt der jetzt mein... Oh. Lad mein Handy. Oh, danke. Induktives Laden aktiv. Ja, eine Runde fahren würde ich auch gerne, aber ich komme hier gerade noch nicht rum. Warum spielst du nicht die Oldstream-Farm? Tom, machen wir doch. Alles mit der Ruhe. Oldstream-Farm sollte morgen das Projekt starten. Ja, aber Joshua, ich muss echt sagen, wir haben das mit Absicht gemacht. Es hat einfach keinen Spaß mehr auf der Map gemacht, weil... Jeder meinte,
hier querfeld einzufahren und einfach nur noch Flausen im Kopf zu haben. Deswegen haben wir irgendwann gesagt, so jetzt wird alles hier eingezäunt. Und die Leute können einfach nicht mehr dieses Querfeld einmachen. Und so haben schon mal alle für die Austin Farm geübt. Weil Austin Farm ist extrem eng, habe ich mitbekommen. Oh, Finn, einiges. Man sollte diesen Stream gerne nochmal im aufgezeichneten Zustand angucken, dann siehst du das ja. Ja, Enderman, ich kenne dieses mit dem Aktualisieren. Das ist ein kleines Problem. Also ich habe es so geschafft, ich habe den Mod deinstalliert, dann habe ich das Spiel geschlossen und neu gestartet. Dann habe ich ihn wieder installiert und dann war das Update natürlich direkt mit dabei. Dein Sprit. Oha, ich bin fast leer. Ja. Mein Tank ist fast leer. Das ist gar nicht gut. Ich spiele schon drauf, hat sich viel geändert. Ja, ich mag die BGA, Leute. Nächstes Wochenende Maishexen auf der Outstream Farm, ne? Jeder kann dann mitzocken. Nächstes Wochenende. Samstag oder Sonntag, wir gucken mal. Natürlich kann, wir machen gleich noch einen Wechsel. Das ist der letzte Wechsel. Ja, was haben wir denn jetzt? 3,5 Stunden. Ja, so langsam. Wann kommt mal Gras? Oh, nochmal Grashexen. Ja, können wir auch nochmal machen. Ich bin live, ich bin seit 13 Uhr jetzt mittlerweile. Guck mal, fast der ganze Sonntag schon wieder rum. Wie viele Felder sind noch übrig? Oh. Ich glaube mal 15 Stück so rum. Ist auf jeden Fall noch ein bisschen was. Wann kann man Heu zur Silage machen? Leute, Heu. Heu? Du kannst schon Gras zur Silage machen, aber Heu geht auch einfach in die BGA kippen. Alexander, Eigenwerbung stinkt und ist auf YouTube verboten. Danke für deine Aufmerksamkeit. Doch, natürlich, ihr könnt doch Heu einfach in die BGA kippen, Leute. Der Arbeitsgang, Dankeschön, Jonas, gut aufgepasst. Der Arbeitsgang wäre nur ein bisschen bekloppt. Man mäht ja nicht erst Gras, dann wendet man es, damit es Heu ist und dann kippt man es in die BGA. Enderman, gerne. Nein, Tom. Platz frei halten geht nicht. Tut mir leid. Dann müsste ich das Passwort ändern, Tom, und dir das schreiben. Das ist ein bisschen aufwendiger. Gibt es noch ein Stream mit Rüben? Ja. Natürlich. Schauen wir mal, Alexander. Mais macht mehr Spaß. Whoopala. Dein Tank ist gleich. Ja, ich weiß. Ich hoffe, dass gleich einer mal mit einer Zapfsäule zu mir kommt. So, Leute, ich muss hier, kann einer mal übernehmen. Ich muss mal gerade wohin, ja. Übernimmt mal bitte einer, ich bin gleich wieder da.
So, hallo. So, Leute. I'm back. Welcome back, I'm back, back, back. So, wie sieht's aus? Ah, ich glaube, ich gehe nochmal auf Toilette. Insider, ich dachte, wir schaffen eigentlich die 47.800, bis ich wiederkomme, aber irgendwie hat's dann doch nicht so ganz geklappt. So. Ja, wir haben eine kleine Miete. Okay, das läuft schon mal. Dann gehe ich mal wieder in meinen Roder rein. Und mach mal fleißig weiter hier. So. Sehr gut. Ich habe mir jetzt gerade was überlegt. Wir werden... Also ich werde quasi gleich Feierabend machen. Ich möchte auf jeden Fall noch die Map-Vorstellung machen. Ich habe da richtig Bock drauf, euch die Olsen Farm mal zu zeigen. Ich werde das aber wie folgt machen. Der Server bleibt noch online. Das bedeutet, wenn ihr Bock habt... Jetzt siehst du Unhalt, wieso, was ist passiert? Was ist passiert? Was wir machen werden, auf jeden Fall, ist den Server noch offen lassen. Das heißt, ihr könnt dann trotzdem noch das Rübenroden ein bisschen weitermachen, bis ich dann quasi mit der Map-Vorstellung fertig bin. Jonas, ich bin leer. Bis ich mit der Map-Vorstellung fertig bin und die online geladen hast, solange würde ich einfach noch den Server für euch offen lassen. Dann könnt ihr noch gerne ein bisschen weiter Rübenroden und einfach noch ein bisschen Spaß haben. Donnerstag ist die Ehrengrad. Ho, Tank! Endlich! Jason, mein Retter. Jason, mein Retter. Also wir lassen den Server auf jeden Fall gleich noch ein bisschen offen. Ich mache jetzt natürlich noch ein bisschen was. Habe ich ein Abo verpasst? Nein, ich habe keins verpasst. Okay. Walter Bauer, wie kommt's? Sonntag, ne? Wo müssen die Rüben hin? Als Miete lagern und wenn er dann, oder du wirst mit der Rübenmaus beladen, dann fährst du die zur BGA. Andy, das, ob du dann eine Antwort bekommst oder nicht, das wirst du dann erleben. Ich mache auch gleich noch einen Wechsel, ja. Also wie gesagt, ich mache gleich Schluss. Wir haben jetzt, was haben wir jetzt? 3,5 Stunden. Das ist schon mal eine gute Leistung. So, und dann werde ich gleich nochmal einen Wechsel machen und dann werde ich euch einmal die Map-Präsentation der Ortsfarm machen. Und in diesem Moment könnt ihr dann aber auf der Map hier noch spielen. Ich lasse den Server einfach noch ein bisschen offen. Das ist jetzt so meine Überlegung. Da bleibt der Server noch was online. Obwohl ich eigentlich gar nicht mehr live bin. Aber wir können trotzdem noch was zocken. Und ich kann einmal die Ortsfarm präsentieren. Das ist eine gute Idee, oder? Und hier wieder schön einer durchs Feld gefahren. Mann, oh, warum fahren die immer alle durch meine Felder? Ey, in Wirklichkeit, Leute, machen die ja echt pures Geld kaputt, ne? Da wird ja echt dann in Wirklichkeit pures Geld kaputt gemacht, wenn die hier durch die Felder fahren. Guck mal, hier vor mir rechts auch schon wieder einer durch. Oder sogar zwei. Ach, Mann, oh Mann, oh Mann. Ärgerlich. Echt ärgerlich. Leute, vielen Dank, Leute. 25 Abos noch, dann hätten wir sogar noch die 800 voll. Das ist ja Wahnsinn. Vielen, vielen, vielen Dank. Das haben wir 542 Likes. Ich sag's ja, diese XXL-Events, die sind einfach beliebt, ne? Ich mach's aber auch mega gern. Freue ich mich schon auf das Maishexen auf der Ortsmühlfarm. Kann auch nur gut werden. Das kann einfach nur gut werden. Abo dagelassen. Ich wollte gerade sagen, TEDx, du hast schon abonniert. Ich kenne dich doch, TEDx. Ich habe dich gewarnt. Ja, ich gehe besser wieder, Mike. Ich gehe besser wieder. Aber es klingt fast so, Mike, als hättest du gesehen, wer es war. Und dann willst du die alleine lassen? Ja, wieso, Thorsten? Ich dachte, du kommst einfach mal. Ich mache seit 3 Stunden mein Aquarium sauber. Oh, cool, Finn, hast du ein Aquarium. Süß- oder Salzwasserfische? Manuela, moin. Herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Stan, wenn dann kein neuer mehr rein möchte, natürlich. Hallo Martin, grüß dich. Aber an sich muss ich sagen, Rübenroden ist schon geil. Also es funktioniert. Na, wir können schön unsere Bahn fahren. Ich finde halt die Roder ein bisschen zu schmal. Ich glaube, es gab damals im 17er zum Beispiel auch einen Mod. Da hattest du, glaube ich, schon 8 Reihen Roder. Die waren, glaube ich, ich weiß jetzt nicht, ob die realistisch waren, ich meine aber schon. Die waren natürlich schon geil, ne?
mit 8 reinzuroden. War schon geil. Ich habe Süßwasserfisch. Okay, also keine Nemo, ne? Meine Frau und ich haben auch immer überlegt, ob wir uns ein Aquarium holen. Wir wollten dann aber so kleine Nemos und Dobis und so haben. Aber es ist halt auch Pflege, ne? Muss dann, glaube ich, dann einmal im Monat oder so die Fische alle rüber, dann das Aquarium leer laufen lassen, die Scheiben reinigen und so, Wasser tauschen, Filter, was weiß ich, da alles machen muss, ne? Also ich denke mal schon, dass da auch viel Arbeit hinter steckt, ne? Dass du nicht einfach mal so sagst, ach ja, Aquarium, klar. Ich sag nur, der große Twitch-Streamer, den man da kennt, ne? Was der für einen Riesenteil hat. Oder ist jetzt Süßwasser... Jetzt mal an die Experten, jetzt mal ernsthaft hier, Leute. All die, die ein Aquarium haben, würdet ihr mich mal per PN anschreiben? Auf Discord? Seid ein Fan, herzlich willkommen. Nicht, dass wir uns dann doch nur eins holen. Alles klar, sein Fan, sehr cool. Kannst du mal einen von deinem Setup ein Video machen? Osmo, es gibt Bilder. Also ich zeige jetzt nicht unbedingt mein Gaming Room, der ist ja nichts Besonderes. Doch, ich habe einen Kühlschrank. aber es gibt ein paar Bilder auf Discord und auf Instagram. Habe ich damals alles veröffentlicht. Habe jetzt auch vor kurzem wieder ein Bild gemacht, dass ich auch wirklich diesen Kühlschrank habe. Da wurde ja durch die Community unterstützt. Ich möchte auch, dass ihr wisst, dass ich das dann auch wirklich kaufe und nicht einfach hier sitze und ihr mir quasi 5 Euro spendet und ich sage, ja, das kommt in den Kanal rein, für zum Beispiel den Kühlschrank und dann gausche ich den gar nicht. Im 19er gab es die Häume mit 12 Reihen. Ach, siehst du, Arno, waren es sogar 12 Reihen. Das ist ja schon geil, ne? Kam, keine Sorge, bevor ich gehe, mache ich auch noch einen Wechsel. Natürlich. Gib doch erstmal den Leuten jetzt die Chance. Na, die jetzt auf dem Server sind, dass die erstmal mitspielen. Du lässt ja mal wieder die rein. Was? Nein, 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 nein. Wo? Wo? Nee, 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 nee. Erzähl mir hier keinen Stoppelsturz. Guck dir das an hier. Fein säuberlich jede Reihe weg. Nee, 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 nee. So ist das hier aber nicht. Vielen Dank, 777 Abos. Leute, Wahnsinn. Sehr, sehr geil. Vielen, 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 vielen Dank. Butz fährt aber durchs abgerodete Feld. Das abgerodete ist von mir aus. Ich weiß zwar nicht, was ihm das bringen soll. Und da war ich nicht. Ja gut, das war ich. Aber guck mal, hier... Zack, weg. Macht das hier heute fein und säuberlich. Das macht richtig viel Arbeit. Echt? Okay, dann gibt es kein Aquarium. Ich habe keine Zeit für. Wann soll ich das denn noch machen? Am besten noch nach der Arbeit zwischen Training und Zocken. Ja, also arbeiten, dann nach Hause fahren, trainieren, putzen und dann noch streamen. Ist der Enderman, ist der durch ein... Weil Querfeld fahren kann man sowieso nicht mehr. Um jedes Feld ist ein Zaun platziert. Aber hat er dabei Rüben kaputt gefahren oder ist er einfach nur über ein abgeerntetes Feld? Okay, sage ich auch mal, finde ich auch doof, ne? Über ein abgeerntetes Feld zu fahren. Man kann ja auch die Feldwege nutzen, ne? Guck mal, Thorsten, wie schön ich das mache. Ich finde, ich mache das wunderschön hier. Lustig ist, wie der Sitz hier immer so halb verschwindet. Abgeerntet, ja gut. Hat halt nicht einen Feldweg genutzt, sondern quer übers Feld, zum Feldweg, zum Feldausfahrt. Was mir halt wichtig ist, ist einfach, dass dieses Querfeldeinfahren aufhört, weil man einfach die Feldabkürzung nehmen möchte. Warum hast du die GPS-Mod nicht? Fan-Armee, weil ich Crossplay spiele. Warum nicht gleich so? Ja, Chef, Entschuldigung, Chef, tut mir leid, Chef. Kommt nie wieder vor, Chef, bitte feuern Sie mich nicht. Das Tor da bleibt mir so lange zu, bis ich es aufmache. Hast du etwa gerade alle weggejagt?
Wir hatten mal ein 400 Liter. 400 Liter? So ein Aquarium mit 400 Litern? Boah, Wahnsinn. Das ist krass. 400 Liter, Wahnsinn. Das muss ein Riesenteil gewesen sein. Was ist eigentlich das hier? Ach, da schmeißt ihr das rechte Kraut. Jetzt mal ganz so. Warum hat diese Ropa hier so einen Ausschluss für das Kraut und die anderen nicht? Sein, kommt noch, der Wechsel kommt gleich, keine Sorge. Hast du auch ernsthaft noch den Pickup wieder vorgestellt? Du bist ein Lümmel. Upsala, falscher Knopf. Fährt er jetzt raus? Ja. Liana, grüß dich. Muss ich mir noch überlegen. Ach, Manno. Bitte feuern Sie mich nicht. Ich will doch nur streamen und zocken. Hm? Daher, wenn ich die Mod, also wenn ich den Stream hier beende, dann kommt der wieder online auf meinen Kanal. Also ihr könnt euch auch alle Streams im aufgezeichneten Zustand angucken. Naja, also auch gar kein Problem. Aber ja klar, also wenn ich den Stream gleich beende und ich dann die Map-Vorstellung mache, dann könnt ihr euch trotzdem den Livestream im aufgezeichneten Zustand dann angucken, wenn ihr Bock habt. Kennen wir denn ein 2000 Liter Aquarium? 2000 Liter, das ist ein halber Pool. Hi Ludwig. Mit dem Verteiler bleiben die frisch gerodeten Rüben einfach sauberer. Mit dem Verteiler? Hi Lukas, was meinst du mit dem Verteiler? Ein Auto bräuchte noch eine Handwäsche. Aber Thorsten, wenn du jetzt sehen würdest, welchen Finger ich dir zeigen würde, ne? 1,80 lang, 60 breit, 70 hoch. Wow. Hallo Conny, moin. Grüße dich. Das Martin nennt man mal groß, auf jeden Fall. Man sagt, umso größer das Aquarium, desto weniger Arbeit. Ob das stimmt, habe ich noch nicht getestet. Ach, umso größer? Ja gut. Aber sagt man nicht eigentlich mehr Platz für Bakterien? Habe ich gerade entschieden. Der das Kraut vorne schon auf die abgerundete Bahn schmeißt. Okay, also der hier. Ja, der schmeißt ja das Kraut einfach hier auf der Fahrerseite, also Linksseite in Fahrtrichtung sehen, einfach zur Seite raus. Das ist besser. Hallo Martin, grüß dich. So, Freunde, was haben wir denn jetzt? Dreiviertel Stunden. Jetzt haben wir 16:45. Wenn ich jetzt noch die Mod-Vorstellung mache, Viertelstunde, 20 Minuten. Ja, ich würde dann jetzt, denke ich mal, so langsam in Feierabend gehen. So langsam. Aber nur weil ich einfach noch die Ortsruffarben zum... Nein, bitte noch nicht, Zockerbro. Das kannst du gerne mal offline machen, aber nicht jetzt. Aber auch nur, weil ich euch gerne noch die Ortsruffarben präsentieren möchte. Aber ich lasse den Server noch online. Martin, sehr cool. Der ist eine Ropa-Maus. Nein, ist keine Ropa-Maus. Ropa-Panther. Panther 2, der als Rübenbruder mit Hundegang unterwegs ist. Also ich würde jetzt einfach noch einen Wechsel machen. Dann können noch andere Leute joinen. Ich lasse den Server noch was offen. So lange, bis ich die Map-Vorstellung durch habe. Und gegen, ich denke mal, 17:30 spätestens dürfte dann noch ein Video auf meinem Kanal online gehen. Das dürft ihr euch dann gerne noch anschauen. Da würde ich mich natürlich sehr darüber freuen, wenn ihr dabei seid. Weil dann kann ich das alles fertig machen. Danach gehe ich runter, gehe raus, gehe weiß Gott wohin, machen wir was zu Abendessen. Gehe rüber, gehe links, gehe rechts, hoch und runter. Vielleicht verschenke ich mich auch im Zimmer. Ja. Nee, Markus, als Leistung werde ich das nicht machen. Leon, moin! Dankeschön fürs Abo, herzlich willkommen. Ja, weil das Kraut nicht auf der Rübe fällt, sondern daneben, das Kraut wird nicht mit aufgenommen. Ah, okay. Ah, ja, okay. Okay, schonender, ja.
Ne, dann könnte ich das aber noch fertig machen. Denk mal, damit würde ich jetzt nichts verkehrt machen. Ne, und dann würde ich die noch online stellen und dann danach nicht mehr erstmal zu Abendessen machen. Ist ja auch spät. Hö? Ist das ein Überlader? Husky, wusste ich gar nicht. Aber ich denke mal, so können wir das machen. Also, der Server bleibt offen. Ne? Ihr könnt gerne den Server dann joinen. Aber ich muss echt sagen, Leute, Rüben-Event oder Rübenernte war schon mal mega geil. Hat viel Spaß gemacht. Wir haben einiges geschafft, wir sind aber noch nicht fertig. Wir werden noch einen zweiten... Hier, Husky, du darfst das nicht so nah an den Zaun kippen. Wie soll man das wegbekommen? Wir werden auf jeden Fall noch einen zweiten Teil machen, denn wir haben es nicht, natürlich nicht geschafft, alle Felder. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10... Ja, machen wir aus den 3, 1, 11 Felder sind weg. 11 von 25 Felder haben wir geschafft. Das heißt, beim nächsten Mal wird dann nochmal ein Stream stattfinden, vielleicht nochmal ein Rübenroden. Und dann zum nächsten Wochenende hin kommt erstmal Maishexen auf der Oldstream Farm. Und morgen, Dankeschön für 780 Abos. Und morgen, meine lieben Freunde, 14.02. 19 Uhr startet das Oldstream Farm Projekt. Wie aus dem 17er und dem 19er. Ich mache jetzt hier noch einen Wechsel, das heißt, ihr habt die Chance, jetzt hier nochmal zu joinen. Also wir machen noch nicht Feierabend, ne? Deswegen joint gerne mit dem Server. Und ja, ich muss Danke sagen, Leute, für 500, geil, 555 Däumels nach oben. Vielen, vielen Dank dafür. Ich bedanke mich für 47.780 Abos. Richtig viele Abos heute gemacht. Auch das sehr, sehr geil von euch. Ich hoffe, euch hat der Livestream gefallen. Ich freue mich auf jeden Fall auf den nächsten. Dankeschön an die, die die Mitgliedschaft abgeschlossen haben. Ich glaube, heute ist doch, Verlängerungen sind heute reingekommen. Und natürlich auch Dankeschön an die, die den Kanal supportet haben. Ihr dürft den Stream gerne teilen, ihr dürft meinen Kanal weiterempfehlen. Ich mache jetzt noch das Video zur Oldstream Farm. Das kommt gegen 5:30 online. Zieht es euch rein, würde mich freuen, wenn ihr mit dabei seid. Und ansonsten, Leute, euch allen einen schönen Sonntag. Wir sehen uns zum nächsten Livestream. Es hat mir mega viel Spaß gemacht. Dankeschön fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut, Freunde. Tüdelü und tschüss. We are farmers, farmers we. We are farmers, farmers. Faster than a boat, faster than lightning. We are the farmers.